Alonso konnte endlich der Sieg gefeiert werden. Natürlich ohne die beiden großen Konkurrenten, das sei natürlich erwähnt, Audi und Porsche sind ausgestiegen. Trotzdem ein Riesenritt, 24 Stunden da an der Sarthe. Das ist ein kleiner Unterschied, natürlich nicht vergleichbar diese Autos mit diesen Autos hier auf der Nordschleife, die hier unterwegs sind. Die Autos in Le Mans, also die Königsklasse dort, die LMP1-Boliden, sind hybrid befeuert, kommen insgesamt auf rund 1100 PS. Also wesentlich leistungsstärker, die fahren teilweise 350, 360 km/h in der Spitze. Das ist hier nicht der Fall. Trotzdem, den Unterschied macht natürlich die Strecke, die Sarthe, natürlich in Le Mans auch ein Mythos. Aber dieser Nürburgring macht den Unterschied aus. Mit diesen Autos wäre hier kein Rennen zu bestreiten. Im Übrigen viel zu hubbelig und bucklig ist hier der Nürburgring. Im vergangenen Jahr hat Timo Bernhard das unter Laborbedingungen eigentlich versucht und hat hier einen Rundenrekord aufgestellt, den legendären Rekord von Stefan Bellof. Pulverisiert ist hier mit dem 919 Evo, also mit der freigemachten Version des Le Mans Autos, hier eine absolute Fabelzeit gefahren. Aber das sind die Unterschiede zwischen Le Mans und Nürburgring. Es gibt ein paar Fahrer, die beide Rennen gewinnen konnten, so zum Beispiel Timo Bernhard, der ist ja hier Rekordsieger. Mit 5 Siegen, jetzt inzwischen auch 2 Siege in Le Mans. 5 Siege hier eben mit diesem Auto in der Vergangenheit. Der Mantai Porsche hat Timo Bernhard entscheidend mitgeschrieben an der Geschichte dieser Mantai-Dynastie, der Grello, wie er genannt wird, jetzt hier also Earl Bamber in Führung liegend, hat den Vorsprung vor Maximilian Götz wieder ein bisschen größer gemacht. 2:31, also jetzt 2,5 Minuten Vorsprung. Aber das ist natürlich noch lang nicht durch hier. 9 Stunden und 30 Minuten. Man kann so einen Vorsprung über so eine Distanz auch gar nicht verwalten. Da muss man weiterhin am Limit fahren, immer wieder am Limit fahren. Und wer am Limit fährt, der droht natürlich auch Fehler zu begehen. Und das darf hier einfach nicht passieren. Der Nürburgring verzeiht keine Fehler. Jetzt Heli-Perspektive, rausbeschleunigen auf die Döttinger Höhe. Der Grello, wunderbar, sieht er hier von oben aus. Ganz kleine Fahrt hier, 260, 270 Stundenkilometer. Sind ja ein bisschen in der absoluten Leistung beschnitten worden, diese GT3-Autos. Man musste ein bisschen Tempo rausnehmen, zu viel Leistung hier auf der Nordschleife, viel zu gefährlich. Norbert Kreier, der technische Delegierte, machte einen Riesenjob, um das runter zu regulieren. Und wir sehen einen weiteren Mercedes AMG, einen Black Falcon. Mit Lukas Stolz auf Position 10 liegend. Vier Mercedes AMG unter den ersten 10. Und ein weiterer Gast, der sich hier nähert. Danny Kubasik ist hier. Setz dich bitte, Danny. Schön, dass du da bist. Ich mache mal dein Mikro an. Am frühen Morgen, hi. Morgen. Danke für den Besuch, super gut. Wie geht's dir? Gut durch die Nacht gekommen? Ja, doch. Wir hatten einen kleinen Zwischenschwall mit dem Cayman. Bei einer Überrundung übersehen worden. Haben damit knapp 2 Runden verloren, aber sonst läuft jetzt wie am Schnürchen und mit unserem Nissan auch. Wir verfolgen ja euer Geschehen. Wir haben ja sozusagen den Embedded-Reporter bei euch untergebracht, der Felix Koda. Der ist da an eurem Vorderrad zugange. Wie bewertest du seine Arbeit? Ist er möglicherweise schuld an irgendwas? Nein, nein. Der macht echt einen guten Job. Hat sich auch wirklich seit Donnerstag und Mittwoch schon vorbereitet, beim Quali-Rennen schon vorbereitet. Der nimmt das schon sehr ernst. Muss er auch. Und absolut top. Wirklich. Gute Hilfe, guter Praktikant.
Sehr guter Praktikant, das hört er bestimmt gerne. Ja, Danny, ganz kurz zu dir. Viele kennen dich wahrscheinlich unter dem Fahrernamen Dieter Schmidtmann. Wie ist dein Programm hier am Nürburgring? Ja, bis zum 24-Stunden-Rennen, wie gesagt, machen wir das Support-Team von dem Condo Racing mit dem Nissan GT-R und setzen den Kunden, unseren Kunden Cayman in der V5 ein, Porsche Cayman. Und alle fragen sich natürlich, warum fährst du nicht selber, Mensch? Du gehörst doch hier auf die Nordschleife. Ja, das ist auch das erste Mal seit 9 Jahren, dass ich nicht am 24-Stunden-Rennen als Fahrer teilnehme. Aber durch diesen Support von dem Nissan-Projekt und dem Konto-Projekt war es mir nicht möglich, dann selber zu fahren, sondern ich bin dort technischer Betreuer, technischer Leiter. Und dann hat sowas auch Vorrang. Sozusagen Dienstleister für das große Projekt. Genau. Ist wahrscheinlich sehr aufwendig. Viele Stunden gehen da weg. Erzähl mal ein bisschen was aus deinem Alltag. Gut, für uns definitiv ist schon was anderes. Es ist viel größer, viel mehr alles. Viel mehr Leute, viel mehr Organisation, viel mehr Administration. Ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Die Jungs kommen jedes Mal aus Japan wieder, sind bei uns eingemietet zwischen den Rennen. Das Auto steht also seit einer Woche seit Formel 1 bei uns. Ja, man muss da schon, obwohl es auch ein GT3-Fahrzeug ist, was wir auch jetzt seit 3 Jahren machen, hat das schon deutlich mehr an Aufwand für uns zu bedeuten, weil wir einfach auch viel mehr koordinieren müssen. Ja. Ganz kurz nur einen Blick hinter die Kulissen. Aus deiner Sicht, das ist ein Blick hinter unsere Kulissen. Wir sehen, unsere Regie-Crew, die wechselt jetzt auch. Okay. Haben sich auch ihren Kaffee verdient. Charlie, mach's gut, und Marco Gerhard übernimmt unsere Regisseurin Gabi und die Leiterin der Sendung, die Kerstin, die übernimmt auch da ihren Posten. Ja, die Jungs haben sich auch eine Pause verdient und es geht auch gleich weiter mit der nächsten Schicht. Ja, Danny, alle wissen natürlich und alle Fans kennen das über Jahre, deinen tollen Prototyp, den du hier immer an den Start gebracht hast. Wie sieht's damit aus? Ja, wir haben 2017 und 2018 sind wir mit dem Renault RS01 gestartet, als SPX-Version an GT3 angelehnt. Es waren coole 2 Jahre, wir konnten da viel lernen, aber das war für uns irgendwann unstemmbar. Weder Sponsoren noch Renault konnte uns da weiterhelfen, und als kleines Team so ein Projekt weiterzuführen mit der Ambition, auch wirklich motorsportlich hier das Maximale rauszuholen, war das unmöglich für uns. Deswegen mussten wir uns leider von dem Fahrzeug trennen. Steht zwar noch bei uns im Showroom, aber Einsätze, das war einfach sehr sinnfrei, sage ich mal, mit unseren Möglichkeiten. Aber natürlich ein Riesenspaßprojekt auf jeden Fall. Und viele Fans, wie gesagt, hast du damit erreicht. Jetzt aktuell mit einem Cayman unterwegs, Position 79 seid ihr im Rennen. Das ist reiner Kundensport an. Ne? Das ist reiner Kundensport. Das Fahrzeug gehört unserem japanischen McChip DKR Stützpunkt. Und das ist ein reines Kundenprojekt. Das Fahrzeug setzen wir ein, also auch als Dienstleister. Und ja, lagen auf P1 und sind dann leider, ich glaube, sogar mit dem Klickenhaus zusammengestoßen. Das war der Crash. Ich glaube, in eurer Klasse jetzt aktuell Vierter. Ja, wir sind, ich meine 33 Minuten hat uns, haben wir inklusive der Runde halt, haben wir da gebraucht für eine Runde in dem Sinne. Und deswegen sind wir jetzt, glaube ich, zum 2 Runden Rückstand auf dem P1 unterwegs. Aber greifen an. Also ich glaube, wir fahren aktuell immer mit die schnellsten Zeiten in der Klasse. Und ihr habt natürlich einen Top-Mann am Reifenwechsel logischerweise dabei. Am Reifenwechsel, und auch wenn kein Reifenwechsel stattfindet, weil in der Klasse kannst du auch mal mit 9 Reifen einen Doppelstint fahren, macht er die Scheibe sehr, sehr gut sauber. Ich glaube, Jakob ist so ist direkt in der Nähe von deinem Team sogar. Jakob, bitte. Ja, wir sind hier und der Felix steht neben mir. Felix, ganz schnelle Frage, bevor es losgeht. Wie geht's dir? Mir geht's überraschend gut. Ich bin fitter, als ich gedacht habe, obwohl es noch lange Zeit ist. Jetzt Boxenstopp, wieder eine Nummer mehr, diesmal mit Schlagschrauber. Ja, da wollen wir mal nicht stören. Wir beobachten das jetzt alles mal ganz schön aus der Entfernung. Wir ziehen uns hier zurück und schauen ihm einfach mal über die Schulter, wie er das macht. Er hat ja gerade angekündigt, er macht es zum ersten Mal selbst mit Schlagschrauber. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Wir schauen mal und hören einfach vielleicht mal ein bisschen rein. Kommt der neue Reifen.
aufgehängt ist er schon mal. Jetzt müssen natürlich noch, ja, da kriegt er noch mal Unterstützung. Aber zieht selbst fest. Da kommt der Blick noch mal. Also mein lieber Mann, das sieht für mich fantastisch aus, aber ich bin ja selbst ein Laie. Also von dem her, ich finde das schon mal ganz große Klasse, aber der Teamchef, der Danny, wird das bestimmt gleich besser einschätzen können. Und schon ist er weg, wenn ich sehe, die anderen hinten sind noch nicht weg. Also Felix, Felix, kannst du vielleicht schon mal rauskommen oder bist du noch im Stress? Ja, wir wollen nicht stören, aber wenn ich das sehe, vorne links war ganz schön schnell, hinten links war nicht so schnell. Ist das so? Ja, wunderbar. Dann ist der Musti auch zufrieden mit mir. Geht ja bei uns immer darum, von uns vier der Erste zu sein. Das ist sein Anspruch, damit ist das auch mein Anspruch. Und so viel wie jetzt habe ich noch nie gemacht. Ich habe es jetzt immer noch nicht ganz allein gemacht, aber wir haben, glaube ich, noch 6 Radwechsel. Und ich glaube, wenn wir so lange drin bleiben, dann packe ich das heute noch. Also ich fand, das sah schon mal großartig aus. Und jetzt sehen wir, dass nicht nur über dem Ring die Sonne aufgeht, sondern auch auf dem Ring. Denn die Lina ist da und der Felix ist da. Also schöner geht's doch nicht. Aber bevor ich dann wirklich an dich übergebe, wollen wir natürlich den Danny hören. Wie hat sich der Felix denn geschlagen? Wir fragen mal Roland in der Kabine. Ja, ich gebe die Frage direkt weiter an den Teamchef. Wie ist die Einschätzung? Er macht wirklich gut. Also wir haben auch von vornherein gesagt, wenn, machen wir das vernünftig. Er hat sich beim Quali-Rennen schon wirklich mit komplett eingebracht, hat da zig Boxenstopp-Trainings trocken geübt, das Auto in der Auto in den Pit. Und der Musti, der nimmt sich dem auch wirklich an und das funktioniert. Und der Musti hat auch die Hand drüber, aber wirklich, der Felix, der macht das wirklich und ist auch seit der ersten Minute dabei bei dem Rennen. War Mittwoch schon da, Donnerstag schon da und schon wirklich... Ist echt okay. Also und ich muss auch sagen, er hat sich auch wirklich richtig vorbereitet. Ich habe das ja mitbekommen. Der war da wirklich hinter und der ist ja auch körperlich fit. Das muss man auch sagen, das muss man auch sein. Also Hut ab für den Felix. Das war wirklich eine 1A-Leistung. Wir haben jetzt übrigens den Ferrari gesehen. Der hatte eben einen leichten Crash. Das scheint irgendwas kaputt zu sein. Die Berührung mit dem KTM Expo. Und jetzt sehen wir den Führenden, der kommt in die Box. Der Mantai fährt ein sauberes Rennen. Wie hast du es verfolgt bisher? Ja, viele Favoriten sterben, viele Unfälle. Wahnsinn, was da abging in der Nacht. Ölspur und. Ja, es sind viele, viele schnelle Autos sind draußen, aber die, die noch drin sind, die machen viel richtig. Haben wahrscheinlich auch das ein oder andere Glück dabei gehabt. Wir auch mit unserem Nissan. Wir hatten auch 2, 3 kurze, brenzlige Situationen in der Nacht, aber toi, 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 bis jetzt ist alles gut gegangen. Aber klar, Mantai vorne, die wissen eh, wie es funktioniert. Aber du musstest halt wirklich auch in der Nacht echt Glück haben. Da war teilweise Öl und Kühlflüssigkeit und dann machst du einfach nichts. Sieht man ja auch an der Nummer 1. Ne, die ist ja auch beim Überrunden beim Cayman abgeschossen worden. Das passiert den Besten, ne? Ja. Und ein unfassbares Drama. BMW, die kommen hier mit viel Power an. Bringen hier 6 GT3 Fahrzeuge an den Start. Du weißt, was das bedeutet, was das vor allen Dingen auch für einen Aufwand ist. Natürlich für so ein Werk noch ein anderer Aufwand, aber verlieren 5 ihrer Top-Autos. Kann man das überhaupt nachvollziehen? Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist eine komplette Katastrophe. Ich habe in der Startausstellung noch mit 2 Fahrern auf dem Walkenhaus BMW gesprochen und waren eh schon sehr frustriert, weil es gab jetzt, glaube ich, 2-mal eine BOP-Anpassung und sagten, sie müssten eh 110% fahren, damit sie überhaupt klarkommen. Ja, und dann den letzten haben sie ja dann, ich glaube, einer ist noch drin, ne? Einer ist noch drin, der Falken. Der Falken ist noch drin, aber gut. Der Pro Walkenhorst, der da auch dem, ich glaube, war Öl oder irgendwas zum Opfer gefallen ist, machst einfach nichts. Ne? Du bist die ganze Zeit bei 105% oder 110%, die ersten 20 Fahrzeuge hier. Pech. Waren alle am Limit. Ne? Also ich habe auch mit ein paar Fahrern gesprochen. Der Markus Winkelock sagte mir, du hast hier gar keine Zeit zum Durchschnaufen. Das ist ein 24-Stunden-Sprintrennen. Jeder ist hier in seinem Stint wirklich am Limit und man muss es auch liefern, damit man hier mithalten kann. Und dann passieren auch Fehler und dann ist auch das Schicksal oftmals dabei. Wir sehen übrigens, der 33er Falken BMW ist auf Position 12. Jens Klingmann da gerade am Steuer und jetzt wird hier gerade einmal feucht durchgewischt beim Führen. Was wird da jetzt gerade gemacht? Die haben Reifenwechsel gemacht, getankt, Fahrerwechsel. Ganz normaler Pitstop. Also
Und ich meine, das ist halt bei denen, wenn du mal die Ausfahrtszeiten siehst, wie professionell und wie die auf den Punkt auch immer den Pitstop treffen, wenn du da an so einem 24-Stunden-Rennen 18, 19 Pitstop machst und jedes Mal 3-4 Sekunden gewinnst gegen andere GT3-Fahrzeuge. Ne? Das ist natürlich auch richtig hohe Kunst und da muss halt alles passen. Du musst Glück auf der Strecke haben, du musst die schnellen Fahrer haben und natürlich auch solche Sachen müssen halt perfekt passen. Der zweitplatzierte Fricadelli Porsche ist auch in der Box, jetzt gerade auch mit Fahrerwechsel und da fährt der Mantai wieder raus. Da müssen wir dann mal bei der Zeitnahme schauen, wie viel Vorsprung er noch hat. Es war etwa 2,30 vor dem Zweitplatzierten, bis die sich wieder einsortiert haben. Ja, es ist ein unfassbarer Aufwand. Man hört es unschwer an deiner Klangfärbung. Du kommst aus der Eifel, bist, glaube ich, aus Mechernich, hier ist gar nicht so weit weg. Ja, wie viel Enthusiasmus muss man hier mit hinbringen, wenn man über Nordschleife Nürburgring redet? Du musst eigentlich total einen Pfeil im Kopf haben. Das ist schon ein Riesenaufwand, was dahinter steckt. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was ist dein Ziel? Möchtest du einfach nur Spaß haben und ein bisschen Motorsport betreiben? In der VLN ist es aber mittlerweile so professionell, auch im Kundensport. Du musst da wirklich ein vernünftiges Produkt haben, du musst ein vernünftiges Team haben, du musst die vernünftige Einstellung haben. Wenn du natürlich dann auch über GT3-Fahrzeuge sprichst und da irgendwo Ambitionen hast, klar, wir sind auch nur ein Amateurteam mit unserem Lamborghini, aber wir versuchen da auch das Bestmögliche rauszuholen und wir kommen jetzt hier nicht hin, um irgendwie ein bisschen über die Nordschleife zu fahren. Und das ist ein Riesenaufwand. Das ist ein Riesenaufwand und da musst du einfach auch die Motivation haben, auch wenn es mal Rückschläge gibt, die wir auch oft genug hatten. Und es ist auch eine Kostenfrage. Man muss natürlich unfassbar viel Einsatz hier leisten, finanziellen Einsatz. Wie macht man das? Wie stemmt man das als kleines Team? Ja, versuchst halt mit Sponsoren, mit Partnern, mit Reifenpartnern zu arbeiten und irgendwo immer hoffst du, dass es irgendwo einer sieht, der sagt, oh, die machen aber einen guten Job und da kann ich mich mit identifizieren. Aber im GT, das ist, also für uns als kleines Team wäre der Aufwand noch nicht mal ansatzweise möglich, wie das jetzt ein Mantai kann oder die Audi-Werks-Support-Teams und. Deswegen, da fehlt es auch immer am Letzten, dass man da irgendwo konkurrenzfähig werden könnte. Die haben perfekte Fahrer, die haben alles perfekt, perfekt, perfekt und wir versuchen irgendwo zu überleben. Alter. Und ja, du brauchst halt auch, wie gesagt, das war auch der Grund, warum wir auf den Lamborghini gewechselt sind. Der ist definitiv deutlich attraktiver, auch für Sponsoren. Beim Renault haben viele Fans, und auch nochmal vielen Dank dafür, haben immer gesagt, super, super Projekt, wir finden das total klasse. Aber du hast halt nirgendwo irgendwelche Partner oder Sponsoren gefunden, weil es war am Ende des Tages dann immer nur ein Renault. Und beim Lamborghini, selbst obwohl wir jetzt noch wir sind ein Rennen gefahren, was wegen Schneechaos abgebrochen worden ist, sind wir schon deutlich weiter, was Sponsoring und Partner angeht. Partner ist das Stichwort. Wir gehen mal ganz kurz runter zu Anna. Die steht da vor einem Reifenzelt, sehe ich. Richtig, Roland. Ich stehe hier vor Falken und hier sehen wir, was mit so einem Reifen passiert, wenn man einige Runden damit gefahren ist. Graining, das ist nicht gut. Da muss ein neuer Reifen drauf. Und was wird mit den alten gemacht? Hier, da sieht man nämlich, das sind diese berühmten Gummiwurzeln, von denen unser Kollege Christian Danner immer spricht, die auf der Strecke liegen. So, ich zeige jetzt mal, was damit gemacht wird. Denn der Reifen ist jetzt schon ab von der Felge. Aber normalerweise werden die hier angeliefert, die Reifen mit Felge. Da kommt dann so ein Sackwagen, da sind 4 Reifen drauf, auf der Felge noch. Und einmal zu Falken, bitte neu aufziehen. Dann werden die hier in dieser Maschine gewaschen erstmal. Und dann werden die hier rübergetragen. Ich glaube, der Kollege macht das jetzt auch gerade. Genau, wunderbar. Dann werden die hier rübergetragen. Hier haben wir ein Gerät, was den Reifen von der Felge abdrückt. Das passiert gleich. Und zwar jetzt, genau. Der drückt, das ist relativ laut, drückt den Reifen von der Felge ab. Dann wird der abgezogen. Können wir hier gerade schauen. Der ist jetzt schon abgezogen. Und dann kommt ein neuer drauf. Der hier, sehen wir, hat kein Graining, ist ganz glatt und wird auf die gleiche Felge draufgezogen. Also neues Gummi auf alte Felge. Hier vorne, gehen wir mal weiter, wird er dann noch aufgepumpt. Das sehen wir jetzt gerade nicht, weil hier gerade kein Reifen aufgepumpt wird. Der hier ist schon aufgepumpt, bekommt dann noch Aufkleber. Hast du mal einen Aufkleber? Du hast doch gerade hier einen draufgeklebt, oder? Mal schauen, ob der Kollege das kurz machen kann.
Man muss ja auch sehen, von welchem Hersteller der Reifen ist. Hier werden ungefähr 250 Reifen in der Nacht neu aufgezogen. Falken macht das natürlich für die Falken-Teams, aber auch für Subaru als Kundenteam. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt, Vorführeffekt, kein Problem. Hier werden die dann noch gewuchtet. Ja, und dann haben wir 9 Reifen auf alter Felge. So funktioniert das, Roland. Danke, Anna. Toller Einblick. Danny Kubasik, das schwarze Gold, sagt ihr. Ne? So ein Reifensatz, das ist schon eine Wertanlage. Ne? Da fängt es dann auch an. Das geht ja von Sprittanken über die Reifen. Das sind Kosten, die fressen einen auf als kleines Team. Ja? Im GT3-Bereich ist das definitiv. Du hast einmal die Laufkosten von so einem GT3-Fahrzeug, die immens sind pro Stunde, weil du halt also Laufzeiten hast. Das ist halt High-End. Das ist alles auf maximale ausgelegt, auf maximale Pace. Da hast du dann teilweise Sachen, die nach 30 Fahrstunden schon wieder gewechselt werden müssen. Und natürlich Reifen. Du brauchst an einem vernünftigen, an einem normalen VLN-Wochenende brauchst du schon, wir als Amateurteam brauchen schon 7 Satz Reifen. Und das sind natürlich immense Kosten. Und, ja. So ein Satz Reifen, 1.600, 2.000 Euro roundabout? Roundabout, genau. Das kommt drauf an. Ich glaube, zwischen 1.500 und 2.000 Euro, je nach Reifenhersteller. Ja. Und kann man sich ja schnell ausrechnen, was da alleine an Reifen da an finanziellen Aufwand steht. Wie gesagt, beim Renault hatten wir damals einen Reifensponsoring-Deal. Da kann man natürlich dann auch ganz anders agieren, wenn man Reifen bekommt und sich das dann auch aussuchen kann und, aber ja, klar. Und natürlich Versicherung als kleines Privatteam wie wir müssen solche Autos versichern. Allein die Police von so einem Fahrzeug für so ein 24-Stunden-Rennen, da kann man sich einen Kleinwagen für kaufen. Also, aber es kommt halt vieles zusammen. Ne? Du brauchst ein vernünftiges Team, du brauchst vernünftige Ingenieure, wenn du hier mitfahren willst. Das ist halt sehr, sehr schwierig, das im breiten Sportsektor oder sowas versuchen zu umzusetzen. Das schaffst du halt nicht. Das heißt, man spricht da schon von etwa 50.000 bis 70.000 Euro für so einen Einsatz hier im Nürburgring mit einem kleinen Team. Am 24-Stunden-Rennen? Hm? 24-Stunden-Rennen? Ja. GT3-Auto? Nee, mit einem kleinen Team. GT3 sind wir natürlich. Also so ein Cayman zum Beispiel bist du knapp bei 45.000, 50.000 Euro fürs ganze Wochenende, wo du jetzt natürlich dann das durch Fahrer teilen kannst. Du kannst bis zu 4 Fahrer bekommst du oder kannst du nennen und ja. Und GT3, da kann man sich schon ein Familienhaus verkaufen wahrscheinlich. Ja, also wir zum Beispiel als GT3-Auto brauchen um die 200.000 Euro für so ein 24-Stunden-Rennen hier. Das ist aber als kleines Team. Als kleines Team. Beim Werksteam bist du da schon donnerstags abends, musst du da schon nachlegen. Und dann hast du noch keinen Kaffee ausgeschenkt und noch keine Würstchen gegessen. Genau. Und ja, gut, okay, das sind natürlich atemberaubende Zahlen, die wir hier hören. Jetzt haben wir den kleinen Kontakt gehabt mit dem kleinen BMW und dem Aston. Ja, ich glaube, wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder hier, werden wir noch ganz kurz den Mantai aus der Luft sehen. Am Nürburgring. Es ist hell geworden inzwischen. Wir sehen wunderbar die Heli-Perspektive von Nürburgring, von der Grand Prix-Strecke. Und bei mir ist immer noch Danny Kubasik. Und wir müssen noch eins auflösen. Wir haben ja eben den Beitrag gehört, auch Morizo. Das müssen wir noch klären. Morizo ist der Künstlername bzw. der Kunstname vom Toyota-Chef. Akio Toyoda fährt hier auch mit und nennt sich Morizo. Und Künstlername, da bringe ich jetzt direkt, da schlage ich die Brücke zu. Danny Kubasik, man kennt dich unter Dieter Schmidtmann. Erklär uns mal ganz kurz. Also Dieter Schmidtmann, genau. So habe ich schon in meinem ersten Jahr, wo ich hier meine Rennlizenz beantragt habe, habe ich unter Dieter Schmidtmann bin ich gestartet. Und zwar ist das eine ganz einfache Sache. Und zwar habe ich früher, wenn man mal früher feiern war oder wenn man mal früher raus war, so mit Anfang 20, um nicht unbedingt wissen, jeder wissen sollte, wie wirklich der Name ist, haben wir aus Spaß irgendwann gesagt, ich heiße Dieter Schmidtmann. Und das war meistens aber immer auf irgendwelchen Partys. Und als ich dann gesagt habe, du, ich fahre mein erstes Rennen, meinten meine Jungs, ja, das kannst du aber doch nicht unter deinem richtigen Namen machen. Das musst du unter deinem Partynamen machen. Und so ist das dann irgendwann 2009 oder 2008 habe ich die Lizenz bekommen und dann habe ich das nie wieder geändert.
und seitdem auch bei VLN und so weiter als Dieter Schmidtmann unterwegs. Viele Fans, die tatsächlich hier euch supporten immer wieder und die jetzt wahrscheinlich auch gar nicht wussten, wie du richtig heißt. Das ist jetzt Licht ins Dunkel gespült worden. Wir sind beim zweitplatzierten Christian Hohnadel, der Mercedes AMG, verfolgt hier den Porsche mit Kevin Elster, der ist jetzt wieder am Steuer. 2 Minuten 37 Vorsprung der Mantai Porsche. Und dann der nächste Porsche, Jaminet von Fricadelli. Die Position 2 bis 7 sind alle innerhalb einer Minute. Was sagt das aus einem rennsporterfahrenen Teamchef? Das ist die nächsten 9 Stunden, die werden spannend. Das ist definitiv. Das sind auch alles Teams, wo ich hier Porsche, Mercedes sind alles werksunterstützt oder Werksteams. Die wissen alle, was sie tun. Das sind alles Top-Fahrer. Da muss nur einer mal, ein Problem kriegen oder im Verkehr stecken bleiben oder eine doofe Code 60 erwischen. Und dann ist das ganz schnell, ist der Sechste auf einmal wieder Erster. Also das ist schon auf 9 Stunden gesehen, ist das sehr, sehr interessant. Wir werfen immer so einen Blick auf die Audi-Jungs. Die fahren so ein bisschen hinter der Musik, haben wir fast gedacht. Und jetzt haben wir plötzlich 3 Audis unter den ersten 10. Pierre Kaffer, Christopher Mies, Marcel Fester sind alles Jungs, die schon richtig große Rennen gewonnen haben. Fester 3-mal Le Mans. Glaubst du, die Audi, die haben hier hinten raus noch richtig Power? Definitiv. Aber das wird nicht nur Audi sein, die sie Power haben. Ich meine, mit 3 Autos da auf Position 3, 4 und 5, ne? Also, nee. 4, 5 und 7. Ja, also ich denke, die Jungs wissen alle, wie das funktioniert, auch nach einem 24-Stunden-Rennen oder nach 22 Stunden Fahrzeit. Wenn ich so sehe, die haben alle 13 Pitstops und alle in der ersten oder zweiten Runde. Das heißt, das ist auch bereinigt. Mhm. Pitstop bereinigt bis. Ja, das ist definitiv eine enge Kiste. Ja. Das ist jetzt das reale Standing sozusagen. Also wir haben jetzt wirklich hier eingeordnet. Wir sehen es unten durchlaufen, ja. Aber wir haben es ja gesehen, das kann so schnell, hast du ein Problem, bist mit irgendeinem langsamen kollidiert, die Fahrer werden alle müde, gerade auch die Amateurfahrer, die jetzt dann in die Endphase gehen, die nicht, sag ich mal, voll durchtrainiert sind oder, ich sag mal, Motorsportprofi sind. Und das hat auch dann sehr, sehr viel mit Glück zu tun, weil die Jungs, das ist ein Sprintrennen, das bleibt ein Sprintrennen bei den Ersten da vorne. Und du musst halt wirklich auch das passende Glück dazu haben. Und man muss wirklich topfit sein. Also das ist tatsächlich ein Hochleistungssport. Wenn wir zum Beispiel jetzt so einen Marcel Fessler sehen, haben wir gerade angesprochen, während wir hier den Ausritt sehen vom AMG Mercedes. Von Fabi Schiller. Fabi Schiller. Ja, vielleicht gibt's dann kurzer Ausritt. Wagen auf der Position 20 liegend, der Mercedes AMG. Ja, ich habe Marcel Fessler angesprochen, letzte Woche noch in Le Mans gefahren. Jetzt wieder 48 Stunden Le Nürburgring, habe ich es eben genannt. Also innerhalb von einer Woche 24 Stunden zweimal zu fahren. Da gehört schon echt körperliche Fitness zu, für alle Beteiligten. Definitiv. Also die Jungs sind Profis, die leben für den Motorsport. Ich sehe das ja auch bei unseren. Oh. Da haben wir einen kurzen Ausdruck. Sah aus wie ein Ferrari. Oder war es eben Fabian Schiller? Oder das ist aus wie ein Ferrari. Da hat es gecrashed, da steht ein. Ach nee, das ist dann der zweite von Küpper. Den ersten haben sie ganz früh verloren. Oh je. Bei uns in der Box, deswegen. Ah, okay. Das sah aus wie ein Wochenspiegelegg oder dieser Ginette. Es gibt noch so ein Ginetta. Ginetta gibt es auch noch, ja. Müssen wir noch mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch eine Zeitlupe. Ja, es ist jetzt. Live Position 2 und 3. Jaminet jagt hier den Christian Hohnadel. Sehen wir vielleicht gleich noch. Wir schauen mal, ob es irgendwo einen Code 60 gibt. Das war auf jeden Fall im Hatzenbach. Hatzenbach, ja. Beim Hatzenbach. Also da widmen wir uns auch mal wieder der Führungsgruppe. Wie bereitet man sich vor auf so ein 24-Stunden-Rennen? Wie kann man das überhaupt trainieren? Also du, also ich glaube als Profi, die Jungs sind vorbereitet, weil die machen wie gesagt nichts anderes. Und
wir als motivierte Amateure versuchen uns auch neben dem, müssen dann natürlich auch unserer Arbeit nachgehen und haben andere Verpflichtungen, versuchen natürlich auch uns körperlich irgendwo fit zu halten. Das ist definitiv nicht zu unterschätzen, wenn du den Anspruch hast, in so einem GT3-Auto hier irgendwo Motorsport zu betreiben. Also ich versuche ein bisschen zu joggen, ein bisschen ins Fitnessstudio zu gehen. Aber das hat halt bei uns oder bei mir oder bei vielen anderen wahrscheinlich auch, kann es keine Priorität haben, weil es einfach andere wichtige Sachen gibt, die da einfach dann immer definitiv eine andere Prio haben. Aber ich sag mal, komplett als unsportlicher oder Nicht-Sportler GT3-Rennen zu fahren, ist in der heutigen, also in der VLN, brauchst du das gar nicht versuchen. Also das, selbst schon im V5 Cayman haben wir schon Fahrer gehabt, die gesagt haben, ach, ist ja nur ein Cayman. Und nach 4 Runden mussten sie sich übergeben und waren komplett fertig mit der Welt. Also das passiert auch den Profis. Wir haben eben gehört, Nico Bastian, einer der Profifahrer im AMG, dem wurde auch schlecht, der musste sich im Auto übergeben. Also dem wünschen wir natürlich gute Besserung. Wir wissen jetzt auch nichts Näheres, aber das war eben Thema. Der sollte nämlich eben beim Peter Reichert Gast sein. Jetzt sehen wir hier, der Porsche hat sich rangesaugt an den Christian Honade. Jetzt sehen wir wahrscheinlich gleich die Attacke auf der Döttinger Höhe. Wir haben es schon mehrfach heute gesehen, dass der Mercedes irgendwie im Topspeed ein bisschen Probleme hatte gegen den Porsche. Da gab es ein paar Überholmanöver, der konnte sich ransaugen und sich danach auch absetzen. Womit könnte das zusammenhängen? Ich meine, der Mercedes hat ja eigentlich ganz gut performt, vor allen Dingen auch im Qualifying gestern. Und beide haben, glaube ich, Gewicht dazu. Der Porsche hat 20 Kilo, glaube ich, bekommen. Und der Mercedes, glaube ich, auch 10 Kilo drauf bekommen. Ja. Also gut, im Windschatten ist das immer. Im Windschatten kannst du eigentlich, jedes GT3-Auto kann jeden anderen GT3 im Windschatten, wenn es perfekt passt, kannst du ihn überholen. Das haben wir auch ein paar Mal heute hier gesehen. Natürlich haben, es gibt ein, zwei Modelle, so wie der Klickenhaus, so wie ich das gesehen habe, haben einen deutlichen Vorteil auf der Döttinger Höhe, auch ohne Windschatten, aber die Flunder, ne? Ja. Jetzt legt er sich den hier zurecht. Was glaubst du, wann kommt die finale Attacke da? Der Jaminet hängt dem quasi schon im Heck. Eine Menge Psychospielchen wahrscheinlich jetzt auch dabei. Ja, das ist, aber das sind auch beides Profis und ich weiß ja auch von unseren Jungs, wenn no, das ist ja ganz schön eng jetzt. Ja. Boah. Noch den überrundeten Toyota jetzt da. Also ich glaube, er hat schon versucht, jetzt auf der Grand Prix-Strecke zu überholen. Das ist definitiv die sicherere Variante. Und auf der Nordschleife zu überholen, ist schwierig. Sehr schwierig. Die Autos sind schon sehr ähnlich. Da ist jetzt nicht irgendwo, dass du sagen kannst, der Porsche hat da so viel Vorteil auf der Nordschleife, dass du da rechts oder links einfach vorbeifahren kannst. Und wie da gesagt, ist doppelgelb, jetzt 120. Das ist ja der Unfall mit dem Küpper gewesen. Genau. Ne? Mit dem Küpper-Auto. Hofer-Auto. Hofer-Race. Ja, genau. Und dann beim Rausbeschleunigen, ist das möglicherweise ein Punkt, wo der Porsche attackieren oder sehen wir? Ja, das zu schnell. Haben wir heute Nacht, habe ich das gesehen, der Audi, glaube ich, einen Getspeed-Porsche auch überrascht. Natürlich, wenn du da eine halbe Sekunde früher auf dem Gas bist und nicht zu früh auf dem Gas bist, kannst du natürlich den einen oder anderen GT3 überholen, aber hier siehst du, das hat dem Mercedes jetzt ein bisschen was gebracht. Also es konnte sich ein bisschen wieder absetzen. Klar, also wenn du gerade in der Code 60 oder in der Doppelgelb, das ist immer ganz heikel und blöd ist immer nur, wenn du zu früh auf dem Gas bist und dadurch ein Penalty kriegst, dann hat sich das alles nicht gelohnt, deswegen haben wir auch unseren Fahrern gesagt, immer sehr konservativ bleiben und lieber eine Sekunde verlieren, anstatt extra in die Box zu müssen. Von dem tollen Zweikampf gehen wir mal ganz kurz runter zu Lina in der Box. Lina, du hast uns was zu zeigen und zu erzählen, ja? Ja, eigentlich hatte ich hier auf den großen Fahrergewechsel gewartet, Team 81, Gustav Engeljähriger, der Held im Rollstuhl, hatte gerade seine letzte Runde und Christian Dietze wäre eigentlich eingestiegen. Aber jetzt haben wir gerade gehört, im Hatzenbach gab es einen Einschlag, Auto kommt erstmal nicht. Christian, A, geht's Gustav gut? B, kannst du trotzdem noch weiterfahren oder müsst du jetzt erstmal warten, was beim Auto ist? Ja, also das Wichtigste ist, Gustav geht's gut. Der hat schon munter gefunkt, also da ist anscheinend nicht viel passiert. Problematisch ist natürlich immer, dass er schnell aus dem Auto raus kann, wenn gerade mal keine Helfer da sind. Grundsätzlich kann er das auch alleine, aber in manchen Situationen ist das bestimmt nicht ganz so lustig. Ja, aber schickt ihr dann sofort jemanden los mit dem Rollstuhl, um ihn unten abzuholen? Ja, die sind schon unterwegs. Wie ist das für dich, in das Auto einzusteigen? Ich habe das jetzt von innen noch nicht gesehen. Fährst du dann auch mit seiner Technik oder habt ihr beide Techniken innen drin behalten?
Ja, also das Auto ist leicht modifiziert. Wir haben auf der rechten Seite einen Gas- und Brems- und Schalthebel, den Gustav sozusagen das Auto komplett steuert mit der rechten Hand und lenkt mit der linken Hand. Ich habe das noch nie ausprobiert, weil ich glaube, ich würde dann sofort irgendwo abfliegen. Also ich traue mich nicht wirklich, das anzufassen, das Teil. Ansonsten fährt das Auto ganz normal. Ja, man kann es fahren wie jedes andere Auto auch. Wir sehen uns das mal an, weil Dirk Adorf, der hat sich reingesetzt und hat es mal ausprobiert. Von außen ist es nur ein Aufkleber, der erahnen lässt, dass dieses Auto und sein Fahrer speziell sind. Moin, moin. Wir bauen gerade ein bisschen um Top Secret, was ihr seht. Wir bauen hier Lachgaseinspritzung ein. Okay, das ist ganz offensichtlich gelogen. Zeit, das Geheimnis wirklich zu lüften. Gustav Engeljähringer ist 48 Jahre alt, kommt aus Österreich und ging letztes Jahr in die Geschichtsbücher ein. Als erster Rollstuhlfahrer beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Möglich durch ein Geheimnis im Inneren seines Wagens. Gas gebe ich mit dem Hebel, indem ich den nach rechts drehe. Das ist verbunden mit einem Gestänge direkt ans Gaspedal. Und die Bremse betätige ich, indem ich das Ganze nach vorne schiebe. So einfach ist es. Na, wenn es so einfach ist, muss es für unseren Kommentator Dirk Adorf mit knapp 30 Jahren Rennerfahrung ja ein Kinderspiel sein, das Auto zu fahren. Zur Sicherheit gibt es trotzdem noch eine winzige Kurzeinführung. Die Kupplungsstange ist hier oben. Das heißt, der linke Arm. Oh Mann. Ja, alles klar. Na, dann kann im Prinzip ja rein gar nichts mehr schiefgehen. Eigentlich fuddel ich ja jetzt schon, weil ich lenke hier in der Box mit dem Knie. Nee, darf ich nicht. Hoppala. So, das heißt, ich muss quasi mit Standgas das Auto immer anrollen, Lenkung korrigieren, hiermit wieder bremsen. Boah, der linke Arm, der tut mir jetzt schon weh. Ich habe mich selten so hilflos gefühlt wie hier. Alter Schwede. Weiter geht's. Okay, Gas geben. Zweite. Dritte Gang, anbremsen. Oh, ich fahre hier wie eine Wurst. Wenn du außen überholt wirst, dann bist du langsam. Gas hoch. Und Gas geben. Jetzt überholen wir den ersten. Komm her. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Na Dirk, wie war's? Ich habe mich, also es ist schon ganz lange her, dass ich mir so verloren vorkam. Ich will dir mal sagen, warum. Gar nicht mal das Fahren, aber während dem Gas geben, bremsen, kuppeln, noch die anderen zu beobachten, in den Spiegel zu gucken. Das ist der Wahnsinn. Ist für mich jetzt Routine. Ich kenne es nicht anders und für dich das erste Mal, aber dafür ist es perfekt gelöst. Ich muss dir eins sagen, dadurch, dass ich jetzt weiß, was du da alles machst und wie schwierig die Sache ist, ist mein Respekt noch mal höher geworden vor dem, was ihr auf der Strecke macht mit dem Auto. Super, danke schön. Wahnsinn. Ja, da braucht man wirklich Feingefühl, aber wahrscheinlich ist es auch eine Frage der Übung. Einfach einsteigen und losfahren, haben wir gerade gesehen, ist nicht. Wir warten jetzt erstmal ab, dass Gustav zurückkommt. Sind gespannt, ob noch mal was reparabel ist. Eine letzte Frage, bist du denn jetzt enttäuscht, dass es nicht weitergeht? Ja, im Prinzip ist es immer ein Wunder, wenn man ganz ohne Unfall durchkommt oder ohne Zwischenfälle. Und insofern, sag mal so, es wird sicherlich weitergehen. Wir werden das Auto hier reinholen und dann reparieren und dann fahren wir noch mal eine Runde. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir behalten die Jungs im Auge. Bis gleich. Ja, tolle Geschichte das mit dem Gustav. Wir erinnern so ein bisschen erinnert das an den Alex Zanardi, der ja mit amputierten Beinen auch noch super Rennen fährt, der das auch unglaublich handelt. Während wir jetzt hier dieses super Duell sehen, die nächste Attacke von Jaminet konnte es wieder abwehren, der Mercedes, aber man sieht, auf der langen Gerade kann der Porsche sich da immer ransaugen. Bei mir ist immer noch Danny Kubasik. Danny, das ist schon jetzt ein packendes Duell hier auf der Strecke gerade, ne? Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass er wird clever genug sein, dass er wirklich versucht, auf der Grand Prix-Strecke, wenn die Attacke zu versuchen,
Aha, siehst du? Jetzt hat er ihn. Ja. Ah, ja. Oh, hei, hei, hei. Jetzt hat er die bessere Linie. Und ich glaube, der Mercedes ist jetzt fast Verkehr. Ja, alles klar. Dann noch der geblockte. Also das ist jetzt der Platztausch auf Position 2. Der Frikadelli Porsche. Jaminet vorbei an Christian Hohennadel. Man wird ja jetzt auch mal sehen, wie sie nach der nächsten Runde zurückkommen, ob er wirklich deutlich schneller fahren kann. Und dann schauen wir nochmal drauf. Den hat er sich schön zurechtgelegt, ne? Ja. Wird ein bisschen weit rausgetragen, der Mercedes da. Ist das ein Fehler vom Hohennadel gewesen? Oder vielleicht auch ein bisschen nervös geworden, weil er die ganze Zeit die Frikadelle im Rückspiegel sieht. Aber hat natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, dass das auf seiner Linie dann ein überrundeter Wagen plötzlich war. Ja, das ist ja hier schon die Überholung ist ja hier schon passiert. Ja. Und da natürlich im nächsten hätte er noch ein Problem bekommen, wäre auf der Linie geblieben. Da glaube ich, den Opel Astra oder sowas war das. Ne? Dann hast du natürlich auch keine Chance, wenn du dann steht natürlich. Kein Platz mehr für einen Konter und dann hatte der die bessere Linie. Also tolles Überholmanöver, schön zurechtgelegt von Jaminet. Und jetzt geht es hier raus auf die Nordschleife. Das sieht aber auch so aus, als wäre er ein Ticken schneller. Ja. Danny, war ein super schöner Stint hier bei dir in der Box. Ich hoffe, nächstes Jahr sehen wir dich wieder auf der Strecke, da wo du hingehörst eigentlich. Ich glaube, da ist auch viel Herzblut bei dir dabei. Alles Gute, toi, toi, toi für deine Jungs, für deine Mannschaft. Wir werden Felix noch ein bisschen beobachten und dein Team natürlich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr schön. Wir werden dann nochmal die nächsten 8 Stunden 44 versuchen, alles sauber zu Ende zu bringen. Alles Gute dafür. Danke. Vielen Dank, war sehr, sehr nett. Danke. Tschüss. Dankeschön. So, jetzt hier auch Tempo beachten und dann geht es wieder los, wieder frei gewunken und es geht wieder ans Rausbeschleunigen. Wir sehen, der Porsche kann sich sofort ein bisschen absetzen, hat gerade wohl den besseren Schlag, Christian Hohennadel, hat Mühe, da hinten dran zu bleiben. Mathieu Jaminet im Frikadellen-Porsche. Richtig gut unterwegs, Doppelführung von Porsche, den führenden Kevin Estram, der ist länger nicht gesehen. Hier haben wir den Land Audi im Infight, gefolgt vom zweiten Frikadellen Porsche. Und da haben wir den führenden Mantai. Kevin Estre ist ja amtierender Weltmeister, Sportwagen-Weltmeister zusammen mit Michael Christensen. Im vergangenen Wochenende in Le Mans haben sie den Titel eingefahren. Das ist ja eine offizielle Weltmeisterschaft seit dem vergangenen Jahr. Und das ist eben Kevin Estre, schon seit Jahren in Porsche-Diensten. Ist ein ganz erfahrener, toller Typ und ein super Rennfahrer. Spricht übrigens fast fließend, würde ich sagen. Na, nicht nur fast, sondern spricht fließend Deutsch. Ist ja mit einer Deutschen verheiratet. Hat einen sehr charmanten französischen Akzent, aber passt natürlich top hier auch auf den Nürburgring. Hat hier auch lange den Rundenrekord gehalten, aufgestellt in einem Qualifying mit 8. Lassen Sie mich nicht lügen. Auf jeden Fall ist er bei 8,18 stand er, glaube ich. Und 8,9 ist er dann geknackt worden von Teamkollegen Laurens Wanto im vergangenen Jahr im Qualifying, im Top 30 Qualifying. Hat jetzt hier ein ganz cleanes Rennen. Seit Stunden führt er 2 Minuten 40 Vorsprung vor dem Markenkollegen Mathieu Jaminet im Frikadelli Porsche. Jetzt geht es hier raus auf die Döttinger Höhe.
ist ja ganz wichtig, dass man vor allen Dingen bei diesen Überrundungen viel Platz hat. Jetzt nutzt er dann auch ein bisschen den Slipstream von dem langsamen Fahrzeug vor sich. Er muss am Limit bleiben. Man wundert sich vielleicht, warum geht er so ein verhältnismäßiges Risiko ein. Aber er muss am Limit fahren, um eben diesen Vorsprung auch zu halten. Ja, die anderen, die geben richtig Gas von hinten. Da kommt der Mathieu Jaminet im Frigadelli Porsche an. Dahinter ist dann der Mercedes Christian Hohnadel im AMG. Dann haben wir den ersten Audi. Pierre Kaffer da am Steuer vom Phoenix Audi. Ernst Moser, der Teamchef, heute noch bei Peter Reichert gewesen in der Nacht. Ja, die haben auch noch ein mächtiges Wort mitzusprechen. Dahinter der nächste Audi, Christopher Mies im Land Audi. Und Marcel Fessler im Car Collection Audi ist auch nicht weit. Bei Christian Hohnadel. Bisschen Traffic, da muss er wirklich gut aufpassen, hier die überrundenden Autos. Kann in Schlagdistanz bleiben. Mathieu Jaminet. Schien ebenso, dass er sich ein bisschen absetzen konnte, aber jetzt hier am Pflanzgarten sehen wir, Christian Hohnadel hat die Lücke halten können, ist auf Schlagdistanz, kann sich möglicherweise dann auf der Döttinger Höhe dann auch des Slipstreams bemühen und ihn dann wieder attackieren, vielleicht sogar rankommen. Ganz entscheidender Punkt, haben wir uns eben erklären lassen, fängt schon am Schwalbenschwanz an, wie man da rauskommt und dann den Galgenkopf anfährt. In dem Bereich sind wir gleich. Hier ist der Schwalbenschwanz und jetzt geht's raus hoch zum Galgenkopf und dann ist es ganz besonders wichtig, die Ausfahrt zu treffen und dann den Schwung mit auf die Döttinger Höhe zu nehmen. Und dann kommt es auf diesen Slipstream, auf diesen Windschatten an und wenn Christian Hohnadel den nutzen kann, kann er sich vielleicht ransaugen. Hier haben wir das Standing, Current Standing, also der Zwischenstand. Also der 911er Porsche mit Kevin Estre auf Position 1, Mathieu Jaminet im Markenkollege im Frikadellen Porsche auf 2, gefolgt von Mercedes Christian Hohnadel. Auf der zweiten Seite sehen Sie ja noch einen Lamborghini und den bestplatzierten, den einzig verbliebenen GT3 BMW. Der Falken BMW ist noch dabei. Da erwarten wir nachher auch noch Jens Klingmann bei uns in der Sprecherkabine. Suchen Sie sich Ihre Favoriten aus, das Gesamtstand. Man ist Martin dabei. Wir sehen Dirk Adorfs BMW M4 GT4 auf Position 33 und wir sehen die Kampfhähne hier um Position 2 und ich sehe, Anna ist auch in Schlagdistanz. Anna, bitte. Roland, ich stehe hier mit René Schmitz und ja, der ist vom Team Frikadelli und da fragt man sich natürlich, hat er was zu tun mit Sabine Schmitz? Hat er, richtig? Ja, richtig, habe ich. Ich bin der Stiefbruder von Sabine. Und du bist hier Mechaniker im Team. Wir haben gerade ein tolles Überholmanöver gesehen. Ja. Mathieu Jaminet macht einen super Job. Mega. Ja. Ihr seid jetzt auf 2. Wie sehr bangt man dann doch, dass alles total gut geht? Absolut. Ist der größte Teamergebnis, was wir hatten. Und Daumen drücken. Rennen ist noch lange, kann noch viel passieren und jetzt erstmal fehlerfrei durchkommen. Ja, es gab ein riesiges Favoritensterben hier. Das ist für euch, das ist eine super Situation, oder?
Ja, ist leider so. Aber that's Racing und wir hoffen, dass wir keine Fehler machen, dass uns nicht so was passiert. Und ja, tut mir leid für die anderen, das ist immer schade, aber ja, ist leider so. Ihr seid jetzt hinter Kevin Estre im 911er Porsche. Wie weit ist der weg? Ist das in Schlagdistanz? Wie gesagt, Rennen ist lang, kann so viel passieren. Kann viel passieren. Also der Sieg ist, sagen wir mal, in Greifweite. Ich drücke weiterhin die Daumen. Bei uns geht es jetzt weiter mit Werbung und dann ganz, ganz viel Renn-Action. Wahrscheinlich auch mit Frikadelli. Und wir sind zurück an der Nordschleife und wir sehen direkt das packende Duell zwischen dem Zweit- und dem Drittplatzierten. Wir sind on board und jetzt sehen wir es aus der Vogelperspektive. Der gelbe Mercedes mit Christian Hohenadel jagt den Frikadellen-Porsche mit Mathieu Jaminet hier am Karussell. Es hat schon die erste Attacke gegeben. Jaminet konnte sich ein bisschen abschütteln, aber Hohenadel wird sich jetzt hier den Jaminet wieder zurechtlegen. Wir erwarten dann wieder den großen Angriff. Beim Rausbeschleunigen möglicherweise auf der Döttinger Höhe. Jetzt hier in diesen engen Kurvengeflechten ist Überholen fast unmöglich, so denn der Vorfahrende keinen Fehler macht. Aber es wird wieder auf diesen Punkt ankommen. Rausbeschleunigen aus dem Galgenkopf, da werden wir jetzt drauf hinfiebern. Der Christian Hohenadel legt sich also quasi jetzt hier den Porsche zurecht. Wir sind sehr gespannt. Ja, der Kampf um die Position 2. Auf 1 ganz weit vorne weg, 2 Minuten 44 Vorsprung. Kevin Estre, der Markenkollege von Jaminet, also eben Mantai. Und das ist aber das Duell. Jetzt gilt es hier, die Überrundungen sauber zu fahren, während wir hier an diesen Fanmassen vorbeifahren. Und Hohenadel hängt ihm schon hinten im Heck. Da ist eine Menge Psycho-Spielchen dabei. Da will man sich schon breit machen, da will man sich zeigen. Dieser breite Mercedes, der will jetzt zeigen. Pass auf, Junge, du kannst hier nicht einfach vorne wegfahren, der Sprung hier am Pflanzgarten. Ich bin hinter dir, ich werde dich kriegen, du darfst keinen Fehler machen. Aber Mathieu Jaminet, der ist natürlich ein unglaublich erfahrener und guter Rennfahrer. Der macht kaum Fehler. Trotzdem, wir sind sehr gespannt. Hier sehen wir, wie eng das ist. Bei der Überrundung des Hyundai, Mann, da ist der Hohenadel aber noch kurz zur Seite gegangen. Das war eine ganz prekäre Situation. Und jetzt nähern wir uns diesem neuralgischen Punkt. Hier das Karussell, das kleine Karussell Schwalbenschwanz. Und jetzt geht's hoch zum Galgenkopf und dann geht's darum, wie komme ich da raus? Eng vorbei an den hohen Curbs und jetzt raus auf die Döttinger Höhe. Da hat Jaminet ein bisschen Luft schaffen können, aber der Slipstream, der greift da auch. Das hat uns in der Nacht Benny Leuchter erklärt. Diese Dirty Air, die kann man vermeiden und man kann sich da schon ransaugen. Wir sind gespannt. Schafft er es? Er schiebt sich ran in den Windschatten. Angespanntes Zuschauen hier in der Box. Aber wir sehen, Mathieu Jaminet hat noch den gewissen Vorsprung, kann sich den Mercedes wirklich vom Hals halten. Ja, wir sehen rechts im Bild, naja, so spannend findet der Kollege das vielleicht nicht. Jetzt wieder überrundete Fahrer hier in der Hohenrhein-Schikane. Er ist wirklich im Heck jetzt und jetzt geht's raus auf die Grand Prix-Strecke. Und jetzt kommt die Attacke. Drei Autos davor. Jaminet macht sich das zu nutzen, kann die als Blocker einsetzen. Jetzt die erste Kurve. Die Tür macht jetzt zu. Den hat er sich wirklich vom Leib gehalten. Aber auf der Grand Prix-Strecke, das haben wir eben gelernt, ist Überholen möglich. Genau an der Stelle hat sich der Porsche eben vorbeigeschoben. Wir sehen, der Mercedes wieder ein bisschen zu weit rausgetrieben. Und das hat der Porsche jetzt genutzt. Jaminet super sich den Markenkollegen da im Cayman zwischen sich und ihn gelegt und dann noch den Aston Martin überholt. Und schon hat er wieder eine kleine Lücke geschaffen. Also das war fahrerisch brillant gelöst von Mathieu Jaminet. Trotzdem Christian Hohenadel immer noch hinten dran. Muss die nächste Gelegenheit suchen, sich hier vorbeizupressen. Sollte dies auch noch auf der Nordschleife bzw. auf der Grand Prix-Strecke tun, denn wenn sie auf der Nordschleife sind, das haben wir gelernt, ist Überholen extrem schwierig.
Ja, da guckt man schon mal genau hin, was macht der Kollege da. Packender Zweikampf hier. Also der Porsche scheint ein bisschen mehr Körner zu haben, wenn es dann wirklich drum geht. In dem Fall auch ein bisschen Glück gehabt mit den überrundeten Fahrzeugen. Jetzt fahren wir hier durch die Vedol-Schikane. Das ist ja die Motorradvariante, die gefahren wird, und raus auf die Nordschleife. Jetzt hat er wahrscheinlich ein bisschen Ruhe. Der Mercedes breit wie ein Panzer, der muss erstmal da vorbei manövriert werden im Hatzenbach. Wir sehen, die Code 60-Zone ist aufgelöst worden von dem Unfall vorne. Kann man wieder sauber durchfahren und jetzt hier wirklich tolle Bilder durch den Hatzenbach. Hoch Richtung Flugplatz. Wunderbare Streckenabschnitte jetzt hier. Schwedenkreuz und der nächste Gast ist da. Hallo, setz dich. Da ist dein Headset. Danny Brink ist hier. Einmal das Headset auf, wir tasten dich ein, sodass du uns hören kannst. Du kannst auch sprechen. Ja, Danny, hallo. Teamkollege von Dirk Adorf auf dem M4 BMW. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Gerne. Mensch, wie läuft's Rennen? Ja. Also grundsätzlich mal sind wir zufrieden, so wie es ist. Wir sind auf 3. Starke Konkurrenz. Ja, ein bisschen Pech mit dem einen oder anderen Stopp. Wir hatten auch eine kleine Zeitstrafe. Deswegen sind wir jetzt auf 3 und im Moment aus eigener Kraft auch schwierig damit. Also man kann jetzt einfach gegen so ein Führungsfahrzeug nicht einfach pro Runde 10, 15 Sekunden gut machen. Die fahren alle da oben auf dem obersten Level. Wir fahren alle gleich schnell. Das heißt, entweder gibt es irgendwo ein Problem oder irgendein technisches Problem oder irgendein Fahrfehler oder sowas, dass man dann Zeit gut macht. Und das muss man jetzt wieder, ja, Kleinvieh macht Mist, alles klein zusammenstückeln. Ja. Zusammenstückeln und dann möglicherweise das Bestmögliche rausholen. Mhm. Wir sind hier bei einem packenden Duell gerade vorne um die Position 2 in der Gesamtwertung. Der Christian Hohnadel jagt hier den Mathieu Jaminet im Porsche. Aus Fahrersicht, wir sehen hier onboard Wahnsinn, wie eng das dazugeht. Wie packend ist das für dich? Wir können ja mal ein bisschen dranbleiben. Ja, richtig. Ja. Also die Geschwindigkeiten, die man da fährt, sind schon und auch die Kurvengeschwindigkeiten sind schon ziemlich immer am Limit. Wobei bei diesen 24-Stunden-Rennen trotzdem immer noch so gefahren wird, dass man den Reifen nicht überfährt, dass der den ganzen Stint, der Kampf, so weitergehen kann. Man kann da nicht einfach sagen, ach, ich quäle mich da einfach mal die Kurve ein bisschen aggressiver durch. Dann hat man unter Umständen vielleicht sogar dann die nächsten 2-3 Kurven ein Problem, dass man gar nicht folgen kann, weil er nicht mehr so sauber einlenkt. Also das ist schon alles, versucht man so rhythmisch wie möglich da hinterher zu fahren. Und weil du vorhin gesagt hattest, das ist dann stressfreier, wenn man auf die Nordschleife abbiegt, ist es gar nicht, weil eigentlich ist der Grand Prix-Kurs ein bisschen stressfreier, weil da ist mehr Platz. Man hat mehr Möglichkeiten, selbst ans Limit zu gehen oder vielleicht auch mal mit einem kleinen Slide rauszukommen, wo hier halt nach der weißen Linie Ende ist. Da ist kein Curb, da ist kein Ratterstein, gar nichts. Manchmal ein Ratterstein, ja, aber. Und für den Porsche-Fahrer ist natürlich der Mercedes im Rückspiegel immer präsent. Und so wie der Mercedes-Fahrer jetzt, also der Hohnadel, der Christian Hohnadel, immer sieht, sobald der Porsche einen kleinen Mucks zu viel bremst oder zu spät einlenkt oder zu früh einlenkt, den halben Meter, den sieht man. Und genauso sieht aber auch der Porsche-Fahrer, oh Mist, der merkt das erstmal, Mist, jetzt habe ich mich da irgendwie vertan, und guckt direkt in den Rückspiegel und sieht, verdammt, er hat sich nicht vertan und ist direkt einen Meter rangekommen. Das sieht man auch beim Anbremsen ins Karussell rein, dass der Mercedes viel aggressiver bremsen kann. Direkt dran, reifentechnisch nicht. Der Porsche, meine ich auch, geht ein bisschen besser. Deswegen kam er vorhin auch nicht ran. Und ist auch schwer für den Mercedes aus dem Windschatten raus zu überholen oder sich ranzusaugen. Die haben eine gute Aero. Ist immer so ein bisschen... Aber man sieht es gerade wieder auf der Bremse. Holt er sich erstmal 4 Meter, 5 Meter. Glaubst du, er legt sich denn jetzt zurecht? Wo vor allen Dingen legt er sich denn zurecht?
Ja, das ist eben schwierig. Mit den zwei Fahrzeugen, jetzt gerade auch wenn man nicht die höhere Topspeed hat vielleicht, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, auf der Brechstange durchzufahren irgendwo. Die Gefahr, dass der zumacht. Oder, was jetzt taktisch wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt ist, was er macht, sauber hinterherfahren, Reifen schonen, Reifen sparen, vielleicht jetzt für diesen ganzen Stint, um dann am Ende zuzubeißen. Wenn vielleicht beim Porsche, der jetzt ein bisschen aggressiver fahren muss oder in den Kurven beim Anbremsen vielleicht schon letzte Rille, dann vielleicht ein bisschen was verschenkt und dann zum Schluss zustechen. Man darf halt den Abstand nicht zu groß werden lassen, das ist, macht er ziemlich gut hier, lässt immer wieder, oder kann immer wieder ranfahren, auch im Verkehr, sauber durchfahren. Ein bisschen näher müsste er noch ran, dass er auch immer gleich die gleiche Kurve als Lücke mitnehmen kann. Das haben wir vorhin im GT4, habe ich das immer versucht. Wenn irgendeiner, der schwer zu überholen ist, habe ich die meisten GT3 vorbeigelassen und habe mich dahinter geklemmt und bin damit durchgestochen. Weil ja auch im Topspeed wirklich mithalten können. Ja, und auch im, Beschleunigen. Also die haben wirklich in der Aero Riesenvorteile, merkt man auch. Und da will ich denen eigentlich dann auch nicht im Weg stehen. Aber jetzt, wenn jetzt da diese Theke... In Höhe, jetzt, genau, jetzt wird wahrscheinlich jetzt die Attacke kommen. Ja? Jetzt kann er ein bisschen näher dran als vorhin. War auch ein bisschen weit draußen jetzt der Porsche. Mhm. Ist das ein kleiner Fehler gewesen? Nee. Der Fehler? Nein. Macht gar nichts. Durch die Sperre sind beide Räder gleich schnell angetrieben. Aber wir sehen an dem Mercedes, wie der Heckflügel links-rechts arbeitet. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass er in der Dirty Air ist. Das heißt, ein bisschen schon die Verwirbelungen abkriegt. Aber er tut sich immer noch schwer, da im Topspeed mitzukommen. Da hat der Porsche dann doch die Körner mehr, ja? Ja, das kann natürlich mit Flaps vorne oder mit dem Splitter oder sowas zu tun haben, dass der vielleicht dann deswegen auch ein bisschen schwieriger auf der Bremse ist, hat ja nur den Motor auch hinten. Das sind alles so Faktoren, die man da mit einkalkulieren kann. Den Flügel ein bisschen steiler gestellt für der Mercedes vielleicht für die höhere Kurvenspeed. Und dann fehlt ihm auf der Geraden halt einfach das eine oder das andere km/h an Topspeed. Und wenn er direkt unterm Flügel vom Porsche ist, kann er sich richtig ransaugen, weil dann ist er richtig ein riesen Tunnel, in dem er sich dann befindet. Hier haben wir eben nämlich die Attacke vom Porsche gesehen gegen den Christian Honal. Da hat er sich den nämlich gepackt. Mhm. Jetzt sind sie wieder beide sauber rumgekommen. Hat er natürlich auch ein bisschen profitiert von den überrundeten Fahrern. Mhm. Aber er kann die Position halten. Aber ja, er kann ihn nicht richtig abschütteln. Nee. Ja, wir haben ein bisschen spekuliert und haben gedacht, ja, jetzt kann er sich absetzen. Das ist immer noch mal eine zweite Sache. Vorbeifahren, das ist das eine. Und dann allerdings vorne wegfahren. Weil, wie gesagt, man kann sich dann schön dahinter setzen, kann sauber fahren, kann vielleicht den einen oder anderen mit durchschlüpfen, den einen oder anderen Überholvorgang mitnehmen. Das sind so die Annehmlichkeiten von dem Hinterherfahren. Jetzt ist auch noch nicht so warm, dass man jetzt vielleicht wegen der Kühlung irgendwelche Bedenken haben muss, dass der jetzt im Windschatten, wenn er zu lange drin fährt, der Motor zu warm wird oder sowas. Wobei die Fahrer das auch alle auf dem Dashboard haben. Einer wird sich ein bisschen ins Fäustchen lachen, nämlich der Führende, Kevin Elster im Porsche. Werden wir jetzt die Attacke vielleicht sehen? Ja, wieder die Bremse. Hat aber jetzt nicht genug, doch jetzt kann er... Ja, das wäre jetzt so eine Brechstangenaktion geworden. Wenn er da noch einen Ticken länger stehen hätte lassen und wäre reingestochen, dann... Aber der hat früh genug gewittert, ja. Ja. Sind schon echt auch Profis, die klar machen den Fehler dann auch. Das ist alles ein Spiel auf einer sehr gefährlichen Ebene. Also das ist ein Spiel miteinander. Ja. Das ist auch dieses Flashen, den anderen nervös machen wollen, mal reinstechen, der andere muss zumachen. Aber wenn das jetzt über zwei Runden geht, dann ist jeder sich schon mal sicher, das passt schon, was ich da mache. Da ist jetzt nicht so viel Disput, dass der andere sich mich zurechtlegen kann. Und deswegen... Das macht denen doch auch bestimmt Spaß, oder? Also ich meine, klar, es ist anstrengend und unglaublich anspruchsvoll, aber das ist doch Racing auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn das sauber miteinander abläuft, ist das perfekt. Wie gesagt, dieses Tür zu machen ist völlig legal und völlig normal. Würde der Mercedes genauso machen, wenn er sieht, dass die Attacke kommt, wenn man die Möglichkeit hat, zuzumachen. Und es ist jetzt auch keine Not, ihn irgendwie vorbei zu winken. Das wäre ja Quatsch. Er ist ja schneller oder er ist ja vorne mit Abstand, mit dem Respektabstand und kann sich behaupten. Und in den zwei, drei engen Ecken kommt halt der Mercedes schneller ran wegen der Bremse. Und ich habe es eben angesprochen, Kevin Elster wird sich wahrscheinlich eins lachen. Die beiden reiben sich da ein bisschen auf. Hat sich jetzt vorne absetzen können, 2 Minuten 48, der Vorsprung vom Führenden. Der kann da sein sauberes Rennen fahren vorne. Ne? Ja, das ist richtig. Aber
muss man jetzt auch spekulieren, ob er so ein bisschen auch auf sauber fährt, weil es sind nur 2 Sekunden, sage ich jetzt mal nur, die beiden jetzt langsamer sind pro Runde. Ich denke, dass er schon den Vorsprung auch sich zunutze macht, klar. Und jetzt nicht, zumindest nicht, sag ich jetzt mal, Attacke fährt, weil er fährt jetzt ruhig sauber. Vielleicht das eine oder andere Mal Shortshift eher drin, als jetzt voll austreten. Das machen wir. Da die Berührung mit der Viper. Ja. Der hat den nicht gesehen, oder? Das ist eine ganz dumme Ecke, ist noch schon mal so passiert. Du siehst im Rückspiegel Licht, gerade noch mit diesem kleineren Auto, das dabei war. Du siehst das kleinere Auto, das selbst gerade überholt. Dann kommt GT3 angeflogen, regelrecht. Und du lässt den vorbei und längst eigentlich hinter dem einen musst du ja dein eigenes Rennen fahren. Wir sehen es nochmal. Er ist mit dem schon beschäftigt gewesen. Jetzt kommen die beiden vorbei und macht aber auch relativ eng zu, muss man ehrlich sagen, der Hohnadel. Hat damit gerechnet, dass der über den Körb fährt. Aber zum Glück kein heftigerer Einschlag. Hat er sich möglicherweise, wir sehen, die machen sich fertig, hat er sich was kaputt gemacht? Das kommt immer ein bisschen drauf an, wo man sich erwischt. Wenn der jetzt natürlich Hinterrad gegen Vorderrad dotzt, dann kann auch mal so eine Spurstange drum sein. Sehen wir gleich, ob er sich da wieder sauber zurückkämpfen kann. Aber es sieht nicht so aus. Sieht ganz sauber aus. Ja. Kommt jetzt hier Teamkollege von uns. Naja. Jetzt geht es hier wieder runter zur Breitscheidbrücke. Also er scheint dranbleiben zu können, hat wahrscheinlich keinen größeren Schaden erlitten. Nee, aber das Herz ein paar Schläge schneller jetzt. Glaube ich auch. Aber auch für den Vipermann. Ich meine, das ist auch natürlich auch eine Geschichte. Ja. Boah, die kommen dann mit Tempoüberschuss vorbei und dann kommt plötzlich noch einer. Ja, genau. Den man auch in der Situation, wo man selber in die Kurve fahren muss und sich dann vielleicht schon wieder konzentriert, schon gar nicht mehr realisiert. Und dann, wenn der aus dem toten Winkel oder so plötzlich neben einem ist, den sieht man auch erst durch den Helm und durch den Käfig und so weiter, sieht man den auch erst, wenn der mit der Schnauze vorne auftaucht in der Frontscheibe. Da war es dann schon zu spät. Aber wenn jetzt beiden nichts Schlimmeres passiert ist, nur ein bisschen Lackaustausch war, ja, ist ja gut. Aber auch das gehört dazu, wenn man jetzt als Christian Hohnadel so eine Situation hatte, dann einfach eben an das vorhergehende Vertrauen anknüpfen, weitermachen. Scheint ihn nicht großartig zu stören, wie wir sehen, wenn es hier jetzt tatsächlich hoch zur Steilstrecke geht, da geht es richtig voll hoch, ne? Ja, da geht es voll hoch. Da sind sie bei 260 sowas, würde ich jetzt mal behaupten. Also wir sind auch bei 240, kommen wir da oben an mit dem GT4. Das Mannfilter-Team macht sich da auf jeden Fall trotzdem bereit. Ja, die kommen die vielleicht, ja, die kommen sowieso rein. Ja, planmäßiger Stopp. Genau, 7 Runden. Aber die werden jetzt definitiv mal gucken, hinten das Rad wackeln, bevor die das runternehmen. Ist ja eh Pflichtstoppzeit. Zeit genug, genau. Um alles mal durchzuziehen. Ist auch sinnvoll, ja. Aber machen die sowieso. Das einmal am Rad wackeln, die werden auch alles durchleuchten, ob da irgendwas gesehen wird. Die scheinen auf der gleichen Boxenstrategie zu sein. Also der Porsche wird wahrscheinlich auch nachher irgendwann reinkommen. Hm? Vielleicht sogar in der gleichen Runde. Hat jetzt eine Runde weniger auf dem Stint. Ja. Bei den 6 Runden. Ja. Der Porsche, der Führer, der Estrel, müsste jetzt reinkommen. Dann kann der Zweite auch noch eine Runde draußen bleiben. Das heißt, der wird dann kurzzeitig eine Runde weiterfahren. Genau, in Führung gehen. Sowas kann dann ganz zum Schluss, wenn es dann irgendwie um Splash und Dash geht oder so, doch noch eine Rolle spielen. Ne? Aber das kann man nicht kalkulieren. Weil das ist durch unkalkulierbar jetzt. Nee, natürlich. Wenn da jetzt, wir haben es ja gesehen, ich habe jetzt schon eine Stunde Verzögerung mit meinem Stint gehabt, weil eben so viel Katastrophe gestern Abend, was da draußen los war. Also wirklich, da muss man sowas von hellwach sein, weil um jede Kurve rum, Streckenposten, sieht man in den Geschwindigkeiten als Schatten oder also das ist auch nicht böse gemeint, aber man kämpft ja da und man ist so fokussiert und muss die Curbs im Auge behalten und dann sieht man irgendwo was winken und muss dann eigentlich hingucken und hat dann manchmal auch Zweifel, habe ich die dann schon gesehen oder nicht, die gelbe Flagge. Das sind dann so Sachen, die das Ganze nach hinten rausziehen mit den Stints, wann die anfangen, wie lange die gehen, weil natürlich ein Stint geht so lange, wie der Tank reicht. Mhm. Und je länger die Runden, umso weiter schiebt sich das nach hinten. Das heißt, wir hatten vorher um 1 Uhr hatten wir schon heute Nacht um 1 Uhr hatten wir eine Stunde Verspätung bei unseren Stops. Und demzufolge hat es aber hier gut gepasst, also nicht zu lange
warten musste, bevor ich jetzt hier hochkam, nach dem Aussteigen. Ja, es war wirklich eine ein bisschen gruselige Nacht für viele. Ne? Es ist sehr viel Aderlass gewesen, während wir jetzt hier gerade nochmal onboard sind, wieder auf der Döttinger. Wir sehen, der kommt wieder nicht ran. Ja. Hat natürlich jetzt auch den Vorteil des Windschattens, so der vorfahrende Porsche. Also, aber er ist wieder in der gleichen Position, also hat sich da wieder aufgerappelt. Das sieht man vielleicht auch, dass er durch sauber Fahren, ohne Verwirbelung, was auch immer, auch trotzdem den Speed vom Porsche locker fahren kann. Also wenn er da ein bisschen Attacke macht, kommt er auch wieder ran. Ist halt dann, jetzt muss er eh in die Box. Jetzt biegt er rechts ab, ja genau. Und ich glaube, die Anna ist direkt unten an der Box, die kann uns da ein paar Einblicke geben. Anna, bitte. Roland, ich bin hier am Kommandostand mit dem Teammanager Günther Abra und wir waren gerade schon total aufgeregt. Das ist eine super spannende Situation. Euer Auto kommt jetzt rein. Das ist ein planmäßiger Stopp und jetzt kein Undercut, oder? Nein, das ist ein planmäßiger Stopp. Wir müssen acht Runden reinkommen. Wir werden jetzt auch einen Fahrerwechsel vornehmen und gleichzeitig auch vorne die Bremsen wechseln. Also die Bremsscheiben inklusive Bremsklötze. Und ja, und jetzt geht Raffaele ins Auto. Der Raffaele Marcello, Sie haben es gerade gesagt, wechselt gerade. Wir können es vielleicht mal zeigen, wie die beiden Fahrer jetzt gerade wechseln. Was ist der Raffaele für ein Fahrer? Kann der dem Druck standhalten, der jetzt weiter auch vom Fricadelli Porsche ja da auf euch lasten wird? Also ich glaube schon, wenn man gesehen hat, wie der in der Nacht gefightert hat, das ist unglaublich. Der ist so ambitioniert, dieser Fahrer. Und er will alles geben und er wird jetzt einen Doppelstint nochmal fahren. Und ja, wir versuchen natürlich, den Fricadelli Porsche nachher wieder zu cutten und dass wir nachher wieder vor denen sind. Aber es wird ganz spannend. Also wenn man sieht, nach 16 Stunden sind wir innerhalb von ein paar Zehntel. Das ist unglaublich. Ja, ich habe gerade vom Undercut gesprochen, weil der Fricadelli Porsche eben jetzt auch reinkommt, eine Runde später. Das ist aber auch ein planmäßiger Stopp, der muss reinkommen. Wie sieht es jetzt strategisch für euch aus? Was glaubst du, wird jetzt passieren auf den nächsten Runden? Ja, erstmal, klar kommt der Fricadelli rein. Ich denke, dass er nachher wieder ein bisschen vorne sein wird. Aber ich denke mir halt, wir müssen jetzt nachher strategisch genau vorgehen. Was wir dann am Schluss endlich machen werden, werden wir dann sehen jetzt im Laufe der letzten 7,5 Stunden. Aber auf jeden Fall wird es ein spannendes Rennen. Ihr hattet ja auch eine Zeitstrafe heute Nacht schon. So um 5 Uhr rum musste Maxi Götz die absitzen. Da vorne ist der Ort, wo die Zeitstrafe quasi abgesessen werden muss. Ist natürlich ärgerlich, weil sonst wäre er nochmal, ich glaube, 30 Sekunden weiter vorne. Ja, war 32 Sekunden, war schade. Der Raffaele hat ein Gelbsignal übersehen. Das ist auch sehr schwierig in der Nacht, muss man auch dazu sagen. Aber wir waren bei der Rennleitung, es war halt klar, wir haben die 32 Sekunden abgesessen. Die fehlen uns natürlich jetzt und dann sieht man eben, wie spannend das Rennen ist. Ich meine, nach 16 Stunden geht es dann irgendwo um 32 Sekunden. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, wir haben hier wirklich gerade ja, quasi ein Sprintrennen und das bei diesem 24-Stunden-Rennen. Wir können vorne noch mal kurz zeigen, was jetzt genau gemacht wird. Können Sie das einmal erklären? Ja, also vorne werden nochmal die Kühler aufgeblasen. Das sind auch die Öffnungen von den Bremsscheiben. Da kommt relativ viel beim Überrunden, ist sehr viel Dreck auf der Straße und deshalb müssen die Kühler dann immer ausgeblasen werden und dass die Bremse entlüftet wird. Sonst werden die Räder nochmal geknackt, damit die Reifen auch fest sind. Und jetzt muss der Bremsdruck aufgebaut werden und dann fährt er raus und hat neue Bremsscheiben, neue Bremsen und dann wird es wieder losgehen. Alles klar, vielen Dank. Wir sehen jetzt gleich die 48 wieder losfahren. Die Reifen sind drauf. Jetzt wird, glaube ich, gerade noch der Tankschlauch abgezogen. Ganz genau. Und dann geht es wieder auf die Strecke und spannend weiter. Und bei uns geht es jetzt weiter mit meiner Kollegin Kathi Seiwert. Die ist an der Strecke und ich bin gespannt, wen sie als Gesprächspartner hat. Ich stehe hier an der Quiddelbacher Brücke mit Peter Anders. Der ist seit 25 Jahren hier schon Marshall und seit 12 Jahren Streckenabschnittsleiter. Und erzähl mir doch mal, wie war denn deine Nacht? Ja, ich habe gestern Abend ca. 22 Uhr meinen Dienst begonnen. Da durfte dann mein Kollege mal eine Runde schlafen gehen. Die Nacht bei uns im Abschnitt war Gott sei Dank relativ ruhig. Wir hatten nur ein paar kurze Unterbrechungen bezüglich eben Unfällen in anderen Abschnitten, dass Hilfsmannschaften rausgeschickt werden mussten, die Firma Nett beispielsweise mit Leitplankenschäden, die repariert wurden, mussten mitten im Rennen. Es waren relativ lange Code-60-Phasen dadurch anberaumt, aber wir hatten hier Gott sei Dank eine ruhige Nacht. Das Wetter ist ja auch beständig. Ja. Musst du denn jetzt noch auf irgendwas achten oder was ändert sich jetzt von Nacht auf Tag für dich hier? Jetzt seit 6.15 Uhr haben wir umgeschaltet von den Nachttafeln auf wieder den Flaggensystem. Eine Nachttafel für den Zuschauer, vielleicht kurz zur Erklärung. Gib mir mal meine Tafel bitte her. Anstelle von Flaggensignalen werden dann eben diese reflektierenden Tafeln den Teilnehmern gezeigt.
die dann eben auch entsprechend darauf reagieren, wie am Tag eben auf die Flaggensignale. Die sind eben besser zu erkennen, da sie mit reflektierender Folie beschichtet sind. Okay, und was ist denn so das Spektakulärste, was du hier in deinen 25 Jahren erlebt hast? Da hast du bestimmt einiges schon gesehen. Spektakuläre Szenen hat man hier immer. Wir hatten auch leider schon Todesfälle hier oben. Das ist aber schon Gott sei Dank sehr lange her. Ansonsten sehr nette Fahrer, sehr nette Teams und immer wieder tolle, nette Zuschauer, ganz nette Leute und ein sagenhaft tolles Team, was eben hier seit Jahren eben diesen Posten veranstaltet. Super, danke dir und damit gebe ich auch schon wieder zurück. Ja, Mensch, toll, dass du da unterwegs bist und toll, dass diese Streckenposten sich hier wirklich so engagieren. 1040 Streckenposten sind hier an der Nordschleife unterwegs und tun hier in Dienst, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Wir sind beim drittplatzierten Mannfilter Mercedes AMG und sehen Raffaele Marcello am Steuer. Und für alle, die jetzt am frühen Sonntagmorgen erst dazu schalten, wollen wir mal eine kurze, während Danny Brink immer noch bei mir ist, eine kurze Zusammenfassung machen von dem, was bisher passiert ist. Rennstart also am Samstag um 15.30 Uhr. 158 Autos sind hier ins Rennen gegangen. Wir sind bei der Startgruppe 1. Das sind die siegfähigen Autos. Die kommen eigentlich ganz gut um die erste Kurve bis Augusto Farfus im Schnitzer BMW, das den Niedergang von BMW einläutet. Das, was danach passiert ist, war einfach ein Desaster. Der wird hier gedreht. Der Augusto Farfus kann da gar nichts für. Der Nissan schubst ihn von hinten an. Erste Kurve natürlich einen Riesenrückstand eingefahren. Und dann machen vorne zwei Autos die Musik. Das ist Maro Engel und der Porsche 911 von Mantai, der überholt hier den Lance David Arnold im Mercedes, ganz zum Unmut von Maxi Götz. Danach der unplanmäßige Boxenstopp. Der Vorjahressieger, der Mantai Porsche, mit einem massiven Reifenschaden, musste repariert werden, hat sich da ein paar kleinere Schäden eingefangen. Wir sehen die Felge komplett runter und dann ein Schreckmoment über alle Maßen hinaus. Das war wirklich eine brenzlige Situation. Der Ferrari 488 von Octane, der ist hier abgefackelt. Die waren vorher kurz in der Box, haben getankt und das Auto hat sich entzündet. Ja, und dann der nächste Schritt beim BMW-Debakel, der Rowe, ein siegfähiges Auto, wird abgestellt. Nachher dann das zweite Auto auch noch nach Unfall. Und dann auch noch das, der Schnitzer BMW mit Timo Scheider am Steuer, mit Andy Gülden kollidiert im Brünnchen. Ein heftiger Unfall, zum Glück niemand verletzt. Die wurden danach gecheckt. Wir sehen, der Wagen, der Schnitzer BMW, siegfähig. Timo Scheider kann es nicht fassen. Sie haben das einfach nicht auf der Uhr gehabt. Dann das Überholmanöver hier überhaupt bisher in der ersten, im ersten Renndrittel. Der Porsche vorbei am führenden Mercedes. Dirk Müller hat da überhaupt nicht mit gerechnet. Links geht der Kevin Erste vorbei, schiebt sich da übers Gras und holt sich hier die Führung, die sie bisher innehaben. Ja, und Jelmer Buhrmann kann es auch nicht glauben, was da passiert ist. Und das hier, sehen Sie oben am Bildrand, das war ein absoluter Schockmoment. Die Code-60-Phase übersehen. Es kam zu einem heftigen Crash zwischen dem Porsche Cayman und dem Nissan. Zum Glück auch hier niemand verletzt. Dann der führende 911er, Bremsscheiben wechseln, Routinearbeit, das geht rucki zucki. Und dann haben wir den führenden, den dann führenden Adam Christodoulou im Black Falcon Mercedes. Der setzt sich dann an die Spitze, während dann der Porsche wieder das Rennen aufnimmt. Eine Runde später dann Adam Christodoulou auf der Start-Zielgeraden. Wir werden es gleich sehen. Hanebüchene Situation. Christodoulou einen überrundeten Wagen vor sich, einen Toyota Supra, der macht die Tür auf. Christodoulou schiebt nach innen rein und es kommt zum Kontakt. Der Supra kann weiterfahren. Der führende Black Falcon Mercedes Adam Christodoulou mit einem massiven Schaden an der Lenkung muss das Auto danach abstellen und das Rennen beenden. Ein Desaster für die Führenden. Wir sehen es jetzt gleich. Adam Christodoulou im Auto hat hier auch schon gewonnen. Kann es nicht fassen. Die Wuteruption im Cockpit.
nimmt natürlich die Schuld auf sich. Die Schuld da zu verteilen ist unheimlich schwierig. Der Supra hat die Tür aufgemacht, hat sozusagen das Zeichen gegeben, du kannst vorbei, hat ihn aber nicht gesehen. Es war natürlich keine Absicht. Es war aber auf der anderen Seite auch sehr motiviert von Pistoletto da durchzuschießen. Und dann haben wir Maxi Götz, der beim Thema Durchschießen auch sein Debakel erlebt. Hier links, zack, geht er vorbei. Die Flunder, der Glickenhaus, hat sich den hier gepackt. Nachher in der Folge Maxi Götz Auto noch bestraft mit einer 32-Sekunden-Strafe für Missachten einer Flagge. Und hier das BMW-Debakel, Teil 5, der Walkenhorst M6 GT3. Heftiger Einschlag aus 6 Mach 1. Der einzige, der noch dabei ist, ist jetzt der Falken-BMW. Und hier das Überholmanöver von René Rast, das angesetzte Überholmanöver, kriegt einen Schlag vorne rechts, kann aber weiterfahren. Vorne in dem 16er Mercedes, Tristan Vautier, GetSpeed Performance. Ja, und dann geht die Sonne auf hier am Nürburgring. Wir sehen wunderschön das Riesenrad und dann sind wir schon bei dem Zweikampf, der uns hier die ganze Zeit beschäftigt hat. Danny Brink sitzt noch neben mir, wir haben jetzt länger darüber gesprochen. Ganz tolles Manöver hier von Mathieu Jaminet, der sich hier den AMG Mannfilter schnappt. Der muss abbremsen, weil auf seiner Linie ein überholtes Auto ist. Aber eigentlich war er schon vorbei, Danny. Das war einfach die große Kunst des Überholens, ja? Ja, ja, der hätte auch so vom Gas gehen müssen. Der hätte es außenrum nicht geschafft. Da ist so viel auch Dreck und Gummi dann außen, dass man da nicht mehr gegenhalten kann. Ja, das hier nochmal die Situation. Ja, ja. Kann gesprochen. Auch ganz böse ausgehen. Wenn der aufsteigt oder wenn die sich wirklich am Reifen berühren, dann geht da was krumm und schon ist er raus. Also das sind so eigentlich Runde für Runde hat man solche Begegnungen, ja, mit Fahrzeugen, wo man wirklich mit Glück oder mal auch ganz kurz runtergeben. Ja, denn die Anna, die steht nämlich unten beim Frikadelli Porsche, der kommt nämlich jetzt zum Stopp. Da haben wir drauf gewartet. Alles klar. Anna, bitte. Jetzt ist der Stopp, auf den es ankommt. Der 31er Porsche Frikadelli kommt rein. Er ist immer noch im Kampf mit dem HTP-Mannfilter. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass hier kein Fahrerwechsel durchgeführt wird. Das heißt, Mathieu Jaminet bleibt sitzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht ein Vorteil ist, dass beim Mannfilter Raffaele Marcello gerade frisch reingekommen ist. Denn der ist natürlich frischer quasi und hat noch nicht so viele Runden auf dem Buckel. Aber hier bleibt Mathieu Jaminet, der sich gerade im Zweikampf sehr, sehr gut angestellt hat. Und wir sehen jetzt, werden die Reifen gewechselt, nochmal frische Slicks draufgezogen hier beim 31er Frikadelli. Es wird getankt, das ist das Standardprogramm. Sie mussten reinkommen, es ist also kein strategischer Stopp, sondern ein Pflichtstopp, den sie machen mussten. Eine Runde nach der Nummer 48. Der Zweikampf bleibt spannend und wir beobachten hier den Stopp. Ja, und wir haben gerade im kleinen Fenster gesehen, diesen Ausritt vom 48er Raffaele Marcello. Hat ein bisschen Staub aufgewirbelt, aber ist gut gegangen. Ja, das ist immer erste Runde. Man ist vier Stunden lange oder noch länger nicht gefahren. Man weiß nicht, wie der Zustand der Strecke ist. Deswegen kann das natürlich ein Vorteil sein für den Porsche, für den Frikadelli, weil er einfach jetzt die Zustände draußen perfekt kennt. Er weiß genau, wo ist irgendwas oder auch nicht oder wie sind auch die Gripverhältnisse temperaturbedingt einfach. Der kann jetzt einfach so weiterfahren, wie er reingefahren ist, während jetzt der Marcello halt schon erstmal gucken muss, probieren muss. Und das war dann vielleicht jetzt auch so eine Aktion, wo ein bisschen weniger Grip war als vermutet und man dann schon ein bisschen 2 Meter mehr von der Strecke oder eben auch nicht mehr Strecke braucht, um das Auto oder um nicht so viel Zeit zu verlieren, ja. Wir haben gerade noch einen BMW im Kiesbett stehen gesehen. Der bestplatzierte BMW ist jetzt mit Alexandre Imperatori, der Falken BMW, auf 13. Mhm. Hier liegt aktuell auf Position 33. Ja. Ist noch Luft nach oben, aber ihr seid ganz gut unterwegs eigentlich noch, ne? Ja, ja, ja. Also wir haben ja, muss man ehrlicherweise auch sagen, wir haben ja das Ganze mit BMW jetzt durchgezogen und auch von BMW unterstützt. Nicht voll gesponsert, möchte ich auch mal sagen. Gut unterstützt, sehr gut unterstützt. BMW tut ganz viel für uns und auch für die Nachwuchsfahrer in der BMW Sports Trophy, die sich da durchkämpfen.
eine hart umkämpfte Trophy, ist eine Privatfahrerwertung von BMW. Und für die Sieger hat sich BMW schon immer was ausgedacht. Also neben einem wirklich tollen Preisgeld, das man da einfährt. Kurz zur Erklärung, BMW Sports Trophy ist eine weltweite Meisterschaft der BMW-Privatfahrer, sprich keine Werksunterstützten oder keine Werksfahrer dabei. Weltweit, sprich wir fahren auch in dieser Meisterschaft mit unseren Punkten gegen amerikanische Teams und Fahrer. Jeder Fahrer sammelt ein eigenes Punktekonto. BMW sammelt diese Punkte selbst. Man muss dann sich eigentlich im Prinzip nur anmelden, kostet auch nichts. Und kann dann dort für verschiedene Rennserien Punkte sammeln. VLN ist da auch dabei. Und da haben wir halt letztes Jahr durch den Meistertitel, der wird dann auch nochmal prämiert mit Punkten, kriegt man eine gewisse Punktanzahl. Und letztes Jahr hat es dann eben auch zur Meisterschaft gereicht. Sowohl in der VLN als auch in der BMW Sports Trophy. Und BMW ja, fördert eben das einmal mit einem Preisgeld, das bis zum 25. Platz vergeben wird. Natürlich runtergebrochen nachher. Aber in diesem Jahr haben sie dann eben auch gesagt, Mensch, wir sind ein Trio, die da auf 1 stehen. Warum dieses Trio nicht unterstützen in dem Aufstiegsszenario, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir lange verhandelt und hin und her, und es gibt natürlich da auch kein unbegrenztes Budget, deswegen auch nur unterstützt. Wir haben da unseren Teil auch dazu beigetragen. Unser Team hat dazu beigetragen, Matthias Unger und Adrenalin Motorsport. Und wir haben dann eben mit BMW ausgehandelt, dass wir das Quali-Rennen und das 24-Stunden-Rennen auf dem M4 fahren. BMW hat uns noch dann einen Test in Portimao ermöglicht. Da ist Doppelgeld, was ist da los? Doppelgeld, ja, da scheint irgendwas passiert zu sein. Blockt geht die ganze irgendwas? Truppe. Anfahrt. Oder ist das noch wegen dem Gitti Golf? Nee. Nee. Da scheint irgendwie Anfahrt Fuchsröhre Arenberg scheint irgendwas zu sein. Ja. Möglicherweise in Golf der Fuchsröhre selber. Da sehen wir eine Unfallstelle. Doch, das ist noch der Golf. Das ist noch der Golf. Das ist der Golf, ja. Okay, alles klar. Die hatte ja vorher schon irgendwas Gitti. Vorne ein Problem, vorne rechts. Und ist dann wahrscheinlich... Ja, da ist er am Haken. Ja, genau. Es ist nicht das Mädelsteam, müssen wir auflösen. Ja. Da sind die Herren, die da den Crash gebaut haben oder beziehungsweise diesen Schaden haben. Die Mädels sind ja schon gebeutelt genug mit ihrem Motorproblem. Ja. So ist das zustande gekommen mit dieser GT4-Nummer. Und wir haben dann eben, wie gesagt, noch von BMW sogar noch einen Test in Portimao bekommen. Ganz super, hat viel Spaß gemacht. Wir haben das Auto da kennengelernt, vorher noch nie da drauf gesessen. Also, ja, Grand Prix-Runde oder so. Und so kamen wir zu dieser Nummer. Können wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Ganz toll auf jeden Fall. Wir müssen eine kurze Unterbrechung machen, Danny. Wir sind gleich wieder da, ja? Okay. Wir sind zurück am Nürburgring, wo die Augen immer noch geschlossen sind. Ja, die Müdigkeit schlägt durch. Dabei ist das Rennen doch so unglaublich spannend. Das Duell hier um Platz 4, ein Bruderduell, die beiden Audi. Und bei mir ist immer noch Danny Brink, den ich aber jetzt entlasse. Der hat nämlich auch noch ein bisschen Schlaf nachzuholen. Ja, ja. Die Nacht war lang, Danny. Ja, ja, war lange Nacht. Vorher ein Stündchen noch ins Bett gekommen heute Nacht, aber vor dem Doppelsinn nachher. Aber wenn man kann, dann sollte man noch eine Stunde schlafen. Dann auf jeden Fall schlafen. Danny, alles klar? Das war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Ruh dich gut aus und noch ein gutes Restrennen auf jeden Fall. Ja, ja. Drück mal die Daumen. Dankeschön. So, und wir sehen wirklich dieses packende Duell jetzt hier um Position 4. Christopher Haase jagt den Teamkollegen, den Mannschaftskollegen bei Audi und geht vorbei. Frank Stippler sitzt da in dem anderen Audi und Christopher Haase ist vorbeigeschossen, und vorbeigeschossen ist auch Kevin Estre. Der ist nämlich jetzt gerade bei mir hier reinmarschiert. Hi. Hallo Kevin, schön, dass du da bist. Wir haben gerade, bevor wir kurz über euer Rennen reden, ein super Manöver gesehen. Der Christopher Haase hat hier gerade den Stippi, den Frank Stippler, überholt. Das ist schwer. Das ist schwer. Den musst du erstmal packen, oder? Das kennst du auch, ne? Ja, Stippi ist immer schwer zu überholen. Aber wir haben es auf der Döttinger Höhe heute wirklich oft gesehen und auch gestern Abend von dir gesehen, Döttinger Höhe, ansaugen. Bei dir war es sogar echt knisternd, über die Grasnarbe vorbei am führenden Mercedes. Da habt ihr euch was zurechtgelegt, ihr Fahrer da.
Ja, ich habe gesehen, ich habe einen richtig guten Windschatten gehabt, aber er auch. Also ich bin sehr spät gekommen, sobald der Mercedes hat sich ist nach links gegangen, um so, da sind also wir noch mal. Situation nochmal. Man sieht der Versuch rechts und links zu machen, dass der zweite nicht keinen Windschatten kriegst. Jetzt Side Drive, das heißt, man muss, wenn man ganz nah ist, sehr nah am Auto, also neben das Auto, und dann kriegt man Side Drive, also praktisch man saugt sich rein, das macht das Auto schneller, und sobald man Überschuss hat, dann geht man ein bisschen weit weg, weil dann behält man das Überschuss. Aber war ein guter Manöver. Aber ja, für mich war es, ja, ich habe gesehen, dass da ein anderer Auto da war, und ich habe ja gedacht, dass er nach links geht, aber rechts wusste ich nicht, wie viel Platz da ist mit dem langsamen BMW, und dann, ich glaube, war Dirk Müller, der ist sehr viel nach links gegangen, mehr als nötig, aber ich habe es irgendwie, ja, ja, oder ich dachte, dass er das macht, aber trotzdem habe ich mich entschieden, links zu gehen vorher, aber dann hat er ja ein halbes Auto gelassen, und ich bin trotzdem, ich habe gedacht, irgendwann mal macht er vielleicht auf, ja. Und hat er gemacht. Am Ende ist gegangen, aber ja, geradeaus mit 270, ja. 280 auf der Wiese ist mit Slicks, mit einem Tiefauto ist nicht so cool. Dann verliert man möglicherweise auf der Wiese wirklich ein bisschen Grip. Also wir haben wirklich, war nämlich hier in der Kommentatorenbox die Luft angehalten, Kevin. Das war wirklich ein Riesending, aber dafür sind natürlich die Fans hier auch an der Strecke und freuen sich darüber. Das war übrigens, du bist da in Führungsposition gegangen. Seitdem habt ihr die Führung auch. Fahrt vorne ein richtig gutes Rennen. Michael Christensen ist gerade am Steuer. Reden wir gleich drüber. Ihr habt nämlich auch noch ein bisschen was mitgebracht. Ihr lacht über alle Backen. Ihr seid nämlich Weltmeister geworden. Können wir gleich drüber reden. Ich gebe mal ganz kurz runter zu Lina. Habe ich gehört, Lina van der Maas. Die ist unten wieder in der Boxengasse unterwegs. Lina, hörst du mich? Während vorne hart gekämpft wird, geben manche weiter hinten im Feld leider schon langsam auf. Hier Team Avia Sorg Rennsport, die nehmen es mit Humor. 50% drin, 50% draußen. Wir gehen mal kurz rein. Da wurde die ganze Nacht geschraubt. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt beim Motorsport. Und die Mechaniker geben ja auch wirklich alles. Hier schläft keiner. Na gut, ein paar sind mittlerweile am Knacken. Ja, hier stehen die Teile und eigentlich... Daniel, ich muss dich mal kurz überfallen. Ihr hattet ja schon noch die Hoffnung, dass ihr auch Autos wieder auf die Strecke bekommt. Warum ist der jetzt hier doch noch stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall. Leider sind die Beschädigungen an dem M4 GT4 zu stark. Der ist heute Nacht von einem Porsche Cayman auf dem Weg runter in die Fuchsröhre übersehen worden und touchiert worden. Und dann ging es leider in die Leitplanke. Ja. Sieht so ein bisschen nach Sammlerstücke für die Fans hier aus, oder? Zum Teil schon. Könnt ihr dann könnten wir abgeben, ja. Versteigern, um dann das Auto wieder zu reparieren. Ja. Okay, aber die 150% sind auch drinnen. Und von dem her stehen die Chancen auch gut, auf alle Fälle irgendwo in der Gruppe noch einen Pokal mitzunehmen. Oder? Auf jeden Fall. Wir sind in der V4-Klasse mit der BGS-Limo vorne dabei, kämpfen um Platz 1. Genauso auch in der BMW Cup-Klasse mit der Avia, und ja, sieht sehr ordentlich aus. Da klappt es hoffentlich dann doch noch mit einer vernünftigen Platzierung. Also, starke Kämpfermentalität, nicht nur ganz vorne, sondern auch weiter hinten. Ich drücke euch weiter in die Daumen, macht weiter so. Dankeschön. Ja, Kämpfermentalität, sitzt aber auch neben mir. Kevin Estris ist hier. Wir haben über das Supermanöver gesprochen. Das haben wir eben auch noch mal in der Wiederholung gesehen, Kevin. Aber dein Teamkollege im Manta, der jetzt am Steuer sitzt, der Michael und du, ihr habt wirklich allen Grund zur Freude. Ihr seid aus Le Mans wiedergekommen letzte Woche beim großen Klassiker. Und ihr seid Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die einzigen Dank. Übrigens amtierenden Weltmeister im Fahrerfeld. Was bedeutet das? Ja, es ist ein mega, mega Gefühl. Es war eine sehr, sehr lange Saison. Der letzte WEC-Saison war auf 1,5 Jahre mit 2x Le Mans, Sebring, also sehr viele Punkte zu nehmen. Und wir haben ziemlich früh die Führung übernommen in der Meisterschaft mit Le Mans. Und dann immer ja, der Vorsprung immer weiter nach vorne gearbeitet. Also mehr und mehr Vorsprung. Aber es war mental sehr schwer. Wir haben sehr schwierige Bedingungen gehabt in Shanghai, in Spa mit Schnee, Hagel, alles. Und dann der Strategie, wie man umgeht mit dem Reifenstrategie, Überholmanöver, Verkehr, ist immer schwierig. Dann Le Mans waren wir sehr gut unterwegs. Wir waren
ersten oder am Kämpfen mit dem Ferrari um den Sieg. Und nach 12 Stunden haben wir ein Problem mit dem Krümmer, Auspuffkrümmer. Und dann haben wir 20 Minuten verloren. Und dann es war nur der Ansage, okay, durchzufahren und kein Risiko, weil wir fürs Rennen nichts machen können, nur der Meisterschaft verlieren. So, es war ein sehr schwieriges Rennen, mental der schwierigste Rennen meines Lebens. Die letzten 12 Stunden waren richtig schwer. Aber ja, am Ende haben wir geschafft. Weltmeister, unser Schwesterauto Dritter geworden in der Weltmeisterschaft. Porsche Manufacturer, also Herstellermeister, einmal Le Mans gewonnen. Also es war eine sehr, sehr gute Saison 2018, 2019. Und es geht ja weiter. Nürburgring, ich weiß ganz genau, wie sehr du dieses Rennen hier gewinnen willst. Du hast jetzt schon überall mal gewonnen. Während wir hier deinen Markenkollegen übrigens sehen, der Fricadelli Porsche. Ja, wie besonders ist dieses Rennen? Wie sehr willst du das hier gewinnen? Ja, ich bin verliebt in die Nordschleife. Seitdem ich meine erste Runde gemacht habe, damals denke ich mit einem Suzuki Swift ausgeliehen, um der Strecke kennenzulernen für das Carrera World Cup in 2010. Bin ich verliebt mit dieser Strecke. Ich liebe das, hier zu fahren. Es ist sehr viel Adrenalin und wir fahren wirklich mit Mega-Auto. Ich habe auch das Glück, mit Mantai zu fahren, mit dem GT3R. Und die machen einen perfekten Job. Das ist wirklich ein sehr professioneller Team. Die sind sehr engagiert, sehr alle Details zählen. Und bis jetzt sieht man, dass wir noch toi 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 keine Strafe bekommen, keine Probleme, alles läuft nach Plan und so kann man dieses Rennen gewinnen, ohne Probleme. Sonst das ist der Pace ist so stark und jeder pusht so viel, dass sobald man ein Problem hat, ist das vorbei. Wir haben irgendeinen Funkspruch mitbekommen, dass dein Teamkollege bzw. dein Markenkollege Mathieu Jaminet im Porsche, dass da eventuell eine Strafe anstehen könnte. Das wird jetzt noch geprüft. Wir werden da natürlich dranbleiben. Wir sehen ihn hier gerade in der Hohenrhein-Schikane. Aber das ist natürlich auch, das kann immer passieren. Wir haben es in der Nacht gesehen. Maxi Götz hat sich eine Strafe eingehandelt. Das ist extrem schwierig. Es gibt also in der Nacht, ich muss ehrlich sagen, diese Gelb, Doppelgelb war schwierig zu sehen. Code 60 geht, weil es eine ganz andere Farbe, aber zwischen der weißen Flagge, also wir haben in der Nacht so Staffel, keine Flagge, und zwischen weiß und gelb war Sicht sehr schwierig zu erkennen, weil wir haben gelbe Scheinwerfer. Scheinwerfer. Da ist die Strafe, ganz kurz, sie ist zu 33 Sekunden, der kriegt die Strafe, ist also jetzt bestätigt worden. Minimum Pitstop Time, das ist ärgerlich, weil das ist ein blöder Fehler. Ein bisschen zu viel am Limit, aber da sieht man, dass für Podium zu kämpfen, muss man am Limit sein, muss man jede Zehntel rausholen in der Box. Und das war ein bisschen zu früh raus wahrscheinlich. Schade, die waren sehr gut unterwegs, aber 33 Sekunden ist noch 7 Minuten 40 zu fahren. Also kann noch viel passieren. Wir gehen mal ganz kurz runter zu Anna, die steht nämlich in der Boxengasse. Anna? Richtig, Roland, ich stehe in der Boxengasse und ich wollte einmal erklären, wie das hier mit dem Tanken funktioniert. Das funktioniert nämlich im Prinzip genauso, wie Sie das von zu Hause kennen. Tankrüssel rein und gib ihm. Und der Sprit, der kommt hier aus dieser Tanksäule. Sieht auch ein bisschen antiquiert aus, muss man sagen. Also es ist tatsächlich auch wie ganz normal an der Tankstelle. Und dann haben wir hier einen Zettel, da wird das Auto eingetragen und die Säule und wie viel Liter abgegeben wird. Das werden wir gleich mal schauen. Und dann muss hier der Marschall unterschreiben später. Was kostet denn der Spaß hier? Das weiß ich leider gar nicht genau. Die Antwort hören wir jedes Jahr. Ist teuer, oder? Ja, auf jeden Fall. Können Sie vorne an der Tanksäule sehen. Okay, also da vorne ist nochmal eine Tankstelle. Da können wir nachher mal den Preis nachschauen. Ja, und ich würde gerne eine Frage an euch beide, Roland, geben. Und zwar habe ich mich gerade selbst gefragt, tanken die hier voll, damit sie möglichst lange fahren können? Oder tanken die nicht ganz voll, um Gewicht zu sparen? Und vielleicht ein bisschen öfter zu stoppen. Das wäre jetzt eine Frage, die mich mal interessieren würde. Und das könnt ihr mir beide doch jetzt bestimmt wunderbar erklären. Das können wir selbstverständlich. Aber ich habe natürlich den Experten hier neben mir. Kevin, kannst du das erklären? Wie viel darf getankt werden? Also jede Klasse hat eine Fuel-Kapazität, also wie viel man tanken darf. Aber mit unserem Auto tanken wir immer voll, immer 8 Runden zu fahren auf diese Streckevarianten. Es ist sehr selten, dass man 9 Runden schaffen kann, nur mit sehr, sehr viel Code 60 und alles. So, wir tanken immer voll und versuchen so viel Runde zu fahren wie möglich.
Sicher ist es ein Vorteil, leichter zu sein, aber man verliert mehr am, wenn man immer weniger tankt und eine Runde weniger macht, ist man vielleicht schneller auf der Gerade. Da hat es einen Unfall. In Exit Galgenkopf. Oder? Was ist das AMG? Schwierig zu sehen. Schwer zu sehen auf der Döttinger Höhe. Uiuiui. Da haben wir heute und gestern in der Nacht auch schon einige Unfälle gesehen. Das ist genau Exit Galgenkopf. Schwierig zu sagen, wo er die Leitplanke berührt hat. Ja. Das ist sehr, der zweite Teil vom Galgenkopf kriegt man sehr viel Untersteuern und man muss schnell sein, weil der Exit ist sehr wichtig wegen der langen Gerade. Mhm. Und dann, wenn man ein bisschen zu viel Untersteuern hat, kann man in der Wiese, zwei Räder in der Wiese auf der Exit sein und dann ist es sehr schwer, da das Auto zu verlieren. Ich vermute, dass es so passiert ist, aber ziemlich starker Crash. Z4. Z4, ja. Startnummer 50, das ist der SP9LG, das ist der letzte eingesetzte GT3 BMW, also das Vorgängermodell von dem M6. Das ist natürlich auch bitter, das ist ein ganz besonderer Wagen. Da sitzt Jörg Müller mit drauf, einer der Nürburgring-Helden. Und wir hoffen, dass da jetzt nichts passiert ist. Ich glaube, der Fahrer steht links hinter der Leitplanke. Also das sah nach einem heftigen Crash aus. Das natürlich jetzt wird wieder ein Code 60 wahrscheinlich dann hervorrufen. Das wünscht ihr euch nicht unbedingt, ne? Na, es ist wünscht keiner. Der Crash war ziemlich heftig und dann zurück. Wir haben sehr viel Vorsprung, also 2 Minuten 36 im Moment auf Mathieu Jaminet. Aber wenn man so einen Code 60 hat auf Döttinger Höhe, wo man sehr, sehr viel Zeit verliert, weil normalerweise fahren wir hier auf der Stelle vielleicht 220, da muss man 60 fahren. Und wenn wir diese Code 60 haben und die anderen nicht haben, weil das Auto weg ist, wenn die ankommen, gewinnen die easy 30, 40 Sekunden auf uns. Und das kann man sehr schnell, deswegen kann man sehr schnell den Vorsprung verlieren. Da sieht man, glaube ich, Michael kommt an. Mhm. 120 und der 60 ist auf der linken Seite kurz vor dem Unfall. Das heißt, wenn es jetzt freigegeben wird, darf der andere hinter euch herkommende, in dem Fall Mathieu Jaminet, schneller heranfahren und holt euch wertvolle Sekunden auf. Ja, es ist sehr viel. Deswegen versucht man immer mit dem, hat man viel gepusht, um den Mercedes, ich habe viel gepusht, um den Mercedes zu überholen oder da zu bleiben, weil wenn man einen Abstand von 20, 30 Sekunden hat zum Vordermann, das kann easy was passieren, dass es einen Code 60 gibt für uns und nicht für den und dann verliert man 20, 30 Sekunden sehr schnell. Deswegen dieser komfortable Puffer, was wir haben, ist sehr gut, aber kann auch sehr schnell weggehen. Deswegen müssen wir weiterhin pushen und versuchen, keinen Fehler zu machen. Sicher ein bisschen weniger Risiko als die anderen, aber ja, muss man trotzdem drauf bleiben und versucht, diesen Abstand zu behalten. Das heißt, immerhin immer weiter Sprintrennen über 24 Stunden, auch trotz komfortabler Führung. Wir haben eben in dem Zweikampf Jaminet gegen den Mercedes gesehen, Christian Hohenadel. Immer auf der Döttinger Höhe, wenn man gedacht hat, der Hohenadel kann sich jetzt ransaugen mit dem Slipstream, ist Jaminet trotzdem weiter vorne geblieben. Es schien so, dass der Porsche ein bisschen mehr Körner hat. Ja, die sind sehr stark beim Rausbeschleunigen und ich würde sagen bis 230, 240. Und dann der zweite Teil von Döttinger Höhe gehört uns. Wir sind da ein bisschen stärker. Wir fahren auch ziemlich wenig Abtrieb. Die sind auch stärker als wir in der langen Sektor, also Wippermann, Brünchen bis Döttinger Höhe, weil die da, denke ich, ein bisschen mehr Abtrieb als wir haben. Sind immer eine Sekunde schneller, dafür sind wir ein bisschen schneller auf Döttinger Höhe. Und das ist immer, da muss man schauen, wo unsere Stärke, wo unsere Schwäche ist. Und das habe ich versucht zu finden in meinem ersten Stint hinter Maro Engel, der sehr stark war. Und ich war immer ein bisschen zu weit nach Galgenkopf, um zu überholen auf Döttinger Höhe. Aber ja, das ist jeder Auto, das ist was Gutes. Und ich denke, der BOP ist wirklich gut gemacht dieses Jahr, wenn man sieht die Theoretical Rundzeit, also wenn man jeder schnellste Sektor von jedem Hersteller nimmt, sind wir sehr nah aneinander. Leider hat BMW deren Auto sehr, sehr früh verloren, aber ja. Jetzt sind wir onboard hier bei Raffaele Marciello. Ja, wir müssen noch mal ganz kurz auf die Strafe zu sprechen kommen für den Frigadelli Porsche. Wie kann das passieren? Da ist doch ein gelernter Ablauf. Da wird man freigewunken
und dann hat er ihn zu früh freigewunken, oder wie ist das dann passiert? Ja, wir kriegen normalerweise am Funk einen Countdown, für uns zum Beispiel von unserer Pitbox müssen wir bei 7 Sekunden losfahren, das heißt, wir haben 7 Sekunden von unserer Pitbox zu Boxenausfahrt und Fricadelli ist ziemlich weit früher, so die müssen vielleicht 20 Sekunden losfahren und vielleicht haben die einen sehr, sehr guten Start gemacht. Wir haben Automatik-Clutch, also Kupplung auf dem neuen R und neue GT3 R und da vielleicht ist ein Fehler passiert, sehr, sehr guter Start oder der Fahrer ist ein paar Zehntel früher ans Gas gegangen. Ich glaube, die Lina ist jetzt gerade unten bei dem Team mit dem verunfallten Fahrzeug. Lina, bitte. Ja, es ist ja eigentlich unangenehm, dass man immer dann angerannt kommt, wenn es gekracht hat. Ihr habt vorhin ja guten Job gemacht. Dir geht's hoffentlich gut. Und Tristan, wie geht's bei euch jetzt weiter? Ja, also wir gucken, dass das Auto jetzt hier hinkommt, aber ich denke, das war's. Also den Diffusor haben sie hinter der Leitplanke gepackt und das sieht jetzt nicht so gut aus. Überall Flüssigkeit auf der Fahrbahn. Seid ihr trotzdem, weil die sagen, erstmal Auto her und gucken und wenn es geht, nochmal alles geben und weiterschrauben? Ja, also ich denke mal, das war's, weil wir haben auch schon die ganze Nacht durchgeschraubt, neuen Motor reingemacht und der Schaden sieht schon ganz schön groß aus. Alles klar, dann erstmal zurück in die Werbung. Zurück am Nürburgring und bei mir ist immer noch Kevin Este und wir haben gerade ein bisschen gefachsimpelt. Wie bist du durch die Nacht gekommen? Konntest du schlafen? Konnte ich schlafen? Und er hat mir verraten, was sehr, sehr selten passiert bei den Fahrern. Er konnte tatsächlich ein bisschen schlafen heute. Ja, mein Ingenieur war sehr nett mit mir. Der hat mir einen guten Doppelsinn gegeben am Anfang der Nacht und ich war um 11 Uhr ungefähr fertig und bin wieder ins Auto gestiegen um 6 Uhr heute früh. So, das war gut. Ich habe ein bisschen mehr als 4 Stunden geschlafen in einem Stück und das ist sehr selten beim 24-Stunden-Rennen. So, das war gut. Wir waren gerade bei Frank Stippler on board. Der liegt gerade auf Position 5 in seinem Phoenix Audi. Davor Christopher Hase, also die Audi-Jungs, die machen hier ordentlich Pace. Davor ist noch ein Mercedes und dann die beiden Porsche. Und da haben wir einen Mercedes, Nico Bastian mit Ausritt. Uiuiuiui. Das war Arenberg, glaube ich. Arenberg, das ist ja. Also Exit Schwedenkreuz. Der Kurve hat man 250, 255 Minimum Speed in Schwedenkreuz. Und glaube ich, hat er das Auto verloren oder verschätzt mit Verkehr, weiß ich nicht. Und dann, aber ist gut gegangen. Hat er das Auto gefangen in der Wiese. Aber das kann sehr, sehr schlimmer Unfall passieren da. Also Nico Bastian, der fährt, glaube ich, seinen dritten Stint inzwischen. Dem Jelmer Burmann ging es nicht gut, denn es war übel und deswegen musste der so viel fahren. Ich hoffe nicht, dass das damit zusammen, also bei der Überrundung. Ja, der kleine Auto, dieses Auto, diese Opel Astra ist übrigens ziemlich langsam. Mhm. Der macht gut Platz, aber der Geschwindigkeitsunterschied war vielleicht da 150 km/h. Und ich glaube, der Opel Astra hat rechts geblinkt, aber der hat, denke ich, der Mercedes hat sich vorher entschieden, nach rechts zu gehen. Mhm. Und da war wenig Platz. Boah, der hat gut gefahren. Einzige Chance, da vorbeizukommen und Glück, dass er nicht gegen die Planke knallt. Ne? Ja, der hat gut gefangen. Der Opel Astra könnte wahrscheinlich nicht viel machen. Der hat sich entschieden, nach rechts, hat auch rechts geblinkt, aber in der Kurve, wenn man sich früh entschieden, man kommt mit 250 und das andere 100 oder 130 hat, dann gibt man nicht zu viel Zeit zu entscheiden. Wenn man der falsche Seite genommen haben, kann man nicht nach links auf einmal abbiegen. Das ist zu schnell dafür. Gut gemeistert, aber hätte schlimmer sein können. Keine Chance mehr zu reagieren. Ja, das war auf jeden Fall eine prekäre Situation. Wir sehen mal ganz kurz auf den Gesamtstand. Dein Fahrzeug, der 911er mit Michael Christensen, ist in Führung, gefolgt vom Fricadelli Porsche, Mathieu Jaminet. Und dann haben wir den ersten Mercedes, den Mannfilter, die gelbe Mamba. Und dann kommen die beiden Audi, der Christopher Hase und der Frank Stippler auf 4 und 5. Und dann eben dieser Nico Bastian im Mercedes, der sich da gerade noch so famos gefangen hat, auf 7. Marcel Fessler, ein weiterer Audi, Thomas Jäger im Mercedes auf 8, Haier auf 9, Mercedes und dann haben wir noch einen Porsche, den 12er Porsche. Ja, das 12. läuft ganz gut für euch hier, ne? Ja, im Moment sind wir gut unterwegs. Schade für der Strafe von Mathieu, aber im Moment haben die 7 Sekunden Vorsprung auf der gelben Mamba.
werden die 30 verlieren, also 23 hinten, aber der Rennen ist noch lang und ich glaube, der Fricadelli Porsche hat sehr gute Pace, aber Marcello auch. Die haben übrigens, glaube ich, Hohenadel nur für Einzelstint reingemacht und Marcello wieder rein. Marcello und Götz, denke ich, sehr, sehr starke Fahrer, die sehen ein bisschen schneller aus als die beiden anderen auf dem Auto. Aber man sieht jetzt viele grüne Sektor, also der Strecke ist gut. Nach der Nacht, der Grip war auch richtig gut. Jetzt ist noch kühl genug, dass der Motor sehr viel Leistung hat und die Strecke nicht zu kühl, dass der Reifen gut funktioniert. Und man sieht einige guten Sektorenzeit und der Strecke ist im Moment sehr schnell. Strecke ist das Stichwort. Unten in der Piste, in der Boxengasse tut sich was. Anna und Felix, ich sehe euch. Ja, Roland, ich habe jetzt gleich hier in der Boxengasse Schicht. Ich treibe mich dann nochmal hier um die Strecke herum in den nächsten Stunden. Aber Felix, löst mich ab. Felix, hast du gut geschlafen? Ja, aber viel zu kurz. Ja gut, das ist kein Wunder hier. Bevor ich an dich abgebe, lösen wir einmal kurz nochmal hier den Zwischenstand unseres Expertentipps auf. Es liegen immer noch Alex und Dirk vorne und auch Yves. Und wer sich jetzt wundert, warum Yves auf einmal auch die 911 hat, hier stand mich vorher nur die Nummer 1. Da hatten wir uns vertan. Es ist jetzt kein fieser Versuch, die Yves nach vorne zu mogeln. Wir haben den Videobeweis. Sie hat tatsächlich den 911er auch getippt. Den 48er, den hatte tatsächlich nur Lina auf dem Schirm. Alle anderen lagen komplett falsch, hier Ritchie ganz raus und auch Roland mit seinem Tipp. Und den 31er Fricadelli hatte überhaupt gar keiner auf der Rechnung. Du? Ich auch nicht. Felix, mit diesen Worten gebe ich jetzt mal an dich ab. Ich melde mich später nochmal von der Nürburg, da freue ich mich schon. Felix, viel Spaß für dich jetzt hier in den nächsten Stunden in der Boxengasse. Danke. Wir freuen uns auf dich gleich, ne? Erhol dich gut, ne? Und hier wirklich Lina im Moment mit der Drittplatzierten, mit dem Mercedes-Mann-Filter, Fachfrau, also das scored unsere Lina. Und die ist jetzt, glaube ich, beim Team Thailand. Und Lina, ich bin mal gespannt, was du uns da zu erzählen hast. Ja, ich habe mir eine schwer internationale Box ausgesucht, Box Nummer 7. Und hier drüben ist Hofer Racing bei Monk Motorsport. Da teilen sich zwei Deutsche mit zwei Japanern das Lenkrad von einem BMW i240 Racing. Aber hier drüben, da sitzen die Thailänder und die sind auch immer noch ordentlich am Kämpfen. Ein Fahrzeug ist schon raus, die 119 und die 120 ist immer noch mit dabei. Die hatten einen verdammt lange Anreise und ich muss jetzt mal gucken, ob die fit sind. Vielleicht haben die so einen Jetlag, dass das hier genau das Richtige für sie ist. Excuse me, can I ask you one question? So, do you have a jetlag? When did you come here and how is the racing going for you so far? When did you come here? It's like 5 days ago. Mm-hmm. Yeah, and how the race is quite good, I think. Is it the first time for you guys or have you been here plenty? No. This is a six years, yeah. And so the 119 is out, 120 is doing well so far, or did you have any issues? Not issues, we're landing well, mm-hmm. And we are landing, I think it's the third right now. Yeah. I have to say, you have a very trendy setup over here. Also Sie sind das sechste Mal mit dabei und ich muss sagen, Japan da drüben sieht auch schon sehr aufgeräumt aus, aber Team Thailand hat ja wirklich hier das Design-Guru abgeschossen. Und wir haben die komplette Truppe begleitet, wie sie von Bangkok nach den Nürburgring gereist sind. Thank you. Danke schön. Einmal um die halbe Welt, nach über 14 Stunden Anreise, endlich angekommen, die Fahrer des Toyota-Teams aus Thailand. ผมชื่อณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะครับผมชื่อสุทธิพงษ์ธมิตรชาติครับจากทีมกาซูและทีมไทยแลนด์ Jedes Jahr heißt es für sie raus aus der 8 Millionen Stadt Bangkok. Ein kleines technisches Problem natürlich bei so einem 24-Stunden-Rennen muss die Technik auch 24 Stunden halten und manchmal gibt es da kleine Aussetzer, das bitten wir zu verzeihen. Da werden wir sicherlich gleich noch diesen schönen Beitrag sehen von Team Thailand. 30 Nationen sind hier und tatsächlich kommen die aus Neuseeland, aus Thailand, aus Japan.
Kevin Estre kommt aus Frankreich. Genau. Nicht so weit die Anreise, aber du bist ja auch schon so gut wie in Deutschland angekommen. Sprichst hervorragendes Deutsch, bist verheiratet mit der Deutschen und bist auf jeden Fall schon ein Kind des Nürburgrings. Ja, ich habe zwei Jahre in Düsseldorf gewohnt. So, es war fast mein Heimstrecke. Aber jetzt seit 4 Jahren in Österreich. Aber der Dialekt, Vorarlberger Dialekt, kann ich noch nicht, aber ich versuche mein Bestes mit Hochdeutsch. Aber ja, es war lustig zu sehen, der Japaner sehr ordentlich japanische Box, weil die sind so, ich liebe Japan und ich finde die Leute so cool und das nur der Kommunikation ist immer sehr schwierig. Also zwei Deutsch mit zwei Japaner am Auto, kann ich mich vorstellen, dass es schwierig ist, auf Nordschleife die Strecke, Abschnitt zu sagen und Code 60 und alles, aber ja, das ist cool zu sehen, dass Thailänder kommen und Japaner hier kommen auf der Nordschleife, auf diese mythische Rennstrecke. Nur eine ganz kurze Erklärung für unsere Zuschauer. Wir haben jetzt hier nach wie vor diesen Splitscreen, wo wir im großen Fenster also das Team Thailand zeigen, die Vorbereitung. Das ist natürlich höchst interessant. Links in diesem kleinen Fenster, das ist der sogenannte Splitscreen. Und da haben wir ein leichtes technisches Problem. Ich bitte das zu verzeihen. Wir machen ein bisschen Radio, aber man kann gerade, glaube ich, erkennen, wir sind on board mit Christopher Hase, während wir das Team Thailand sehen. Wir haben eben ein bisschen Toyota beleuchtet. Ganz interessant, Morizo ist auch dabei. Der fährt also in einem Supra. Und das ist niemand anders als der Firmenboss himself, Akio Toyoda. Und die haben ja auch seit letzter Woche nach Le Mans ein bisschen was zu feiern. Wie siehst du die Geschichte Le Mans, vor allen Dingen Le Mans und Toyota? Ja, das ist cool, dass die endlich gewonnen haben. Leider ist der Konkurrenz nicht mehr so stark wie vor 2 Jahren oder 4 Jahren mit Toyota und Audi und Porsche. Aber Toyota macht einen mega Job, die machen sehr wenig Fehler, die haben sehr zuverlässige Auto und sehr schnell. Die helfen, die supporten auch der WEC, die bleiben da als Hersteller, erster Hersteller in der LMP1 und das ist sehr wichtig für die Meisterschaft. Aber ich glaube, wenn man Le Mans gesehen hat, das war ziemlich eindeutig, dass stärkste Klasse war der GTE Pro. Da waren wir 17 Autos, 17 professionelle Autos mit Hersteller, also voll Werksteam, Werksfahrer überall. Und das war ein sehr harter Kampf. Und ich hoffe, dass der Top-Klasse von der WEC in den nächsten Jahren wieder neue Hersteller bekommt. Also auf jeden Fall zwei für die Saison 2020-21 mit Toyota und Aston. Und ich hoffe, ein paar mehr wird kommen und ein paar Zuschauer zurückzukriegen. Top-Kategorie in Le Mans auch. Ne? Top-Kategorie haben wir hier auf jeden Fall am Nürburgring. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Kevin, ich hoffe, du hast noch ein paar Minütchen Zeit Danke. Für uns. Wir ja, sind noch, gleich wieder da. Ja. Zeit. So, ich beginne jetzt mal ein echtes Boxenhopping. Das ist jetzt meine persönliche Challenge des 24-Stunden-Rennens. Und jetzt hier wieder bei Fricadelli Racing. Und für euch heißt ja Racing diesmal wirklich kämpfen, 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 schrauben. Dann wird auf der Strecke auch noch nach vorne gekämpft. Wie geht's dir denn? Hast du eine Sekunde geschlafen? Nein. Keine einzige. Das ganze Team sieht so ein bisschen zerknittert aus mittlerweile. Ja, guck mal. Wie geht's dir? Oh, geht schon. Geht schon. Aber da ist man doch stolz, wenn man dann auch noch Fahrer hat, die auch noch so viel auf der Strecke geben, wenn ihr schon hier so viel gebt, oder? Ja, genau. Deswegen heißt es ja Team, weil man ein Teamarbeit ist. Das gehört zum Motorsport dazu. Manche verstehen das mehr, andere weniger. Ihr seid auf alle Fälle immer vorne mit dabei. Ihr seid ja auch die alten Hasen hier am Nürburgring. Und von dem her ist es ja für euch eigentlich hier schon eine Kür, oder? Ja, genau. Ja, und das Einser-Auto so weit vorne zu haben, ist natürlich auch eine super Sache. Ja gut, ich drücke euch die Daumen. Wir gehen mal noch weiter in die Box, weil ihr habt jetzt gleich einen Boxenstopp. Ich halte den mal nur von seiner Arbeit ab. Mal gucken, wer hier sonst noch rumsteht. Er darf jetzt gleich raus und ins Auto einsteigen. Lass mal auch in Ruhe. So, hier sitzen noch ein paar müde Gesichter rum. Hallo. Sprichst du Deutsch? No. Where are you from? Britain. Britain? What's your car? What's your car number? 58. 58. So how's the race going so far? So far so good. Yeah, you're pretty chilled, no? Tired. Or are you just tired? Yeah. Okay. How many times have you been to the Nordschleife so far? Yes, müde. How many times have we been to the Nürburgring?
Also er kommt aus England, er ist schon schwer müde und jetzt muss er sehr, sehr lange nachrechnen, wie oft er hier war. Es für mich ein Indiz ist, dass er schon einige Mal. I think you have been here plenty, otherwise you wouldn't have to count. If it would have been like three times, you already would have been. So good luck for you guys. What's your car? Porsche 911. Oh, do you like Porsche? Ja, blöde Frage, ne? Okay, also ich glaube, ich lasse die mal noch ein bisschen schlafen. Der schläft mit offenen Augen. Da hinten steht auch schon wieder einer, der Mustang. Es gibt übrigens zwei Mustang und vielleicht wisst ihr da draußen, welcher Mustang mit einem Unicorn unterwegs ist. Ich habe das Ganze auch schon mal irgendwo gepostet gehabt. So, da draußen im Fahrrad. Wir können eigentlich auch mal ins Fahrerlager gehen, gucken, was da so los ist. Weil hier sitzen die wahren müden Geister. Hier gibt es Securities. Hallo, möchtest du mir auch was erzählen? Ich kann dir nichts erzählen. Nein? Ach komm. Geht's dir gut? Warum siehst du denn so frisch gewaschen aus? Ja, weil ich die ganze Nacht durchgearbeitet habe. Ja, genau, das sieht man dann morgens so aus, siehst du? Das sind die jungen Wilden des Nürburgrings. So, und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen behind the scenes. Da liegen noch ein paar neue Reifen. Hier wackeln noch ein paar müde Geister rum. Die Besucher, die verstecken sich meistens hier hinten, weil sie hoffen, dass sie hier irgendwo Kaffee schnorren oder kaufen können. Und ich nehme euch einfach mal jetzt hier hinten mit in die nächste Box und schau mal, wie es denn, guck mal hier, schau mal der Arme. Sollen wir mal kurz wecken? Guten Morgen. Hallo. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Team? Und wie viele Stunden hast du schon geackert am Stück? Ja, was ist jetzt für Zeit? Das ist ein gemeiner Überfall, ne? Genau, sehr gemein. Mit Kamera im Gesicht, mitten vom Schlaf. Aber gute Nachrichten, du hast genau 3 Minuten geschlafen, fühlt sich wahrscheinlich an wie eine Stunde. Ja, also ich bin jetzt seit 18 Stunden dran, zurück zur Frage. Und es geht noch etwa 7, oder? Ich glaube, ich lasse ihn mal. Okay. Ich drücke euch weiter den Daumen. Ich lasse ihn weiter schlafen. Wir machen übrigens gerade so ein bisschen Freestyle, weil wir haben ein kleines technisches Problem. Aber ich freue mich, dass ich hier für euch da sein darf und dass wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch hinter den Szenen zeigen können, hinter den Boxen. Guck mal, da geht die Tür auf. Das ist doch das perfekte Zeichen für mich. Hier sind von Toyota Racing. Who speaks English of you guys? Anyone? No? Japanese? I can speak Japanese. Do you speak English? No. Damn it. Okay, how's the race going so far? Like this? The race? Nürburgring? Yeah. Yes. Japan? Yeah, okay, gut. Also wir verstehen uns, das wäre schon mal geklappt. Dann gucken wir mal kurz an die Box. Da steht auch schon einer und ist ausgefallen. Das ist natürlich immer traurig, vor allem wenn man so weit angereist ist. Wobei, da wird noch geschraubt. Also ich glaube, hier gibt es noch ein bisschen Hoffnung. Und was man leider nicht mit dem Bild übertragen kann, aber was ich ja liebe beim 24-Stunden-Rennen, ist der Geruch. Nicht der Geruch der Mechaniker, sondern der Geruch der Fahrzeuge. Wenn die reinkommen, die sind heiß gefahren, da riecht es immer so ein bisschen nach verbranntem Gummi, nach Kupplung, leider auch bei manchen Fahrzeugen. Aber dieser ganz spezielle Motorsportgeruch, das ist das, was ich wirklich heiß und innig liebe. Wir gehen mal raus, da ist auch schon wieder ein Boxenstopp. Und ich hoffe, dass genau, ah, da ist dieses Parfum. Ich wünschte, ich könnte es übertragen. Schau mal, hier ist wieder eine Frau. Wir fokussieren uns mal kurz auf die Frauen hier im Team. Du sprichst Deutsch? Jawohl. Du hast auch die Nacht durchgemacht? Ja. Bei welchem Team bist du und wie geht's euch? Uns geht's ganz gut. Wir sind Hartz mit Motorsport. Wir sind ziemlich schnell im Feld unterwegs, hatten aber heute nicht nach 4 Stunden Getriebeschaden und mussten den Getriebe wechseln. Also ja, alle haben das gleiche Schicksal hier, alle kämpfen, alle schrauben und alle wollen am Ende ins Ziel kommen. Wir haben noch ein paar Stunden. Ich gebe noch mal kurz ab in die Kommentatorenbox, aber wir zeigen euch noch ein paar Bilder hier unten. Okay, Lina, ja, das war ja mal ein Action-Walk. Und wir sehen hier im kleinen Fenster gerade eine wirklich, jetzt sehen wir es in der Onboard, eine ganz haarsträubende Szene. Das Bruderduell, Frank Stippler an Christopher Hase vorbei auf der Döttinger Höhe. Da gab es eine Berührung. Hab noch nicht gesehen. Und dann hier an diesen Trucks vorbei. Der Kevin sitzt immer noch neben mir, Kevin Hesse. Da ist ja auch mal ganz kurz die Luft angehalten worden hier, ne? Ja, es war knapp. Die haben Side-Draft gespielt auf der Gerade und dann nach Antonius Bucher, also nach dieser ganz schnellen Links, was man voll fährt mit 2,75, 2,70, ist da Stippler irgendwie mehr nach links gekommen und Pase, denke ich, ist ziemlich gerade gefahren, aber Stippler hat wahrscheinlich der Truck gesehen mit dem Abschleppwagen vor sich und der wollte auf jeden Fall nicht bremsen, denke ich, und hat versucht, mehr nach links zu gehen und dann gab es eine Berührung side by side mit 2,75, es war
richtig also heftig. Und ja, zwischen Markenkollege ist wahrscheinlich ja, bei Audi. Ich kann sagen, kurze Atemaussetzer bei den Markenkollegen. Stippi, so wie er heißt, und Hase haben auch zusammen hier schon mal gewonnen vor ein paar Jahren. Also das war wirklich, jetzt sehen wir es nochmal. Also Wheel to Wheel, da gibt es den Kontakt. Es war kleiner Ausritt, ne? Ja, Stippi war ein bisschen im Gras, ist er zurückgekommen, und Hase hat auch, also beide haben in deren Richtung gelenkt, und ja, ist schwierig zu sagen, aber es war auf jeden Fall ein harter Manöver für Markenkolleg. Kevin, ihr seid in Führung. Ich weiß, du musst zurück, hast dich hier zu mir hochbegeben. Super gut, war total nett. Freue mich sehr, dass du hier warst. Jetzt gebe ich dich wieder frei an dein Team. Du musst ja auch noch mal ran heute und musst dich noch ein bisschen ausruhen. Alles Gute, danke, Kevin. Schön. Danke. Das war richtig toll mit dir. Danke. Und tollen Tag und viel Erfolg auf jeden Fall noch. Viel Spaß, ciao. Dankeschön. So, und wir sehen im großen Fenster das Weltbild, also sozusagen das Feed, was von dem Rennen serviert wird, ist wieder da, und wir können also wieder richtig Programm machen. Und wir sind bei diesem Bruderduell wieder hier, die beiden Audi R8 LMS, Frank Stippler gegen Christopher Hase. Also das ist jetzt hier gerade nervenaufreibend. Ich glaube, da in Ingolstadt werden auch ein paar Atemaussetzer herrschen. Dass die sich dann nicht in die Karre fahren. Und der Kevin Ester hatte mir noch ein bisschen Info mitgegeben. Wir sind auf dem Zeitenmonitor gewesen und wir haben gesehen, das, was der eben so super erklärt, dieser Code 60 auf der Döttinger Höhe, das war genau der Moment, in dem der... Jetzt kommt das Überholmanöver. Nein, doch nicht. Aber wir sind natürlich live und müssen dann dranbleiben. Um das ganz kurz zu Ende zu führen, also der Code 60 hat dem Michael Christensen, also den führenden Porsche, rund 40 Sekunden gekostet, denn er fuhr durch und nach ihm wurde der Code 60 aufgelöst und Jaminet und Marciello, die kamen in ihren in den Porsche und den Mercedes hinterher, konnten also wieder voll fahren und haben so 40 bzw. 35 Sekunden aufgeholt. Also Michael Christensen jetzt nur noch 1 Minute 46 Vorsprung vor Mathieu Jaminet. Wir sind wieder auf der Döttinger Höhe, eine Runde später hier, wo es eben passierte, die beiden Audi. Frank Stippler jetzt vorne und Christopher Hase hinterher. Wilder Seitenwechsel. Naja, also das sind schon Kumpels, die wollen sich hier natürlich aber trotzdem nichts schenken. Frank Stippler, ein ganz alter Hase. Und jetzt nutzt Hase, der richtige Hase, den Slipstream und zieht sich und wieder übers Gras und schiebt sich vorbei. Gleiche Situation wie in der Runde davor. In dem Moment Christopher Hase mit der gleichen Taktik angesaugt, ein bisschen übers Gras gegangen und den Windschatten ausgenutzt. Also die beiden, die machen richtig Spaß. Bin mal echt wirklich gespannt, ob die sich danach noch die Hand geben. Klar, das sind Kumpels, aber das ist ja wirklich ein Mega-Fight. Jetzt der Konter von Stippler, Grand Prix-Strecke. Außen anfahren, den wird er innen versuchen. Aber Hase kann ihn jetzt erstmal blocken. Jetzt hier der Turn 1. Jetzt geht es ums Rausbeschleunigen. Es geht hier um die Position 4. Audi gegen Audi. Bisher kaum was zu sehen von den Ingolstädtern. Die sind hier ein ganz einsames Rennen gefahren. Ein bisschen unter dem Deckmantel. Wurden gar nicht richtig wahrgenommen. Und jetzt plötzlich sind die vorne bei der Musik. Die beiden hier. Und Marcel Fessler ist auch nicht weit. Der hat im Übrigen aber gerade übergeben, Fessler an Winkelhock. Trotzdem, die sind auch noch unter den Top 10. Wir sind aber weiter bei diesem Duo, die uns hier wirklich Freude machen. ...2012, da haben die hier zusammen triumphiert, Frank Stippler und Christopher Hase für Audi im Phoenix Audi. Und wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Fast die gleiche Situation wie eine Runde zuvor. Hase ein bisschen über die Rabatte, ein bisschen Gras hoch, hat aber trotzdem den Slipstream, den Windschatten ausgenutzt, sich rangesaugt und kann sich vorbeipressen. Stippler versucht hier noch so ein paar Tricks, links, rechts, lässt dann aber natürlich fair die Tür auf. Die wollen sich ja auch nicht wirklich in die Karre fahren. Das war ein Riesenmanöver und das verspricht natürlich einiges. Denn die nächste Runde und die nächste Döttinger Höhe kommt natürlich. Und die sind ja jetzt Rad an Rad.
Frank Stippler jagt jetzt hier durch Hatzenbach live Christopher Haase hinterher. Gilt natürlich jetzt dran zu bleiben und dann in den neuralgischen Punkten wieder den Konter anzusetzen. Also das ist wirklich ein tolles Duell. Beide super, super erfahren, beide super Typen, beide extrem gute Rennfahrer. Ich glaube, meine Kollegin Yves Scher, die sitzt jetzt zu Hause und guckt schön auf dem Monitor. Die hat ja auch eine Pause verdient und die sitzt im Hotel, im gemeinsamen Hotelzimmer ist ja ihr Mann, der Frank Stippler, und die hält auch die Daumen und ich hoffe, die kann sich trotzdem ein bisschen entspannen. Wunderbar, wie das hier aussieht, da über das Schwedenkreuz, dann rein in die Arenbergkurve und dann runter in die Fuchsröhre. 11% Gefälle, rund 2,30, 2,40 gehen die GT3-Autos hier runter und das sind alles fast blinde Kurven. Man fährt da in so einen Tunnel rein, links und rechts die Bäume, ist auch alles schattig und dann geht es hier in den Gegenhang, Adenauer Forst, gleich die langsamste Stelle. Auf der Strecke hohe Curbs in der Schikane und dann wieder voll raus beschleunigen, Metzgesfeld. Frank Stippler kennt die Strecke natürlich in- und auswendig. Und wir sind beim Führenden, Michael Christensen. 1 Minute 40, sein Vorsprung ein bisschen geschmolzen. Mathieu Jaminet dahinter, allerdings trotzdem noch komfortabel. Ich habe es erklärt, das liegt an dieser Code-60-Zone. Im Bereich Döttinger Höhe nach diesem Unfall. Er hat diese Code-60-Zone passiert, durfte dort also nur 60 km/h fahren. Nach ihm wurde diese Unfallzone aufgelöst und die hinter ihm fahrenden Position 2 Jaminet und Marciello im Mercedes konnten da wieder voll angasen. Das heißt, die sind da mit 2,40, 2,50 durch. Dementsprechend ist der Vorsprung geschmolzen. Ist natürlich Pech. Ganz einfach Pech. Hier wieder das Duell. Breitscheid, tiefster Punkt der Strecke und jetzt hoch. Exmühle Bergwerk. Hier geht's voll. Die beiden Audi auf dem Bodenblech. Frank Stippler muss dranbleiben. Christopher Haase hat vorne ein bisschen Lücke gerissen. Aber diese Passage, die ist wirklich spektakulär. Niki Lauda-Kurve und dann hoch. Bis zur Steilstrecke, da geht es richtig voll. Einer der schönsten Streckenabschnitte. Kesselchen, Klostertal, das ist wirklich spektakulär. Sie sehen auch diese Lichtunterschiede. Erst das grelle, gleißende Gegenlicht. So wie jetzt. Und dann ist man wieder in den Schattenbereich. Die Augen müssen sich dran gewöhnen. Ist nicht so einfach für die Rennfahrer. Die kennen das natürlich, aber trotzdem, da muss man gehörig aufpassen. Vor allem bei Tempo 240. Und dann sind immer noch langsamere Autos, die überrundet werden dazwischen. Also das ist wirklich heikel. Da haben wir schon einige Unfälle gesehen. Jetzt geht es hier zum Karussell. Und hoch zur Hohen Acht. Der höchste Berg der Eifel, nicht der höchste Punkt der Strecke. 17% Steigung. Wer hier mal mit dem Rad hochfährt, du liebe Güte, das ist richtig anstrengend. Jetzt ein sehr beliebter Abschnitt. Wippermann-Eschbach da oben. Die alte Wippermann-Strecke, sehr huggelig, sehr bucklig. Deswegen Wippermann, die Autos, die wurden dort immer so ein bisschen aufgewippt. Und wir sind nach wie vor bei der Hatz. Frank Stippler on board hinter Christopher Haase her. Brünnchen, die Fans sind jetzt auch inzwischen aufgewacht. Lange Nacht gehabt teilweise. Und sehen so eine Renn-Action. Ja, was ist passiert? Eine Menge ist passiert. Nach einer langen Nacht. Guten Morgen vom Nürburgring.
Gestern am Samstag 15:30 Uhr der Start. 158 Autos sind da ins Rennen gegangen. Die Spitzengruppe, rund 60 GT3-Autos sind hier. 35 GT3-Autos sind am Start. In der Spitzengruppe sind 60 Autos und einer von denen dreht sich hier unten. Wir sehen den weißen BMW M6 mit Augusto Fahrfuß. Den hat es richtig gebeutelt, direkt in der ersten Kurve. Der Nissan dreht ihn hier um. Er verliert wertvolle Zeit. Enges Getümmel, das war eine der prominentesten Opfer da in der Startphase. Dann war Porsche gegen Mercedes. Das Thema in der ersten Rennstunde. Lance David Arnold in der gelben Mamba muss sich hier beugen. Der Porsche hat richtig Dampf gemacht. Maxi Götz sieht's mit Unmut. Dann aber der Vorjahressieger, Wagen Nummer 1, der Mantai Porsche mit Reifenschaden. Heftiger Verlust. Der Reifen wirklich komplett abgerieben, musste sich auf der Felge hier zurückkämpfen und dann ein Schockmoment. Der Octane Ferrari 488 GT3 in Flammen. Das war eine ganz heikle Situation. Der Fahrer hat es ein bisschen zu spät gesehen, wollte noch zur Box zurück und plötzlich steht das ganze Auto in Flammen. Und dann stehen die Nerven in Flammen bei BMW. Der Rowe-Ausfall, Rowe 1, 98 und Rowe 2, 99. Beide Autos aus dem Rennen, die Top-Favoriten purzeln. Und der nächste BMW purzelt rückwärts in die Leitplanke. Timo Scheider im Schnitzer BMW, heftiger Einschlag. Mit dem Hyundai von Andy Gülden, ganz routinierte Leute, dicke Freunde. Zum Glück nichts passiert, aber BMW muss schwer bluten. Drei der absoluten Top-Autos da schon raus. Und jetzt das Top-Überholmanöver. Kevin Estro war eben hier noch bei uns. Das Ding hat er da rausgehauen auf der Döttinger Höhe, Top-Speed. Er hat es eben erklärt. Der Dirk Müller geht ein bisschen links rüber. Rechts sehen wir diesen langsameren Wagen und drückt ihn quasi auf die Wiese links und der Kevin Esso zieht durch. Er hat keine andere Wahl, er kann nicht bremsen, zieht durch und fängt das Auto super und bringt es nach vorne auf 1 und diese Position halten sie noch. Und hinten dieser Crash, da mussten wir die Luft anhalten, das war wirklich haarsträubend. Code 60 missachtet, nicht gesehen von dem langsameren vorfahrenden Auto und der Nissan mit Topspeed hinten drauf, zum Glück auch nicht verletzt. Dann der Führende in der Nacht. Beim Bremsscheibenwechsel alles gut gegangen, aber Adam Christodoulou dadurch in die Führungsposition gerutscht. Wir sehen, der Porsche fährt raus, aber der Black Falcon in dem Moment auf 1. So etwa um 11 Uhr in der Nacht, halb 12 und dann das. Der Führende, Adam Christodoulou, wieder auf Startziel, will hier innen vorbei, dann zieht der Supra, der Toyota Supra, rechts rüber, hat ihn nicht gesehen und schießt den Führenden aus dem Rennen. Ganz, ganz knifflige Situation. Adam Christodoulou sieht die Situation, denkt, der Supra lässt ihm Platz, aber der will ja auch sein eigenes Rennen fahren und fährt rein und macht ihm die Tür zu, unabsichtlich, Lenkstange gebrochen, Lenkgetriebe defekt und wir sehen es jetzt an der Reaktion, das war's. Bitter, bitter, der Führende ist raus. Adam Christodoulou untröstlich geht hier noch zu seinen Mechanikern, entschuldigt sich, natürlich trifft ihn eine gewisse Teilschuld, aber in solchen Unfällen ist es immer schwer, die Schuld zu suchen, klar zuzuweisen. Wir sehen jetzt hier Maxi Götz, im Mannfilter, rums, überholt von der Flunder, der Glickenhaus, super gut im Rennen, war zu dem Zeitpunkt auf Podiumskurs, hat nachher dann aber leider einen Unfall gehabt und ist zurückgespült worden, fährt aktuell auf 17 und hier der nächste Aderlass von BMW M6, der Walkenhorst, das Schwesternauto schon früh im Rennen weg, der 101er, jetzt die 100 auch weg vom Fenster, 5 BMW M6 aus dem Rennen und René Rast hier etwas abgeblasen, abgetrieben worden, abgedrängt worden, Kontakt mit Tristan Wautier und dann geht René Rast in der Folge doch vorbei und dann ist die Nacht vorbei und der Morgen kommt und der Morgen bietet ein super Duell, minutenlang oder ewig lang, rundenlang, hier der Porsche gegen den Mannfilter Mercedes und dann packt sich hier Mathieu Jaminet den Christian Hohnadel auf der Grand Prix Strecke, der hat ein bisschen Pech, weil er von der
auf seiner Linie von einem langsamen Auto geblockt wird. Aber das war ein super Manöver von Jaminet, der sich hiermit die Position 2 im Rennen erkämpft. Zieht sich dann später aber eine Strafe zu, muss die gleiche noch absitzen. Und hier sehen wir das Bruderduell. Audi gegen Audi, Christopher Haase gegen Frank Stippler. Richtig dicke Kumpels. Und der muss über die Rabatte und presst sich da außen vorbei bei Topspeed. Das war wirklich eine super haarige Situation. Stippler, Haase, das sind richtig dicke Kumpels. Die haben 2012 zusammen hier schon gewonnen und das haben wir eben gesehen. Der Konter kam dann eine Runde später. Haase wieder vorbei an Stippler. Die Reihenfolge. Der Porsche mit Michael Christensen am Steuer, der Däne, eben Teamkollege und Kumpel von Kevin Aston, die sind ja zusammen Weltmeister geworden. Der führt hier vor dem Markenkollegen der Frikadellen-Porsche mit Mathieu Jaminet, vor dem Mercedes mit Raffaele Marciello. Auf der zweiten Seite sehen wir oben noch den dritten Porsche unter den ersten 10, der Lamborghini, der hat es geschafft, der Huracan GT3 unter die ersten 10. Und dann haben wir Mercedes, Mercedes, BMW und dann sehen Sie selbst Ihre Lieblinge. 17, der Glickenhaus, Fernandes Laza. Ja, nach diesem Crash, da musste repariert werden, haben sie wertvolle Plätze verloren. Trotzdem ein super Rennen, was die Jungs hier fahren. Dieser Prototyp von James Glickenhaus, die Scuderia. Und jetzt, wo noch knapp 7 Stunden zu fahren sind. Wissen wir auch von Kevin Nester, der hat uns das eben erklärt. Fehler dürfen hier immer noch nicht passieren. Jetzt, das haben wir gesehen, das waren die Sheriffs. Die rufen jetzt den Frikadellen-Porsche rein. Der muss seine Strafe absitzen. Der hat die Mindeststandzeit unterschritten. So, jetzt habe ich es aber. Der ist zu früh losgewunken worden und ist aus der Box raus und kriegt eine 32-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Die muss er jetzt absitzen. Deswegen standen die beiden Herren da mit den Lollipops. Und wir sehen, der Mannfilter-Mercedes kommt auch rein zum regulären Stopp. Das wird innerhalb des regulären Stopps auch abgewickelt. Das heißt, der muss da vorne erst rechts abbiegen. Wir sehen den Führenden, der kommt zum regulären Stopp. Fahrerwechsel. Rund 3 Minuten müssen die in der Box stehen. Mindeststandzeit. Genug Zeit zum Tanken, genug Zeit zum Reifenwechseln und zum Fahrerwechseln. Aber eben nicht für den Frikadellen-Porsche. Der muss vorher abbiegen und muss dort 32 Sekunden stehen, bevor irgendwas passieren kann. Wir sehen, die Fahrer machen eine kleine Übergabe, helfen sich auch noch beim Anschnallen. Das ist ziemlich eng da im Cockpit. Und wir sehen, der ist schon in der hohen Rheinschikane, der Frikadelli Porsche. Das ist der Zweitplatzierte im Rennen. Und der wird jetzt gleich hier nach der Schikane rechts abbiegen in die Boxengasse. Und dann das tun, was Fahrer gar nicht gern mögen, stehen bleiben. Die Rennleitung steht schon bereit. Das ist die Truppe von Walter Hornung. Und da sehen wir mit der Stoppuhr händisch Time Penalty 33 Sekunden aufgebrummt bekommen. Und dann wird dieser Lollipop nach oben gedreht. Und dann steht dahinter auf grün: Junge, du kannst. Horrorzeit für den Fahrer. Das kommt einem wie Stunden vor. Schmort da in dem Cockpit, wird natürlich auch Position 2 dadurch verlieren. Das war eine heikle Situation hier.
Unsafe Release würde man das nennen, wenn er aus seiner Box losgefahren wäre. Da kam nämlich ein schnelles Auto auf der Fastlane an. In dem Fall haben aber ihn die Leute von der Rennleitung losgelassen. Und das ist natürlich eine ganz heiße Situation. Da kommt ein schneller Wagen rein. Hat er zum Glück gut gemacht. Der Jaminet hat es erkannt und hat noch abgebremst. Das hätten die jetzt gar nicht brauchen können. Hier noch ein Crash in der Boxengasse. Und das ist jetzt der reguläre Stopp. Also ein bisschen mehr als 3 Minuten plus diese 30 Sekunden. Das ist ziemlich teuer. Von rechts sehen wir jetzt Christopher Haase on board durchs Karussell. Mantai ist wieder unterwegs. Laurenz Wantor hat übernommen von Michael Christensen und onboard Raffaele Marciello. Ist der zweite im Rennen. War ja schon in der Box. Das wird eine ganz knappe Kiste übrigens. Der Fricadelli Porsche wartet auf den Release. Er ist schon auf der Döttinger Höhe, der Raffaele Marciello. Wird das reichen? Wir haben jetzt keine mitlaufende Uhr. Das wird natürlich, jetzt werden Sekunden zu Stunden. Wann kann er los? Tiergarten. Und jetzt geht es hoch in die Hohen rein. Schikane. Der Porsche steht immer noch in der Box. Das wird reichen für den Marciello. Kommt jetzt auf die Startzielgerade und hat natürlich viel mehr Tempo. Das ist der Positionswechsel für den Mercedes-Mannfilter. Raffaele Marciello schiebt sich da also mit Tempoüberschuss vorbei auf die Position 2. Wir sehen an der Ausfahrt auch die weiße Linie. Oh, das wird doch nochmal knapp. Nein, er ist natürlich schon vorbei. Da habe ich fälschlicherweise den herannahenden Mercedes dort für den Mannfilter gehalten. War natürlich Quatsch. Also Positionstausch, Marciello auf 2. Und der Fricadelli Porsche jetzt mit Sven Müller am Steuer auf Position 3. Eine teure Strafe, die er sich da eingefangen hat. Und jetzt haben wir mal Zeit durchzusortieren. Die ersten 10 waren jetzt alle in der Box. Boxenstopp bereinigt, wie es heißt. Laurenz Wantor im Porsche 911 beim Mantai auf der Position 1. Der Mannfilter Mercedes mit Marciello auf 2. Sven Müller sehen wir hier auf Position 3 im Fricadellen Porsche, im Audi Christopher Haase auf 4, gefolgt von Frank Stippler, Markenduell auf 5. Dann haben wir einen weiteren Mercedes, Nico Bastian auf 6, Markus Winkelhock im Audi auf Position 7. Dann haben wir den zweiten Mantai Porsche, der noch im Rennen ist, mit der Nummer 12. Maximilian Bug auf 9 im Mercedes HTP und 10 Renger van der Sande.
und da sehen wir die Situation nochmal. Der Mann filter vorbei. Und da kommt erst der Frikadellen-Porsche. Danke nochmal für die Nachlieferung an die Regie. Sehr gut zu sehen, der Positionstausch. Und ja, das ist der Nürburgring. Raffaele Marcello in der Fuchsröhre. Und wir sehen auf Position 11, sehen wir natürlich nicht, machen ein bisschen Radio, ist der Mercedes AMG GT3 mit Sebastians Vettel. Vettels Bruder Fabian Vettel ist auf der Strecke und mein Kollege Felix Görner war natürlich nicht weit, war dabei, als es losging und das schauen wir uns jetzt mal gerade an. Und hier wird kräftig gewinkt, ein Vettel kommt an die Box. Fabian Vettel mit seinem Mercedes AMG mit der Startnummer 18. Fabian Vettel, der Bruder des viermaligen Weltmeisters Sebastian Vettel, der jetzt hier einen Doppelstint fährt und der sich wirklich gut macht, nimmt doch mal ein Schlückchen aus dem Trinkschlauch und an seinem Auto werden jetzt alle Räder gewechselt und auch vorne an den Bremsen. Der Bürger zeigt das jetzt mal, da muss jetzt noch mal justiert werden, wahrscheinlich auch eine neue Bremsscheibe draufgesetzt werden. Da schauen wir mal ganz genau zu. Fabian Vettel, der hier in diesem Team mit drei Rookies fährt von vier Fahrern und die machen das wirklich sehr, sehr gut im Moment. Das Ziel sind ja die Top 10. Wir schauen mal ins Cockpit rein bei Fabian Vettel. Da hat er die Trinkflasche, greift noch mal ans Lenkrad und ja, das war so sympathisch, als er gestern bei Nitro dann um die Mitternachtszeit so live erzählte, wie das für einen Rookie ist. Nachts hier rumzufahren, da hat er ja gesagt, Mensch, ey, die erste Runde hier nachts, das ist irre. Da wäre er fast eigentlich aus dem Auto rausgegangen, weil er so heavy ist. Aber er macht sich gut, der Fabian Vettel. Also man sieht auch vorne, der Bürger kann das nochmal zeigen, also wirklich vorne an der Vorderradbremse wird an den Scheiben gearbeitet. Aber das Auto läuft im Moment störungsfrei. Und es wäre wirklich super für das Team, wenn die dann unter die ersten 10 kommen würden. Das wäre wirklich ein Riesenerfolg auch. Und Sebastian Vettel, der fährt ja heute den großen Preis von Frankreich und startet von 7. Und das wäre natürlich klasse, wenn Fabian Vettel hier bei seiner Premiere auch besser abschneidet als Sebastian dann in Frankreich. So ein kleines Bruder-Battle, das wäre wirklich super. Also, er ist jetzt bereit zum Boxenstopp, um wieder rauszufahren. Checkt nochmal alles schön, hat schon wieder die Hände am Lenkrad dran. Konzentriert sich nochmal, das Auto wird abgelassen und hinten nochmal vollgetankt. Wir gucken gerade, im Moment hat er 84 Liter getankt bekommen. Und jetzt wird gleich auch der Tankrüssel abgezogen. Und dann wird Fabian Vettel, der Architekturstudent aus Heppenheim, der wird dann gleich wieder auf die Strecke gehen. So, der Daumen ist oben und die Startnummer 18, Fabian Vettel, kann jetzt gleich wieder auf die Strecke gehen. Viele drücken ihm die Daumen, gerade so einem Rookie. Das ist was ganz Besonderes mit so einem Auto mit über 550 PS. Und damit wieder hoch zu euch, zu Roland in die Kommentatorenbox. Ja, danke. Danke, Felix. Also der GetSpeed Performance Mercedes jetzt aktuell auf Position 8 liegend. Ist ja auch ein ganz witziges Duell.
Der kleine Vettel im Mercedes und der große im Ferrari, natürlich in unterschiedlichen Rennserien. Wollen wir es nicht überstrapazieren, ist aber auf jeden Fall sehr schön, dass der kleine Bruder auch seine Fußspuren im Motorsport hinterlässt. Wir sind bei großen Fußspuren hier. Das ist nämlich der Mantai, das ist der Führende mit Laurens Vanthoor auf der Grand Prix-Strecke. Und wir sehen auf unserem Zeitenmonitor, der hat wieder Zeit rausgefahren. Also der Mantai scheint tatsächlich einfach ein paar mehr Körner zu haben. Das haben wir ja eben schon erörtern können. Also die Sekunden, die er da verloren hat, die hat er noch nicht ganz wieder reingefahren. Aber der Vorsprung eben vor diesem Auto hier, Raffaele Marcello, beträgt jetzt eine 1,59,5. Also er hat da deutlich draufgepackt. Und der Kevin Estra hat uns erzählt, genau auf diesem Streckenabschnitt hier auf der Döttinger Höhe, da haben die Porsche 911er ihren Vorteil. Sie können hier einfach ein bisschen mehr Power raushauen. Und diese Streckenabschnitte mit diesen engen Kurvenradien, wo der Mercedes ein bisschen besser auf der Bremse ist, der bringt eben nicht so viel Zeitvorsprung. Also Laurens Vanthoor mit knapp 2 Minuten Vorsprung vor Marcello und Müller im Fricadelli Porsche knapp dahinter. Also das ist das Duell um Position 2 und dann das Positionsduell um 4. Das findet statt zwischen Christopher Haase und Frank Stippler, die Markenbrüder, die Buddies, die Kumpel, die 2012 zusammen hier am Nürburgring triumphieren konnten mit diesem Mega-Zweikampf, den wir da eben gesehen haben auf der Döttinger Höhe. Da sind wir jetzt genau an dieser Position, wo wir gerade den Fricadelli Porsche vorbei brausen sehen. Also das war wirklich eines der Highlights. Duell Stippler gegen Haase. Und auf Position 6 ein weiterer Mercedes, Nico Bastian. Der hatte eben auch einen Atemaussetzer, einen Moment da in Arenberg, wo er rechts ausweichen musste, diesem Opel. Das hat er super abgefangen, aber da mussten wir kurz mal schlucken. Das war wirklich eine ganz prekäre Situation. Da sieht man aber, dass diese Profi-Rennfahrer einfach über ein super Gefühl verfügen, in solchen Situationen das Richtige zu entscheiden. Nicht immer natürlich, aber in diesem Moment war das ganz eindeutig der richtige Impuls, nach rechts zu lenken. Das sind die beiden Audi hintereinander. Wir sehen, Stippler musste ein bisschen abreißen lassen. Haase jetzt schon mit 2-3 Sekündchen Vorsprung. Und da haben wir Nico Bastian im Mercedes AMG. Ich hatte es erwähnt, der musste dreifach stinten. Kollege Jelmer Burmann mit einer Übelkeitsattacke im Auto. Dem ging es richtig mies, sodass der Nico Bastian da einspringen musste. Machte aber hervorragend, wie wir sehen. Pilotiert hier auf Position 6. Und da sehen wir es. Schwarz auf weiß. Porsche, Mercedes, Porsche, Audi, Audi, Mercedes. Wer jetzt erst dazu schaltet und einen BMW vermisst, den muss ich enttäuschen. Der beste BMW aktuell, M6, GT3 Alexandre Imperatore auf Position 12. Und das ist eine Hiobsbotschaft für alle Fans der bayerischen Motorenwerke. 5 der 6 GT3 BMWs hat es ereilt. Heftige Crashes haben wir gesehen, viel Pech im Verkehr. Und schon früh sind die beiden Rowe ausgeschieden. Dann hat es den Schnitzer BMW erwischt, beide Walkenhorst. Und jetzt hält also der Falken BMW die Fahne hoch. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind dann gleich wieder zurück hier mit der Action am Nürburgring. Zurück am Nürburgring mit dem Führenden, mit dem Mantai Porsche, und der macht es ein bisschen spannend. Da sehen wir, der ist wirklich am Limit, das hat Kevin Estre eben gesagt, der Führende. Du bist hier 2 Minuten in Front, aber du hast keine Sekunde, du darfst dir keinen Fehler erlauben, denn du musst am Limit fahren.
Denn das machen die anderen auch. Und jetzt sind noch 6 Stunden und 31 Minuten zu gehen. Und da kann so viel passieren. Deswegen gibt es da nichts anderes. Das ist ein Sprintrennen für alle Beteiligten. Und deswegen dieser kleine Ausritt von Laurens Vanthoor im Porsche 911. Aber sah nur spektakulär aus. Der hat das natürlich im Griff. Das ist der Drittplatzierte. Fricadelli Porsche. Sven Müller da am Volant. Vorbei an diesen Fanscharen. Im Pflanzgarten, das ist wirklich toll. Ich glaube, da erwachen jetzt auch die Gemüter langsam, aber sicher hier im Schwalbenschwanz. Rechts und links die dollsten Bauwerke sind da aufgetürmt. Die Leute sind wirklich kreativ. Und wir sind on board bei Christopher Haase, dem Viertplatzierten. Ebenfalls ein Schwalbenschwanz. War ja eben ein tolles Duell, das er sich da geliefert hat mit Frank Stippler, dem Markenkollegen. Und jetzt auf der Döttinger Höhe wieder durchladen. Das nutzen die Fahrer ja, wenn sie nicht gerade in Zweikämpfe verwickelt sind, wirklich, um den Pin durchzutreten und dann ein bisschen zu funken mit dem Team, ein bisschen zu trinken vielleicht auch und mal ein bisschen durchzuatmen. Es sei denn, es gibt Rad-an-Rad-Duelle, das ist in dem Fall nicht der Fall. Fabian Vettel chancenlos hier gegen den Audi von Christopher Haase. Der Rookie muss da auch noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber Entschuldigung, Christopher Haase ist hier natürlich eine ganz große Nummer am Nürburgring. Aller Ehren wert, dass er den da so sauber vorbeilässt. Das muss man ja auch können. Fabian Vettel auf Position 11 geführt in seinem Mercedes, in seinem Rookie-Jahr. Letztes Jahr ist er auch hier schon gefahren im Audi TT Cup. Hat er da einen relativ heftigen Einschlag gehabt in der Mühlenbach-Schleife. Abgeflogen, eingeschlagen in diesem Markenpokal. Da müssen die jungen Fahrer durch, sich ihre Sporen verdienen. Das hat der hier übrigens auch getan, Bastian, Nico Bastian im Mercedes. Inzwischen auch ein routinierter Mann, lange im GT3-Sport unterwegs. ADAC, GT Masters, Blancpain, überall schon gefahren und der kann das. Das ist ein richtig guter Mann. Und ein richtig guter Mann steht jetzt übrigens hinter mir. Peter Ritchie Reichert ist da. Ich freue mich über die Ablösung. Ich hoffe, du konntest ein bisschen schlafen und... Nein, nicht schlafen, okay. Aber Ritchie, du hast noch genug Power, das sehe ich dir an. Du übernimmst die nächsten Stunden. Viel Spaß und alles Gute. Danke. Viel Spaß beim Rennen noch. Ja, Rolando, vielen, vielen Dank. Und schönen Sonntag noch. Und den haben wir jetzt hoffentlich auch hier auf der Rennstrecke, während da schon wieder der eine oder andere Staub aufwirbelt auf dem Geläuf. 25,378 Kilometer lang. Guten Morgen auch an die Rennsportgemeinde draußen, die uns bei Nitro hoffentlich noch immer, also ihr habt hoffentlich keine einzige Sekunde den Fernseher abgeschaltet. Und wart live die ganze Zeit mit dabei, wenn wir euch hier durch die Nacht getragen haben. Mittlerweile das Tageslicht wieder voll da und Sicht kann jetzt kein Argument mehr sein, beziehungsweise fehlende Sicht. Das ist eben jetzt alles richtig hell erleuchtet und wir beginnen diese Schicht mit Raffaele Marcello, dem richtigen Glüher aus Italien. Ja, da sind sie alle sehr, sehr begeistert, seit er in Diensten der AMG GT3-Truppe aus Affalterbach ist. Raffaele Marcello, der sich ja bekanntermaßen das Auto teilt mit Maximilian Götz, mit Christian Hohenagel. Und der vierte Mann an Bord dieses Autos ist Lance David Arnold. Der wird heute auch noch mal ins Auto steigen. Aber jetzt erst einmal ist Marcello dran. Das hat auch einen guten Grund. Ja, nicht nur Mechaniker schlafen, auch ein Kuscheltier braucht so bisweilen seine Auszeit. Das war vorher das Abschiedsgeschenk für einen der Streckenposten, glaube ich, oder für den Streckenpostenchef. Jetzt
zeugt direkt daneben ja, die Karosserie da zeugt davon, was für eine verlustreiche Schlacht die 24 Stunden am Nürburgring sein können. Zurück auf der Strecke mit Frank Stippler an Bord des Phoenix Audi mit der Startnummer 4. Im Moment auf Position 5 liegen. Das ist eine schöne Audi-interne Hetzjagd, denn nur 7 Sekunden davor vierter Land-Audi mit Christopher Hase an Bord, also die 29 vor der 4. Die beiden also auf den Plätzen 4 und 5. Vorne hat sich jetzt über den letzten Stunden nichts geändert an den Fahrzeugen. Es ist immer noch die 911 vorne und nächste leichte Berührung, zum Glück nur leichte, der Wochenspiegel Ferrari, die Startnummer 11. Keilwitz hat sich da gerade noch einmal retten können, wird den Kontrahenten dann gleich überholt haben. Aber das war auf jeden Fall eine brenzliche Situation. Ja, und wer keinen Liegestuhl abbekommt, der muss eben auf dem Boden schlafen. Aber das ist jetzt natürlich nach den langen Strapazen. Das Rennen ist ja mittlerweile über 17,5 Stunden alt. Ist das natürlich dann auch völlig egal, wo man sich zur Ruhe bettet. Hauptsache, man bekommt vielleicht das eine oder andere Auge mal für ein paar Minuten oder vielleicht sogar für ein Stündchen zu. Das ist Christopher Hase, übrigens gerade angesprochen, auf der Position Nummer 4. Und der fliegende Wechsel zum Führenden, zu Laurens Vantor im Porsche 911 GT3 R des Teams von Olaf Mantei. Mittlerweile auch schon 14 Mal die Box aufgesucht. Im Moment aktueller Vorsprung 1 Minute 47,225 Sekunden. Das ist eine Menge Holz, sieht zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so aus. Aber nur ein ganz, ganz kleines Missgeschick und schon ist es essig mit dem Vorsprung. Also man darf sich auf diesem Geläuf und in diesem Rennen zu keinem Zeitpunkt in Sicherheit wiegen. Das wäre einer der fataleren Fehler, die man da begehen kann. Also Laurens Vantor, der ist natürlich durchaus Langstrecken erfahren genug, um dann zu wissen, dass er genau das eben nicht tut, sondern die Konzentration, das Level, das Mentale immer schön am oberen Rand hält. Laurens Vantor, da sehen wir ihn, Göttinger Höhe gleich hinter sich, dann Hohenrhein-Schikane und dann geht's über den Zielstrich und das wäre dann das Ende von Runde 113, die 114. folgt sogleich. Ach, guck mal, ist das eine Zigarre? Rauchen ist doch verboten in der Box. Hervorragend. Also, Sie haben auf jeden Fall auch trotz all der Müdigkeit den Schalk im Nacken nicht verloren. Das gilt ganz bestimmt auch für die Fans rund um die Strecke. Beispiel Wippermann und Beispiel Kathi Seiwert. Kathi, Vater und Sohn sind bei dir. Du wirst uns gleich aufklären, welcher Vater und welcher Sohn. Bitte. Ja, hier am Wippermann habe ich jetzt ein Vater-Sohn-Gespann getroffen. Seit wann seid ihr denn schon hier? Wir sind gestern Mittag gekommen, also zum Start schon. Und wo schlaft ihr? Hier auf dem Campingplatz auch, oder? Wir haben uns eine etwas ruhigere Stelle im Auto gesucht, im Auto geschlafen und jetzt um 7 Uhr wieder an die Strecke. Kommt ihr denn jedes Jahr oder ist es jetzt das erste Jahr für euch? Wir sind, seit der Mathis 4,5 ist, sind wir hier. Und ich glaube, mit einer Unterbrechung seitdem jedes Jahr. Okay, das heißt, das ist jetzt für dich auch nichts Neues mehr. Was ist denn, ist es trotzdem noch besonders, oder? Ja, vor allem, weil Car Collection dieses Jahr so gut dabei ist und auch mit vorne mitfährt und nicht wie letztes Jahr irgendwo ganz in die Hütte. Ein echter Fan also. Müdigkeit ist da wahrscheinlich auch egal, oder? Ja. Ja. Okay. Und aber hast du denn was geschlafen oder habt ihr jetzt durchgemacht? Ein bisschen. Bisschen Schlaf schon bekommen? Ja. Okay. Und wo geht's jetzt noch weiter? Geht jetzt einmal komplett die Strecke ab, oder was? Wir haben die Mountainbikes dabei. Wir werden jetzt hier noch den Streckenabschnitt bis Brünnchen runtergehen. Das ist eigentlich für mich das Schönste an der Nordschleife. Und dann ganz gemütlich wieder zurück ans Auto. Und ich glaube nicht bis zum Ende, aber
gegen Mittag dann nach Hause. Ja, das klingt auch gut. Ich glaube, ihr seid ja noch welche, die hier noch die Stellung halten. Und damit geht es dann auch zurück. Ja, da gibt es noch ein paar mehr, die hier die Stellung halten. Und wenn der junge Mann 4 Jahre alt war, dann würde mich jetzt mal interessieren, wir können Sie, glaube ich, im Moment nicht fragen, aber wann war wohl Nico Menzel zum ersten Mal im Schlepptau seines Vaters Christian zum ersten Mal an der Nordschleife bzw. beim 24-Stunden-Rennen? Vielleicht eine eher klein zu bewertende Information. Und vielleicht kriegen wir die auch noch raus. Wahrscheinlich schon im Kinderwagen, ganz genau. Ja, ein Kindergeburtstag ist das hier nicht, was sich auf der Strecke abspielt. Wir sind augenblicklich in Begleitung des Fricadelli Porsche mit der Startnummer 31. Dort sitzt mittlerweile der ehemalige Porsche Junior und auch diverse Male Porsche Carrera Cup, Porsche Supercup Gewinner Sven Müller am Steuer. Einer, bei dem Markentreue ganz besonders groß geschrieben wird, während alle anderen im Feld so mal auf jeden Fall mit einem Engagement bei einem anderen Hersteller geliebäugelt haben. Sven Müller hat das nicht, hat stets den Zuffenhausenern die Treue gehalten und eben wird belohnt mit einem Startplatz im GT3 Starterfeld der Marke aus dem Vorort Stuttgarts. Im Moment 3. Platz. Ja, wir haben es gerade vorher noch kurz in den letzten Atemzügen des Kollegen Roland Hofmann mitbekommen. Auch da eine Strafe ausgesprochen worden. 32 Sekunden, gleicher Grund. Flaggenregeln. Und es ist natürlich damit für die beiden, die sich da vorne schon seit gefühlt mehreren Tagen einen Zweikampf um Platz 2 liefern, nämlich den 48er Mercedes AMG GT3, die gelbe Mamba und eben jenen 31er Fricadelli Porsche. Hier sehen wir die Mamba und Berührung. Ja, das kommt natürlich immer mal wieder vor. Die sogenannten Backmarker, also die da hinterherfahren, die sind da oftmals nicht aufmerksam genug und in dem Fall war das so. Allerdings hat er ihn dann nur so leicht am Radkasten erwischt. Das ist dann kein Schaden, wegen dem man jetzt die tieferen Sorgenfalten auf der Stirn bei Mercedes bekommen muss. Aber hochgeschreckt sind die ganz bestimmt alle mal so ganz kurz vom Kommandostand. Raffaele Marcello Gelandlello, den kümmert das wenig. Das ist so eher so ein Rennfahrer digitalen Typs. Ja? Nicht viel reden, kein Aufhebens machen, reinsitzen ins Auto und feste gib ihm Raffaele Marcello. Und das tut er schon eindrücklich, seit er diese 24 Stunden in Angriff genommen hat. Günter Aberer, sein Teamchef, hat sich ja auch heute Nacht ausgesprochen positiv über ihn geäußert. Hier sehen wir die Kollision nochmal. Deswegen tapert der Günther da auch in seiner Box relativ aufgeregt umher, so wie ein Leopard im Käfig. Allerdings nichts passiert, kann in normalem Gang weitergehen. Und der zweite Platz, der ist ja noch lange nicht in Stein gemeißelt, denn Lello ist on a mission, man on a mission, 1:47, 1:47,151, nur noch der Abstand zum führenden Porsche mit der Startnummer 911. Jetzt wird es allerdings ein bisschen mehr, denn da steht der nächste Kontrahent ihm etwas im Wege. Zumindest so, dass er hat Gas rausnehmen müssen. Lello, aber der wird da nur kurz ein bisschen italienisch fluchen. Bei ihrem Stammitaliener lernen sie die entsprechenden Worte, meine Damen und Herren. Brauche ich jetzt nicht wiederzugeben, aber dann kurz schütteln und weiter geht's. Und das ist Maximilian Bug, über den haben wir auch noch nicht gesprochen. Hubert Haupt, Thomas Jäger, Luca Stolz sitzen da ebenfalls auf diesem AMG GT3 des Black Falcon Teams. Die sind aktuell auf Position 8 und haben derzeit eine Runde Rückstand, sind die ersten quasi mit einer Runde Rückstand. So zumindest weist es im Moment das Zeitentableau aus. Nach einem relativ ereignisreichen Tag und dann Abend bis an die Nacht hinein ist es dann des Nächtens, als sich die Dunkelheit herabgesenkt hat über Grand Prix Kurs und Nordschleife, dann relativ ereignisarm gewesen. Und das ist, glaube ich, das Auto, was gerade eben mit Raffaele Marcello leicht angestoßen ist.
Zumindest wären es mal die gleichen Farben. Die Lackierung betreffend. Ja, gucke mal. Habe ich auch mal recht gehabt. Da kommt er nämlich. Und das ist natürlich blöd. Erst den schnelleren übersehen und dann geht es selber nicht weiter. Der für den Porsche Cayman mit der Nummer 141. Ja, wenn man die Übersicht halt eben mal kurz verliert. Das kann so schnell passieren, ein solcher Fehler ist so schnell eingebaut. Das ist das Pixum Team Adrenalin. Also auch die Adresse, der Dirk Adorf ganz besonders vertraut an diesem Wochenende, nämlich für die vierte, allerdings einen BMW. Die haben aber auch noch zahlreiche Cup Cayman an Bord. Hier die Herren Ulrich Korn, Charles Oaks, Einar Thorsen und Matthias Beck-Wermert. Das sind die vier. Und der nächste, der steht, Reifenschaden beim Hyundai mit der 171. Auf der 35. Position immerhin geführt. Das Team, für das unter anderem Marc Basseng ins Lenkrad greift. Marc Basseng auch schon GT3 erfahren. Jetzt versucht der Hyundai so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ein Auto aus der TCR-Klasse. Ja, auch da ist die Reise zu Ende nach 17 Stunden und 45 Minuten. Also verbleiben summa summarum noch 6:15. Oben rechts im Bild seht ihr die Uhr runterlaufen. Also es ist noch eine Menge Wegstrecke übrig für die verbliebenen Autos im Feld. Die Ausfallliste jedoch ist schon ordentlich beträchtlich lang und stetig gewachsen. Aber wie gesagt, in den Nacht- und Morgenstunden dann nicht mehr so stark wie zuvor. Was auch wiederum eine ganz ordentliche und gute Nachricht ist. So, über den Strich für Laurens Vanthoor. Und dann geht's in Runde Nummer 115. Er also auf Platz 1. Dahinter Raffaele Marcello. Dann dieses Auto, die 31. Im Moment mit Sven Müller am Volant auf Position 3. Allerdings darf sich auch ein Sven Müller und auch ein Marcello nicht wirklich in Sicherheit wiegen. So von wegen, diese Plätze 2 und 3 seien hier schon in den Nürburgring-Asphalt gemeißelt. Ganz im Gegenteil, da hinten drücken die bis über weite Strecken dieses 24-Stunden-Rennens ihr verhaltensunauffälligen Audi. Aber jetzt kommen die in verstärkter Formation mit Frank Stippler auf der 5 und Christopher Hase sogar auf der 4. Im Übrigen hat Christopher Hase ja dieses Jahr schon 24 Stunden in Dubai gewonnen. Also der weiß durchaus, wie man einen solchen Marathon am Ende erfolgreich bestreitet. Die Abstände werden nämlich auch da immer kleiner. Müller hat auf Hase nur noch 14,5 und Stippler auf Hase 6,4. Also die beiden Audi liegen innerhalb von 21 Sekunden hinter dem Drittplatzierten. Und die nächste Gelbphase hier, das ist Döttinger Höhe. Und da wird vor allem jetzt gerade, eben weil da der Hyundai stand, wird gerade vor allem Sven Müller doch, sagen wir mal, eine etwas rüdere Sprache in Richtung Boxenfunk oder innen über seine Telemetrie absetzen. Ja, das kannst du jetzt gebrauchen, wie es Zahnweh. Du bist gerade auf einer Aufholjagd, du versuchst den Vorsprung, den der vor dir Fahrende hat, so langsam aber sicher abzuknapsen und dann kommt dir sowas in den Weg. Denn Marcello ist da schon länger durch. Also würde es mich nicht wundern, wenn beim nächsten Überqueren des Zielstrichs dann der Abstand ein deutlich anderer wäre. Unten läuft lief gerade noch einmal der aktuelle Stand durch. Das ist der führende Mann, Laurens Vanthoor. Im Moment 1 Minute und 32,7 nur noch vor dem Mercedes mit der 48. Marcello. So, Laurens Vanthoor, der wird dann jetzt, wenn er den nächsten Backmarker überrundet haben hat und dann auch jetzt ans Ende seines Doppelstints so langsam aber sicher herankommt,
glaube, das Erste, was der tut, ist, sich einen Happen zu genehmigen, weil es ist ja jetzt schöner Sonntagmorgen. Man sollte gemütlich frühstücken. Und Lina van der Maas tut genau das. Hat sich ein besonders schönes Plätzchen ausgesucht. Und ich sag mal, guten Appetit. Ja, ich bin mal kurz in die Küche von Team Black Falken geruscht, denn hier gibt es super gut Food. Also die Fahrer, die essen heute nicht mehr Nudeln, damit sie die ganze Nacht immer schön Power haben, sondern die sind ja im Auto auch wirklich am Kämpfen. Das heißt, man braucht auch fein abgestimmtes Essen. Und Yves ist hier schon mit am Vorbereiten, denn ich gebe gleich ab an Sie. Ich habe jetzt die Nacht durchgemacht. Yves muss jetzt den ganzen Tag durchpowern. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei komplett unterschiedliche Smoothies. Und was genau bekommen wir denn da? Beziehungsweise sind das dann auch Getränke, die Fahrer auch bekommen? Das sieht ja schwer abenteuerlich aus. Ist das meiner oder ist das Yves? Yum, yum. Das ist jetzt hier ein Smoothie, ich nehme. Okay, das ist ein Smoothie mit, da kommt jetzt Matcha rein. Matcha ist ein grüner Tee mit einer hohen Koffeinkomponente und sorgt dafür, dass sie halt für die Fahrer jetzt, speziell in der Nacht, lange auf einem anhaltenden Niveau auch wirklich konzentriert sind. Also der eine nimmt es in der Nacht, angepasst an die Fahrzeiten. Der andere braucht es eher morgens jetzt so in der Zeit, wenn sie sagen, was eigentlich jetzt bin ich ziemlich im Eimer, aber wir haben noch 6 Stunden zu fahren. Und je nachdem, wie derjenige es braucht, ist es dann eben darauf genau abgestimmt. Und das ist was, das machen wir jetzt für dich. Sieht viel leckerer aus. Gedacht, ja. Lina, ne? Ich freue mich da drauf. Ich bin froh, dass ich den bekomme. Was ist denn da jetzt drin, Markus? Das ist extra ein Immunstärkender Smoothie. Wir haben da 10% Kurkuma drin. Da ist Ingwer mit dabei. Wir machen das, ergänzen das jetzt noch mit einem sehr scharfen Saft, auch mit einem hohen Ingweranteil. Und dann bekommst du, haben wir hier vorne stehen, einen Manuka-Honig mit dazu. Der ist besonders immunstärkend. Und nach so einer Nacht wie heute sorgt er dafür, dass du nächste Woche nicht flach liegst. Ja, sauber. Also ich bin gespannt, ob mich das Ding jetzt gleich so fit macht, dass ich nachher wie ein Känguru da hinten durch die Box hüpfe. Du kriegst jetzt gleich von mir das Mikrofon. Und die Fahrer, die müssen wirklich körperlich alles leisten. Und Anna Nentwig, die hat mal ausprobiert, welchen Challenges man wirklich oder welchen Herausforderungen man sich da stellen muss. Die letzten Meter des Ritts durch die grüne Hölle. Das Fazit eindeutig. Eine Runde, sprich knapp 8 Minuten, war unsere Reporterin Anna Nentwich den Strapazen der Nordschleife ausgesetzt. Beim 24-Stunden-Rennen wird jeder Fahrer unter teils extremen Bedingungen zwischen 6 und 8 Stunden im Cockpit sitzen. Wir haben kaum Erholungsphasen. Die Konzentration über die ganze Distanz zu wahren. Es ist bernharte Knochenarbeit. Über das gesamte Jahr heißt es fleißig sein und trainieren. Nur wer zu 100% fit ist, kann über die gesamte Dauer auch voll konzentriert sein. Kleinste Unkonzentriertheiten bestraft die grüne Hölle brutal. Die Sanitäter im Medical Center wissen um die Gefahr der Selbstüberschätzung. Viele Unfälle passieren, weil die Fahrer nicht auf die Signale ihres Körpers hören. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, wenn der Kreislauf nicht mehr so funktioniert, das merke ich. Oder übermäßiges Schwitzen, übermäßiges Durstgefühl oder Erschöpfungszustände, das sollte man auch einschätzen und dann den Stint beenden. Mit dem Adrenalin der Nordschleife im Blut laufen selbst erfahrene Piloten Gefahr, ihren Körper zu überfordern. Um dieses Risiko der Selbstüberschätzung zu minimieren, nutzen einige Teams Hightech-Methoden. Das Team GetSpeed beispielsweise hat das sogenannte Stress-Level-Monitoring entwickelt. Über das Stress-Level-Monitoring können wir halt genau schauen, wie der Puls vom Fahrer ist, wie das Stress-Level ist und können auch über den Funk natürlich kommunizieren und den Fahrer halt einfach auf den Punkt sozusagen bringen, was natürlich sehr wichtig ist, weil der Fahrer hat auch ein gewisses Fenster, wo er funktioniert oder funktionieren muss und das können wir dadurch natürlich erzielen. Dieses Fenster, in dem der Fahrer seine maximale Leistung abrufen kann, wird als Fokuszone bezeichnet. In der Datenanalyse hier als grüner Balken dargestellt. Der blaue Graph zeigt Annas Stress-Level während ihrer Fahrt auf dem Beifahrersitz. An dieser speziellen Stelle hier war dein Stresslevel deutlich außerhalb der Fokuszone. Hättest du am Steuer gesessen, hätten wir dich gefragt, ob alles in Ordnung ist oder ob du ein Problem hast. Auch beobachten wir häufig, dass das Stresslevel der Fahrer zu niedrig ist. Gegen Ende der Runde war das auch bei dir der Fall. Meistens denken die Fahrer in solchen Situationen an etwas anderes oder sind unkonzentriert. Und genau dann wird es häufig gefährlich.
In solchen Situationen entscheidet das Team, ob es den Fahrer wechselt oder den Piloten per Boxenfunk anspricht und ihn so versucht, wieder in die Fokuszone zu bringen. Jeder Fahrer hat da so oder braucht eine andere Therapie sozusagen im Auto. Das wissen die Ingenieure dann aber alle. Die wissen genau, wie sie mit wem reden müssen. Und also wir sind da mittlerweile ein eingespieltes Team und das funktioniert perfekt. Möglich macht dies alles eine Uhr am Handgelenk der Fahrer. Sie sendet Daten, die in der Box in Echtzeit überwacht werden. Wir glauben, dass wir so nicht nur schneller sein können. Wir machen das Rennen auch sicherer und haben weniger Ausfälle. Und zudem glauben wir, dass wir so die Teamstrategie verbessern können. Das Stress-Level-Monitoring hat sich im Team GetSpeed als Unterstützung für die Piloten bewährt. Voraussetzung bleibt natürlich trotzdem, dass jeder Fahrer topfit ist. Ist das der Fall, kann man den Ritt durch die grüne Hölle zumindest ab und zu sogar genießen. Also hoffentlich sind nicht alle Top-Fahrern nur fit, sondern jetzt auch vor allem ich. Meiner sieht definitiv jetzt leckerer aus. Ich probiere mal ganz kurz. Oh, meiner ist schon mal lecker. Wie ist deiner, Lina? Meiner ist gewöhnungsbedürftig. Also es macht nicht immer nur die Optik. Aber das Schöne ist ja, Roland, komm mal ganz nah zu mir. Du musst jetzt auch mal hier live probieren. Schlückchen, Schlückchen, nichts verschütten, ne? Weil du musst ja auch noch ein bisschen durchhalten. Und Däumchen hoch in die Kamera. Sensationell. Markus, also du hast uns jetzt hier voll gepowert. Lina, du darfst dich jetzt erholen, oder? Ich gehe mich jetzt erholen, aber ich habe noch eine Frage. Ich bin Vegetarierin, ich freue mich sehr über diesen Gemüse-Obst-Mix. Aber was machst du denn mit den Fahrern, die echte Fleischfresser sind? Die gibt es ja auch. Ja, die gibt es ja auch, das ist ganz klar. Und letztendlich bin ich selber auch Fleischesser. Also gibt es auch noch am Büffel eine Auswahl mit Fleischprodukten. Aber generell sagt man schon, beim Rennen ein bisschen weniger Fleisch oder vielleicht auch gar keins, weil bei den 24 Stunden brauchst du es definitiv nicht. Da haben wir andere Möglichkeiten hier und die sind alle auch ohne Fleisch gut versorgt. Also die kriegen dann den Currywurst-Smoothie oder irgend sowas. So, ich gebe ab, wir sehen uns später wieder. Toi, 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 bei der Erholung. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine Massage, Lina. Das könnte man ja auch noch versuchen. Markus, komm, lass uns einfach mal schauen. Also es gibt ja nicht nur Flüssignahrung hier, ne? Und vor allem bist du ja nicht nur im Motorsport jetzt zum Beispiel hier bei den AMG-Werksfahrern und bei Black Falcon unterwegs, sondern du bist ja auch wirklich im weiteren Spitzensport unterwegs. Genau, richtig. Also ich arbeite hauptsächlich im Spitzensport, betreue den Deutschlandachter, jetzt gerade in der Olympia-Vorbereitung. Das heißt, wir haben die Ernährung am Stützpunkt in Dortmund komplett umgekrempelt, sowohl dann auch im Trainingslager und bei den Wettkämpfen. Also ein länger angelegtes Programm, wo wir sehr viel mit Partnern noch arbeiten, aber eben dann halt verschiedene Bausteine gemacht haben, dass einerseits die Sportler sich selber versorgen, übrigens auch mit so Smoothies, genau wie wir sie hier verwenden und ziemlich auch mit genau den gleichen Produkten. Der Koch ist mit involviert, also das ist ein ganz schönes Programm. Ich betreue jetzt gerade die Gina Lückenkämper, auch in der Olympia-Vorbereitung. Gesa Krause kennt man wahrscheinlich auch. Und das sind so die Felder, in denen ich bewege. Sind letztendlich die Ansprüche sind relativ gleich. Also man muss gucken, dass man eine Nahrung verwendet, Nahrung zuführt, die dem Körper möglichst viel Energie zuführt und den Körper nicht belastet, gleichzeitig Nährstoffdichte anpasst und dann an die Belastung eben anpasst. Das sieht beim Ausdauersportler ein bisschen anders aus als beim Sprinter. Aber letztendlich ist es halt so, dass Food is Fuel. Die Nahrung hat eine Funktion und darauf muss man achten und die stellen wir halt bei unserem Programm in den Vordergrund. Und apropos Fuel, Richie, du bist jetzt wieder da dran und zwar mit absoluter Renn-Action. Vorher aber bitte noch den Currywurst-Smoothie hier oben in der Kommentatorenkabine abzuliefern. Das finde ich toll. Die Mädels stehen da unten und lassen sich ein Leckerli nach dem anderen reichen. Und wir oben hier verdurschen hier. Aber das ist jetzt wirklich auch ein bisschen übertrieben. Also vielen Dank erst einmal für die Eindrücke aus der Black Falcon Küche. Und ganz erstaunlich, also der verantwortliche Mann arbeitet auf allen Gebieten, in allen Bereichen. Tina Lückenkämper von Krause, die kennt man aus der Leichtathletik. Die Ruderer hat er unter seinen Fittichen. Also, warum dann nicht auch noch mal ein Rennteam? Na, genau. Also, das waren sehr interessante Einblicke. Ernährung natürlich ganz wichtig. Ernährung, Fitness, sich ständig so zu halten, dass der Kreislauf schön hoch bleibt, dass vor allem die Konzentrationsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Und wenn Yves mich da unten noch hört, oh, wo der nächste Unfall. Oh, das sieht nach einem heftigeren Einschlag aus. Ich hätte jetzt sonst noch nach Schichtende den Gag mit dem Hopfen-Smoothie gebracht, aber der scheint mir jetzt eher unangebracht. Hier sehen wir es, Überholmanöver. Und das war... Ah, da hat's
der Wochenspiegel, war das der Wochenspiegel Ferrari, der da mit dem Porsche Cayman GT4 kollidiert ist in jedem Fall. Das würde ich ganz gerne nochmal in der Zeitlupe sehen, um mich da auf eine Schuldfrage ja, zu einigen. Andreas Patzelt jedenfalls an Bord des Cayman GT4 CS gewesen und jetzt natürlich auch mit der Fahrertür an der Leitplanke quasi angelehnt und das ist tatsächlich die Startnummer 15. Das ist der Car Collection Audi R8 LMS. Ich würde jetzt mal sagen, der war da schon ein bisschen sehr durchsetzungsfreudig unterwegs. Das heißt, den Cayman abgedrückt, aber vielleicht der Cayman auch den Audi erst zu spät gesehen, als der schon neben ihm war. Also Schuldfrage lassen wir in dem Fall mal offen. In jedem Fall ist klar, das Auto, das da an der Leitplanke steht und wo jetzt der Fahrer aus der anderen Seite raussteigen muss, beschwerlich genug bei der Fahrgastzelle, die in diesen Autos verbaut ist. Und wir sehen übrigens hinten beim Intervention Car Nummer 4, also bei dem Serviceauto, wo der Doktor da gerade ausgestiegen ist. Danke, Wolfgang. Also das ist nochmal ein schönes Dankeschön an den Streckenpostenchef, den Scheidenden. Der lag auf Position 2, der Cayman mit der 420 in seiner Klasse. Und hat jetzt natürlich das Pech, dass er da irgendwie nicht rauszukommen scheint. Wie man gut sieht mit der Fahrertür direkt an der Leitplanke, ist natürlich auch richtig Pech. Ich denke mal, der Einschlag war nicht so hart, dass er das wohl überstanden hat. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber jetzt versuch mal aus so einem Rennauto auf der falschen Seite auszusteigen. Da musst du schon mindestens Rec-Olympiasieger sein. Also von wegen, wir haben es schon öfter mal gesagt, es ist Tag der offenen Tür. Hier ist es eher dann der Tag der vollends geschlossenen Tür. Wenn der Cayman da weggeschoben wird oder weggeschleppt wird, dann ist das Hausarrest für Andreas Patzelt dann auch erledigt. Wir nutzen die Zeit, jetzt kommt er doch auf der quasi falschen Seite raus und ärgert sich, schmeißt also mit einigermaßen Vehemenz die Tür zu. Da machen wir das auch, allerdings mit weniger Vehemenz und bei uns nennt sich das Werbebreak. Das heißt, kurze Verbraucherinformationen und noch einen letzten Blick auf den Führenden, den 911er Mantai Porsche GT3 R mit im Moment Laurenz Fanto an Bord und den nächsten, für den es nicht weitergeht, die 718, auch das ist ein Porsche Cayman. Oh, vielleicht geht es doch für ihn weiter. Die 718 mit Ralf Zensen, Fabian Peitzmeier, Michael Püke und Edgar Zalewski. Das sind die vier, die an Bord dieses Autos sind. Doch, da geht die Fahrt weiter. Und unsere wilde Fahrt geht in Richtung kurzer Boxenstopp. Und dann sind wir gleich wieder da, hier unter der altehrwürdigen Nürburg. Bis gleich. Zurück in der grünen Hölle, wie sie gerne mal genannt wird. Ein echter Höllentrip und um Jackie Stewart, den Formel 1 Weltmeister zu zitieren, der früher ja eben mit der Königsklasse hier am Nürburgring auf der Nordschleife auch gastierte. Jedes Mal, wenn ich zur Abreise am Nürburgring zu Hause nochmal in den Spiegel geschaut habe, dann wusste ich nicht, ob ich mich am Montag in genau diesem Spiegel wiedersehe. Also, das zeugt schon von der Brisanz dieses Geläufs, zeugt schon von der Schwierigkeit der Nordschleife. Und dass du hier ein echter Kerl oder, wir haben ja das Frauenteam auch noch von GT Tire Racing, also eine echte Frau sein musst, um hier die grüne Hölle 24 Stunden lang zu überstehen. Laurenz Fantor immer noch in Führung, mittlerweile allerdings nur noch eine Minute 41,162 sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Marciello. Also so langsam aber sicher wird es ein bisschen ja weniger mit dem Vorsprung. Und
Und das sind die beiden Audi, die Startnummer 29, der Land-Audi vorne, dahinter der von Phoenix Racing, nämlich im Moment pilotiert von Frank Stippler. Der Sieger von 2012, wir haben es vorher schon erfahren. Und Christopher Haase, der aktuelle Champion der 24 Stunden von Dubai. Also, so sieht's aus. 1,41, jetzt nur noch 1,40,6. Es wird immer, immer weniger. Und jetzt ist einer bei mir hier aufgetaucht und angelangt. Den kennen wir alle bestens, die wir GT3-Blut in unseren Adern haben. Und der hat schon auch den ein oder anderen Stint hier an diesem, ja, in dieser 47. Auflage hinter sich gebracht. Ich freue mich sehr, dass Jan Seifert ganz, ganz spontan hier hoch gesprintet ist. Lüg nicht, du hast gebettelt. Ja, ich habe gebettelt. Ich habe gesagt, Jan, bitte lass mich hier nicht alleine, komm hoch. Aber musst du eigentlich gar nicht. Muss ich gar nicht? Nein, du wärst auch freiwillig gekommen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, nee, schön, guck mal, da ist der Smoothie. Oh. Guck mal, ist das der Currywurst-Smoothie? Ich bin mal gespannt. Koste mal. Ich probiere das Ding mal. Das haben die Mädels gerade unten in der Black Falcon-Küche ausprobiert. Vertraust du der Black Falcon-Küche eigentlich? Der Gatsby ein bisschen mehr. Der Gatsby ein bisschen mehr. Ja, okay, aber dann. Black Falcon ist auch noch okay. Was macht die Sache besser? Jetzt bin ich aber gespannt. Ist Currywurst? Oh, wow. Ich kenne das Zeug. Oh. Ich kenne das. Da ist Beefy drin. Beefy drin. Super good food. Ja? Ja. Ich habe es mir gewünscht, so. Und Eve, da haben wir es gerade auch noch mal gesehen, die war auch sehr begeistert von diesem Drink. Das, meine Damen und Herren, das wird ein absoluter Markttrenner, da bin ich mir ganz sicher. Bitte, Dirk, stell das ganz, ganz weit weg. Ja, also, Dankeschön für diesen Smoothie. Jetzt muss ich mal irgendwas anderes schön trinken. Dann beginne ich mit der großen Fragestunde an Jan Seifert. Aber ich könnte das durchaus auch überbrücken damit. Einfache Frage, bist du bis jetzt zufrieden, was im Hause Mercedes so vonstatten geht? Also wenn man mal das Gesamtklassement sieht, beziehungsweise das Gesamtergebnis bisher für Mercedes AMG, ist es natürlich schade, dass die Startnummer 2 relativ früh ausgefallen ist. Ja. Wegen eigentlich einer dummen Sache, also eine ganz blöde Situation. Damit der Treffer ging halt genau auf die Lenkung, genau aufs Rad, dadurch das Lenkgetriebe gebrochen. Du hast mal Glück in der Situation, dann passiert gar nichts und dann hast du Pech, wie bei Adam Priscedulo und dann passiert sowas. Das ist natürlich schade, weil die waren ganz vorne mit dabei. Diesen Part haben jetzt übernommen die Truppe rund ums Mercedes-AMG-Team Mannfilter, also von HTP. Marcello gerade am Steuer, das ist natürlich perfekt. Ansonsten, wenn man sich das mal anschaut, 1, 2, 3, 4, 5 Mercedes unter den Top 10. Ich glaube, da können wir ganz zufrieden sein damit. Ich würde sagen, das ist geschlossene Mannschaftsstärke in jedem Fall. Jan, also das stimmt natürlich, aber Mannschaft ist natürlich nicht alles beim 24-Stunden-Rennen. Von den Plätzen, wo ihr jetzt steht, kannst du dir theoretisch eigentlich am Ende nichts kaufen. Das auf gar keinen Fall, das stimmt. Wir sind momentan auf 8 mit unserem Vodafone GetSpeed Auto, genau. Mit der Startnummer 16. Sind wir auf Platz 8, Ringer von der Zanne gerade im Auto drin. Und ja, also Achter eigentlich schon, aber die GetSpeed-Mannschaft ganz neu dieses Jahr im Mercedes-AMG GT3 unterwegs. Bedeutet also, die haben gar keine Erfahrung damit. Die sind hier oben eine Größe. Die sind von Porsche gekommen und jetzt fahren sie Mercedes. Genau, sind hier oben auch eine Größe, also die kennt man hier oben, ganz klar, GetSpeed. Aber das ist natürlich auch eine Umgewöhnung und ist kein Performance-Team. Also ist jetzt auch kein Werksunterstützer, also Werksunterstützen sie schon, aber halt in anderer Form als zum Beispiel ein Team Black Falcon oder HTP. Und deswegen ist es schon gerade ein Erfolg, auch jetzt für die Truppe. Wir versuchen jetzt noch so irgendwie so 2, 3 Plätze gut zu machen. Top 6, Top 5 wär perfekt. Und da schauen wir einfach mal. Es sind auf jeden Fall alle Autos auch noch dabei. Auf der 10 ist Fabian Vettel im Moment und auch das 17er Auto ist auf Position 21 im Moment mit Janine Hill am Steuer. Also GetSpeed ist noch breit aufgestellt. Aber ihr seid die Speerspitze eures Teams. Nichtsdestotrotz, wenn wir gerade von geschlossener Mannschaftsleistung reden, muss jetzt natürlich alles für die Speerspitze fahren. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Ne? Wie willst du das machen? Das ist ja die Frage. Wie willst du das machen? Wenn du natürlich irgendwo deine Teamkollegen, weil wir sind ja alle ein großes Mercedes-AMG-Team, unterstützen kannst, dann machst du das natürlich. Aber es ist natürlich auf der Nordschleife schwierig, das Ganze so zu machen. Und die Jungs legen auch eine richtige Pace da vorne vor. Und ja, jetzt wir schauen mal. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir wollen jetzt noch unsere zwei Markenkollegen eventuell überholen. Vielleicht ist da auch der ein oder andere Audi mit dabei, den wir da mit
schlagen können vielleicht auch. Und das wäre natürlich noch ein Erfolg. Wie gesagt, für uns ist es jetzt erstmal, wir konzentrieren uns auf uns. Wenn wir irgendwo helfen können, dann helfen wir natürlich auch. So, hier gibt es den Infall. Christopher Hase mit einem der Fricadelli-Porsches. Es ist allerdings nicht der, der das Hauptziel ist, sondern es ist das Auto mit der Startnummer 30. Das Auto von Klaus Abel. Und hier passiert genau das, was wir gerade angesprochen haben. Das ist eine taktische Nummer. Das ist eine taktische Nummer. Warum soll er ihn vorbeilassen, wenn er im Fernduell gegen das Schwesterauto fährt sozusagen? Der lässt ihn auf gar keinen Fall vorbei. Also es geht tatsächlich, sich doch irgendwie taktisch einzumischen. Wird natürlich jetzt eine heiße Kiste, weil der eine natürlich immer schön versucht, die Tür richtig zuzuwerfen. Und der andere versucht, sie eben mit Gewalt irgendwie aufzuzwängen. Die können das gerne so weitermachen, weil das sind die zwei Audi, die noch vor uns sind auch. Also das wären zum Beispiel schon mal zwei Plätze von denen, die wir gut machen wollen. Sehr, sehr gut. Also, es ist in jeder Phase dieses 24-Stunden-Rennen richtig was los. Und da ist schon wieder langsam Fahrt. Ja, Code 60. Hier sind wir im Bereich Eschbach unterwegs. Wippermann, Eschbach. Also nach ungefähr zwei Dritteln der Strecke. Richtig, genau. Kommen wir jetzt ins Brünnchen, da wo die meisten Leute eigentlich stehen. Geht es jetzt hier links und dann rechts sind wir dann schon wieder im Brünnchen drin. Ich erspare mir jetzt die Frage nach dem Bratwurstgeruch. Das haben wir ja schon vor zwei Jahren mal geklärt. Das Ganze, oder vor drei Jahren war es, glaube ich, sogar schon. Nein, aber das ist eine extrem bekannte Stelle. Extrem viele Fans. Ich habe auch, also ich durfte hier den Start fahren. Und da wurden dann Bengalos gezündet und Feuerwerke abgefeuert und so weiter und so fort. Also die Jungs dort, die gehen richtig ab, wobei du hast das rund um die Strecke. Das ist natürlich Nordschleifen-Feeling pur. Ja, Nordschleifen-Feeling pur ist dann auch vor allem, wenn es dann am Ende einer Code 60 wieder ans befreite Fliegen geht. Und das ist eine schöne Kampfgruppe. Die beiden Audi hängen dahinter dem Fricadelli, ne? Ja, du kannst nichts machen. Du kommst einfach nicht vorbei. Nicht vorbei. Das ist natürlich auch die Krux, so schön die Nordschleife ist, so sehr ist es manchmal auch richtig schade, dass die Strecke halt eben auch so schmal ist. Da passen keine drei Autos nebeneinander oder nur mit sehr, sehr viel Mühe und sehr, sehr viel Balls. Man muss ja dazu sagen, wir fahren ja auch, also ich meine, wir fahren 100%, ganz klar, aber du fährst immer mit so ein bisschen Sicherheit auf der Nordschleife. Das heißt, du könntest, wenn du auf der Grand Prix-Strecke unterwegs bist, würdest du dich dazwischen quetschen, ja, ganz klar. Logisch. Aber hier machst du es einfach nicht, weil du wartest dann lieber, um jetzt vielleicht hier, Galgenkopf, das ist die letzte Kurve vor der Dettinger Höhe, den Schwung hier mitzunehmen jetzt, macht der Porsche allerdings ein bisschen besser, und dann vielleicht aus dem Windschatten raus zu überholen. So, Fahrerwechsel gibt es bei der Nummer 2. Lello hat es hinter sich und jetzt versuchen sie es wirklich mit absoluter Mannschaftsstärke. Und jetzt hat auch der 30er Porsche es eingesehen, dass da nichts mehr geht und dahinter ist plötzlich das war aber ein AMG Mercedes angesorgt. Also das ist jetzt nun richtig, eine richtig enge Nummer. Ja. Das ist Stippler, der versucht natürlich jetzt mit aller Gnade, die er hat, hier an Christopher Hase vorbeizugehen, und hat es jetzt auch geschafft. Drafting machen die Jungs. Also du hast ja einmal den Windschatten und den Draft, wenn du nebeneinander fährst, und das versuchst du. Du versuchst eng beieinander zu sein, dann hilft es demjenigen, der Überschuss hat. Wenn du auseinander fährst, dann hilft es dir wieder nicht mehr. Und das machen die, diese Spielchen. Und Nico Bastian dann denkt sich, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und versucht dann. Und jetzt kommen sie alle drei in die Box. Alle drei in die Box. Oh ja, 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 ja. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, und jetzt müssen natürlich alle schön langsam fahren. Da ist überall sind die Blitzanlagen scharf. Da hat es auch schon Strafen gegeben im Verlauf dieses 24-Stunden-Renns. Nico Bastian biegt jetzt ab. Und die haben natürlich alle 8 Runden-Stints hinter sich. Die haben alle die gleiche Standzeit. Also dürfen wir uns eigentlich darauf freuen, dass die genau in der Formation wieder rauskommen. 3 Minuten 29 von Überfahren der Linie, wo 60 km/h gilt, bis Überfahren der Linie, wo Boxenausgang ist, nach 8 Runden. Aber reine Standzeit sind eigentlich 3 Minuten. Ja, du fährst ungefähr 32 Sekunden durch. Ja, sehen wir es nochmal. Das ist Drafting jetzt. Da nimmt er den Schwung mit. Aber jetzt guck mal die nächste Aktion an, wenn sie so lange gezeigt wird. Das und zwar ist hier ein langsames Auto. Hier ist so ein Golf, glaube ich, oder so hier vorne unterwegs. Pass mal auf jetzt. Das hintere Auto, der schert jetzt aus und sieht aber nicht den da vorne. Hier rechts, guck mal, er schert jetzt aus. Und jetzt merkt das und zuckt wieder zurück. Meine Güte, ey. Frank Stippler, ey. Aber der ist auch wirklich vor nichts fies, wenn er am Steuer sitzt, ne? Richtig heftig. Also da geht er ordentlich der Stift bei in so einer Szene. Vor allem dem Stippi wird er auch gegangen sein. Der macht zweimal und sagt, du cool, was soll das so? Aber da wird er kurz auch hoppla, jompo di bompo. Wir hatten ja schon einen schweren Unfall dort auf der Dinger Höhe und das muss natürlich nicht sein. Da hier auch Fahrerwechsel. Kaffer geht rein, wenn ich das richtig sehe. Und Stippi geht raus. Und ja, 32 Sekunden, da waren wir stehen geblieben. 32 Sekunden ist die reine Durchfahrt durch die Box.
Kannst du ausrechnen? Das heißt, also 2,57. Genau, du fährst, stehst nicht ganz 3 Minuten. Das ist genug Zeit, Fahrerwechsel zu machen, alles zu kontrollieren. Die HTP-Mannschaft, Mannfilter, die sind jetzt so weit wie möglich raus. Du bist ein kleiner Pfennigfuchser, merke ich schon. Ja, als Rennfahrer musst du so sein. Ja, ja? Genau. Aber wenn ich 3 Minuten stehe, dann kriege ich von meinem Ingenieur einen hinter die Ohren, weil dann habe ich nämlich hinten 3 Sekunden verloren im Boxenausgang. Und die auf der Strecke wieder reinzufahren, das wird halt schwierig. Also wir fahren so im Schnitt zwischen einer halben Sekunde und einer Sekunde oder anderthalb Sekunden über die Linie hinten. Also das heißt wirklich ganz haarscharf kalkuliert. Wir beide diskutieren unten, bei Fricadelli wird auch diskutiert. Und Yves ist da relativ dicht dran oder ganz dicht sogar. Und zwar ganz dicht an der Frau, nämlich die als einzige hier schon mal auch gewinnen konnte, das 24-Stunden-Rennen. Sabine Schmitz, Bienchen, hör mal, erzähl mir mal, Klaus macht auch einen guten Job. Hier ist richtig Action bei der Fricadelli-Box, oder? Ja, ich bin fertig mit den Nerven. Ich glaube, ich gehe gleich mal ins Dorinthen-Eifelgeist saufen. Aber der hat die Audis gut beschäftigt. Ja, dein Mann schert aus, ne? Klaus macht zu, schert nach der anderen Richtung aus, dann fährt da irgendein kleines Auto und dann wird ausgeblendet. Was macht ihr denn in der Regie? Da können wir nichts für, aber das ist das Wolfie. Das war das Wolfie, da können wir nichts dafür. Aber die 31 jetzt auch gerade in der Box gewesen. Es geht ums Podium hier bei den drei Fahrzeugen. Erzähl uns, was war da? Haben die da ein bisschen was am Unterboden auch gemacht? Ja, ich denke mal, der Fahrer hat irgendwelche Geräusche gehört, dass er sich irgendwas gelockert hat am Unterboden. Man konnte jetzt so nichts feststellen. Ich hoffe mal, es hält noch. Ne? Zur Not Gaffertape haben wir in allen Farben da. Können wir irgendjemanden hier live fragen, der uns das vielleicht nämlich sagen könnte? Sonst, wir sind ja live hier dran. Wir suchen mal, Bienchen gibt Gas hier, nicht zu weit in die Box rein. Duschi, komm mal her. Was war mit der 31, hör mal? Der 31, ich weiß nicht ganz genau, das weiß der Lukas, ich weiß ja nämlich gar nicht. Ja, was ist hier los in der Fricadelli-Box, hör mal, was ist hier? Ah, jetzt komm her. Unterboden, irgendwas locker, oder? Ja, wissen im Moment noch nicht genau. Aber ein Flattergeräusch wahrscheinlich sogar, ne? Ja. Sieht so aus, aber das passiert nach so vielen Stunden härtester Fahrweise, da kann schon mal was flattern. Okay, zurück zu euch Jungs, ihr habt das jetzt von oben wieder im Blick. Aber alles gut, sagen die Jungs. Ja, ist bei uns auch. Wir haben allerhöchstens das Nervenflattern. Vor allem Jan hat das neben mir sitzend, der im Moment beobachtet, wie zwei Audi sich hier gegen einen AMG Mercedes wehren. Und nicht allzu weit dahinter gibt es dann auch noch das Auto mit der Startnummer 16, auf dem mein Nebensitzer ja auch schon den ein oder anderen Kilometer hinter sich gebracht hat. Also die Münzen sind noch lange nicht gefallen, die Würfel sowieso auch nicht. Das kann sich noch in alle Richtungen verschieben. Ja, richtig, genau. Also ich habe jetzt 3 Doppelstints weg. Wenn wir hier nochmal die Aktion sehen. Das war schon echt haarsträubend. Und jetzt sieht er den Golf. Jetzt sieht er den Golf erst. Das ist natürlich, man muss sich vorstellen, wir fahren da 6. Gang, knapp 260 ja. Ungefähr an der Stelle. Ja, also das ist schon nicht ohne, wenn da so ein Golf auf einmal vor dir fährt. Der fährt keine 260 da vorne. Also das ist schon eine Nummer, dann, wenn du den auf einmal siehst. Ja, okay, also ich fahre in meinem Golf schon auch mal ab und zu 260. Aber mit bergab Rücken. Das kriegen die natürlich nicht hin. Bergab Rücken mit einer Schiebesonne. Genau. Ja, genau. Ja, im polnischen Wassermotor. Ne? Ganz, ganz dicht jetzt also Frank Stippler. Und jetzt ist der Hase, glaube ich, fällig. Das ist nochmal die Wiederholung. Ganz genau. Also das war wirklich eine richtig, richtig knappe Geschichte hier. Und das hätte wirklich böse ins Auge gehen können. Ist aber nochmal gut gegangen und mittlerweile ist die Reihenfolge auch nach wie vor so, wie sie vorher war. Nämlich die beiden Audi vor dem 6er Mercedes AMG GT3 des Black Phantom Teams. Dort mittlerweile der Italiener Gabriele Piana am Steuer. Und da, ja, Wolfgang Land, an dem geht das auch nicht spurlos vorbei. Ja, der Wolfgang ist ja Ruhe selber. Also ja, aber da sah er jetzt schon so ein bisschen aufgebracht aus. Ja. Hat schon so manchen Zittermoment gehabt. Wir erinnern uns zum Beispiel noch heute Nacht das Duell mit einem der Mercedes mit inklusive Berührung, Renger van der Zande, und nicht nur einmal, sondern dreimal angeklopft insgesamt. Also das war auch, sagen wir mal, etwas härtere Schule. Hätte man auch ein bisschen softer machen können, oder? Da sitzt er neben mir, der Jan, und grinst sich rein. Ich habe mich vorhin mit Renger unterhalten, der ja im Auto saß, und der Mann hier saß auch im Auto, René Rast. Und ich habe nur gehört, der René hat sich so ein bisschen beschwert über den Renger. Wobei, wenn ich jemanden in die Karre fahre, dann bin ich nicht derjenige, der sich beschweren sollte eigentlich. Also der drauf fährt, ist meistens der Schuldige. Also ja, war ein harter Kampf. Ich habe es nicht gesehen, ich habe geschlafen zu der Zeit. Aber
Ja, so, das gehört dazu. Das ist Racing. Und das ist seit vielen Jahren halt hier schon, dass wir wirklich ein Sprintrennen fahren und dass wir da Vollgas geben müssen. Der Ausdruck fällt immer wieder, Sprintrennen. Das gilt übrigens in so einem gewissen Maße auch, wenn du hier am Nürburgring ein paar Tage verbringen willst. Boxenstopp der 911, Laurenz Fantor. Bevor ich dann, jetzt habe ich mir so eine schöne Überleitung im Kopf zusammengedrechselt. Und dann kommt ausgerechnet dieser 911er Porsche schon wieder in die Box. Also unhaltbare Zustände hier am Nürburgring. Fantor im Auto noch, wird aber auch gewechselt. Auch bei der 48 ist schon wieder gewechselt worden. Da sitzt jetzt Maximilian Götz am Auto, im Auto. Und Sven Müller nach wie vor beim Fricadelli. Porsche wurde ein bisschen flattert vorne am Unterboden. Am Reifen. So, okay, aber das ist nun wirklich noch nichts, was uns absolut in Besorgnis versetzen sollte. Ja, ich habe es gerade schon versucht, so schön anzudeuten, nämlich, dass es natürlich überall ein Abenteuer ist, auch wenn du hier anrückst und eine Woche am Nürburgring verbringen willst. Und wieder ist die Überleitung kaputt, denn René Rast und in dem Fall Dries Fantor jetzt im Auto mit der 4. Also die beiden sind hier die Hasardeure des Sonntagmorgens, das muss man auf jeden Fall sagen. Also die laufen auch in jede Falle im Moment. Und das sind Teamkollegen, also das darfst du nicht vergessen. Die fahren ja für Wolfgang Landbeid und hier sehen wir das nochmal, Wehrseifen. Da kannst du eigentlich außen, da muss der Kollege echt mitspielen. Aber der Fantor hängt halt hinter dem Gitti GT4 fest, hinter dem Audi. Richtig. Und Rast denkt sich, danke fürs Geschenk, da fahre ich halt außen rundherum. Haben wir heute auch schon mal gesehen oder gestern ganz gesehen. Ganz am Anfang der Porsche außen im Karussell vorbeigefahren und richtig Plätze verloren, damals Lance David Arnold. Und guck, jetzt ist Wolfgang Land wieder ganz anders, nämlich fast enthusiastisch für seine doch eher ruhigen Verhältnisse. Also der Mann, den bringst du nicht so schnell aus dem Sattel, aber da haben wir jetzt gerade mal gesehen, so nach dem Motto, yo, das war so, boah, was er da gemacht hat, der Junge. So, also, ich versuch's nochmal. Rast vor Fantor, das ist jetzt im Moment der Stand der Dinge. Abenteuer Nürburgring haben ja auch wir bei Nitro. Und man muss natürlich auch so das eine oder andere, jetzt, Kinder, macht's mir jetzt nicht schon wieder kaputt. Zwei Audi, das ist aber nochmal das... Das ist nur die Aktion, die fahren noch. Genau. Also du kannst weiterentwickeln deine Überleitung. Ja, deine sollten aber langsam auch mal irgendwelche Bilder dazu auftauchen, damit die ganze Nummer passt. Also, auch bei uns ein bisschen Chaos am Sonntagmorgen ist doch schön, oder? Wir sind doch alles nur Menschen. Dries Fantor, der hat jetzt natürlich auch ein bisschen einen geschwollenen Hals, weil René Rast ihm da quasi im Moment recht gut übertölpelt hat. Und da fühlst du dich natürlich in deiner Rennfahrerseele echt angestachelt. Ja, ich kann dir gar sagen, der ist angepisst. Ist der. Ja, okay. Wenn wir es mal ganz hart sagen. Ja, ich darf so eine Sprache nicht. Nee, aber du. Ja, aber der ist ziemlich angepieselt, dass der da halt vorbeigegangen ist. Weil das sind diese Aktionen, die du hast. Du fährst in einem anderen Auto hinterher, willst den ja selber überholen. Und du wirst dann halt aufgehalten, kannst nichts machen. Weil was will er machen, wenn der Rast neben ihm ist? Er kann dann nicht nach rechts rüberfahren. Und na klar, dann bist du halt erstmal nicht so gut gelaunt auf jeden Fall. Wieder kurz 60. Ja, kurz 60. Und René Rast grinste da ganz bestimmt in der Szene ganz breit unter seinem Helm. Und das mit unserem Anreise Nitro Nürburgring und so, das verschieben wir auf die nächste Werbepause. Die aber noch die eine oder andere Minute auf sich warten lässt. Währenddessen, es ist ja auch viel zu spannend, was da im Moment passiert. Vorne allerdings auf der 1, der Spitzenreiter nach wie vor die 911, jetzt mit Earl Bamber, am Steuer Maximilian Götz. Da sehen wir im Moment einen Abstand von 4,58. Das wird sich allerdings, denke ich mal, beim nächsten Mal Überfahren der Ziellinie ein bisschen verringern. Letzter Abstand war dort 1,41. Die waren mal 2,30 vorne. Ist da realistisch noch vielleicht mit einer Kehrtwende zu rechnen, Jan? Da für eine Kehrtwende, wenn man ganz ehrlich ist, ich würde es natürlich für meine Markenkollegen mir wünschen, ganz klar. Aber da muss schon viel schief gehen für den Porsche in den Code 60 Phasen, Code 120 Phasen, dass der Porsche die Phasen erwischt, der Götz oder beziehungsweise die Mannfiltertruppe mit dem AMG das nicht erwischt, das wird schon ein enges Ding. Also ganz ehrlich, wenn die keinen technischen Defekt haben, muss ich leider sagen, dann gewinnen die das Ding. Wir werden sehen auf der anderen Seite der Werbung. Nicht
dass Ihnen die ganze Sache etwas grün vorkommt, denn wir sind in eben jener Hölle, der grünen Hölle am Nürburgring zum 47. ADAC Total 24-Stunden-Rennen. Ausgabe 2019 und die Klasse von 2019 schlägt sich bislang beachtlich vorne, also Earl Bamber vor Götz und Müller. So, und dann kommen wir jetzt erst einmal zu der angekündigten Geschichte, wie hier RTL Nitro, wie hier Nitro generell lebt. Das ist die Zeitraffer, Aufbau eines Wohnmobilparks. Ja, Hotels sind ein kostbares Gut.